Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Fu und herzlich willkommen alle Zuschauer da draußen. Schön, dass ihr alle so Uiui. zahlreich einschaltet, hoffentlich, und eingeschaltet habt und das noch tun werdet, für die, die noch nicht da sind. Haha. Und ja, ich freue mich hier zu sein, mit dir Fu, wieder mal. Jo, ich bin absolut aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen soll, aber es wird auf jeden Fall ein witziger Abend mit coolen Leuten, coolen Communities dabei. Das denke ich auch. Richtig nice. Das denke ich auch. Meine Aufgeregtheit hält sich noch in Grenzen. Ich bin eher richtig erfreut und in einer richtig positiven Stimmung, dass so viele geile Leute hier sind aus so vielen coolen Communities und Clans. Und ja, was soll ich sagen? Wir stellen langsam einfach mal alle mal vor, oder? Das haben wir letztes Mal so halbwegs ein bisschen vernachlässigt. Und diesmal sind wir aber, glaube ich, besser vorbereitet, glaube ich doch. Ja, so ein bisschen. Ja, wen möchtest du denn vorstellen? Fangen wir an mit unseren Gästen. Und zwar, wen haben wir denn heute zu Gast? Erstmal in der Kurzübersicht. Wir haben Gruppe Adler, die diesen Game Mod erstmal erstellt haben, den wir heute hosten: Breaking Contact, Kampfverband 13, Gruppe W, NATO Task Force und die dritte Jägerkompanie sind da. Und ja, ich denke, wir gehen noch mal ein bisschen einzeln auf die Leute ein, weil bis jetzt sind die Gäste ja so, wie sie bei uns schon waren, bekannt, ja. Aber vielleicht noch gar nicht so sehr bekannt. Ich denke mal, da kann man noch ein paar Worte mehr verlieren über die Leute. Gut. Ich würde sagen, ich fange mal Ich mit würde Gruppe sagen. Adler an. Puh. Und danach kannst du ja mal schauen, ob du vielleicht KV-13 was rauslässt und so weiter, wa? Ja, machen wir so. Genau. Schauen wir mal, was gibt es zur Gruppe Adler groß zu sagen? Also es ist auf jeden Fall eine Gruppe von Spielern, die eine Vertrautheit und freundschaftliches Gemeinschaft sehr schätzt. Ja, also die sind keine Riesen-Community, die sind eher so ein etwas kleinerer Kreis. Und die organisieren sich halt auch genau so und schätzen natürlich aber auch die Qualität und die Organisation von solchen Missionen. Ja, generell. Altersmäßig sind sie auf jeden Fall sehr bunt gemischt. Die spielen auf jeden Fall auch beides, also TVT und Koop-Mission. Wobei aber der TVT, denke ich mal, Teil doch etwas überwiegt bei Gruppe Adler. Und man sieht halt Breaking Contact, ne? Das ist für mich persönlich ein Exportschlager von den Jungs. Und die haben aber auch, wie ich weiß, sehr viele andere coole Spielmodis, ob klein oder groß, sehr coole Sachen bei. Lohnt sich immer mal, dort was zu spielen bei den Jungs. Und ja, sind auch, wie gesagt, wie gerade schon angesprochen, der wie heißt es, der Entwickler von dem Breaking Contact, die Gruppe Adler. Und ja, dadurch kann man sagen, immer mal an so einem Breaking Contact Abend einem Ass im Ärmel, schätze ich mal. Werden wir sehen. Ja, wen haben wir noch? Ein Partner von uns, die KV-13. Ja, was soll ich über die Jungs erzählen? Sind sehr bekannt. Machen ihre Einsätze selber. Hohen Wert auf Immersion wird gerät, realitätsnah. Machen sehr viel mit uns zusammen, sind in Coop Plus bei uns dabei. Haben ein cooles Rängesystem. Machen sehr viel mit Roleplay, so wie ich mitbekommen habe. Und taktisch sind die auch echt gut dabei. Wie gesagt, ist ein Partner. Und gute Freunde, nette Typen. Kann man ja vielleicht mal mit zusammenspielen wieder. Und ich bin froh, dass die heute mit dabei sind. Ja, auf jeden Fall. Wen haben wir denn noch Schönes bei uns? Gruppe W natürlich, unsere anderen Partner. Ja, also nicht nur KV-13 ist unser Partner, sondern auch auch Gruppe W ist unser Partner. Und ja, was zeichnen die aus? Auf jeden Fall Taktik, Teamwork und Atmosphäre, kann man so schön sagen. Ja, bei Gruppe W die drei Schlüsselelemente für Gruppe W. Und ja, die haben sich auf jeden Fall das Ziel gesetzt, Arma als wirkliche Militärsimulation auch zu in allen Facetten halt auszuleben. Ja, also die gehen mehr ins Milsim rein als manch anderer. Und ja, im Koop-Gameplay zählt die Gruppe W halt auf Vielfältigkeit in den Einheitenarten, denen sie spielen. Ja, also ob nicht nur Infanterie, sondern die spielen auch Mechen, spielen auch Gepanzerte, haben Logistik sehr gut und Medics auch sehr präzise. Und das alles auch im Verbund. Das schreiben sich die Jungs auf jeden Fall auf die Fahne, da gemeinsam so zu wirken, ja, in großen Missionen. Und eins der wichtigsten Punkte natürlich, Gruppe wie eine der ältesten deutschsprachigen Communities. Ja, damit trumpfen sie schon sehr auf.
Und Viel ganz Erfahrung. genau, damit bringen sie auch super viel Erfahrung mit. So, wen haben wir denn noch da, Fu? Die NTF, die NATO Task Force. Dann lesen wir doch mal einfach vor. Nein, wir lesen nichts vor. Ansprechende Taktiken, was soll ich sagen? Vielfältige Szenarien, nicht auf eins festgelegt. Lehnt sich sehr an die Realität dran, haben da sehr viele Sachen, Verhaltensweisen und Strategien übernommen und sind immer gut zu haben für immersives Spielerlebnis. Die Mission möchten sie nicht spielen, sondern die möchten sie wirklich erleben. Finde ich auch ganz cool. Und die haben auch einen gewissen Anspruch an ihre Mitspieler. Ich glaube, die sind heute auch für eine Überraschung gut. Auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich freue mich auch drauf. Wen haben wir noch? Wir haben noch, last but not least, würde ich sagen, ne? Die dritte Jägerkompanie. Auch ein Clan, wo wir in letzter Zeit öfter da waren. Die dritte Jägerkompanie hat, also die konzentriert sich im Schwerpunkt auf Taktik der deutschen Bundeswehr. Ja? Sagt der Name schon ein bisschen. Und im Rollenspiel von ihren selbst erstellten Missionen sind sie auch sehr im Einsatz. Also sprich, sie haben ein bisschen etwas mehr den Milsim-Touch auch und versuchen halt in diesem Rollenspiel eine Jägerbataillon nachzustellen und haben dadurch natürlich auch einen sehr hohen Realitätsanspruch. Aber der Spaß am Spiel kommt bei denen trotz dessen nie zu kurz. Ja, also das kann ich auf jeden Fall so sagen. Und daher sind sie auch, also sind auch ein schlagkräftiges Team, ob nur einzeln oder in der Gruppe, weil die haben doch sehr viele Experten, was auch so spezielle Spezialitäten angeht. Ja, also da kann man es immer für eine Überraschung gut, kann man sagen. Ja, und ich würde sagen, das waren schon unsere Leute, alle, die wir heute zu Gast haben, glaube ich, oder? Haben wir einen vergessen? Nein, wir haben uns vergessen, aber Wir haben uns vergessen, ja, ihr aber seid bei sind wir so uns. Ich gehe wichtig? jetzt mal von aus. Ja. Ja, vielleicht kurz, wir für die Leute, die vielleicht von anderen Communities kommen, wir sind das TTT, Tactical Training Team. Wir haben uns so ein bisschen die Ausbildung von Leuten auf die Fahne geschrieben, sage ich mal, egal wo es die danach hin verschlägt oder wieder zu uns oder als Gastspieler auch einfach nur bei uns spielen von anderen Communities. Und ja, bei uns ist jeder recht herzlich willkommen. Ja, was soll man mehr über uns sagen? Gut. Ja, Entschuldigung, weil ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt bin, ich kriege hier immer noch mal ein paar Nachrichten von Leuten, wenn man nebenbei das organisiert natürlich. Aber nur das zeigt auch, dass es auch läuft. Ja? Also wir können gespannt sein auf einen Abend voll auf mit Spannung. Und ja, ich sehe. Wenn du nicht wieder so exzessiv rumwusterst in der Kamera, ne? Schön smooth Genau, bleiben. Leute, ihr könnt mich auf jeden Fall wieder haten, wenn es so ist, aber ich versuche mich jedes Mal zu bessern, dass ich mehr immer smoother werde, wie der kleine Panda das gerade gesagt hat, ja, und wir da ein bisschen entspannter über die Karte fliegen diesmal. Und ja, wir haben den Communities jetzt noch ein bisschen Zeit gerade gegeben, deshalb überbrücken wir das gerade so mit ein bisschen Talk, um sich zu planen, weil eigentlich war noch eine andere Karte geplant heute, technisch leider gerade nicht möglich, deshalb kriegen die Jungs gerade noch ein bisschen Zeit, sich ein bisschen zu organisieren. Dass wir da auch gleich ein geiles Gefecht sehen und nicht nur aufeinander losgeballert. Ich muss mal ganz schnell jemand eine Nachricht schicken. Überleitung an dich, Fu, genau damit. Jetzt muss ich alleine reden hier. Ganz kurz. Ja, ich versuche es mal. Ja, ich führe heute so ein bisschen Regie. Ich versuche es zumindest. Ich habe davon eigentlich gar keine Ahnung, aber wir schauen mal, wie es läuft. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Heute gibt es vielleicht das ein oder andere Meme mal wieder oder Meme oder wie ihr es auch nennen wollt. Schauen wir mal. Kommentare da lassen, schreibt in den Chat rein. Ich antworte nach circa 15 Minuten. Schmerz vielleicht gar nicht, weil er die ganze Zeit im Spiel ist und die ganzen coolen Clans, Communities, Truppen begleitet. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich noch erzählen? Ich habe keine Ahnung, was ich noch erzählen soll. Wir sind live auf Twitch, Mixer und YouTube. Gruppe W ist auch live auf Twitch. Ich denke mal. Ihr werdet wahrscheinlich alle mehr als einen Monitor haben. Benutzt die anderen Monitore, um auch die anderen Streamer zu supporten.
Das wäre ganz wichtig. Und ich glaube, wir gehen jetzt nochmal kurz in die Werbung und würden dann gleich wieder anstarten, wenn es losgeht. Wir haben, glaube ich, jetzt noch so circa 5 Minuten, bevor es richtig rund geht. Und bis dahin, wir sind live. Du bist im Zeus. Wunderbar. Hallo Leute, wir sind da endlich. Es hat jetzt geklappt nach nochmal Restart. Und jetzt klicke ich mich natürlich gerade über Quatsuche, was wir natürlich jetzt ohne Mod gar nicht da haben. Was aber auch nicht schlimm ist. Weil ich kann irgendwie, ja. Das muss alles im Ares mit drin sein. Siehst du, man ist schon so dran gewöhnt, man sieht die Ares-Knöpfchen dahinter schon gar nicht mehr. Und wenn es dann nicht da ist, dann ist das blöd. Aber gut, wir haben Ace, das heißt, Workarounds funktioniert immer. Ich nehme mich einfach gefangen. Und bin damit Zivilist. Und dann passt das. Hoch. Und damit falle ich dann schon mal nicht mehr auf. So, ich portiere mich mal hier irgendwo. Du fällst nicht auf. Na gut, mit deiner großen Klappe schon, aber halt nicht durch dein Aussehen. Genau, das ist wichtig, dass mich einfach keiner sieht. Ich mache mich jetzt nämlich auch einfach mal hier vom Acker. Wo ist Schmerzkeks? Da ist er. So, weg. Und da stärkt den okay. Und jetzt können wir, ohne dass wir zu viel verraten, wo wer ist, gucke ich nämlich mal erstmal zu Red vor. Ich wundere mich immer mal fürs Hin- und Herspringen, den Sachen anmachen muss. Für das nächste Mal bereiten wir uns mit einer coolen Kameramod auf jeden Fall vor. Da haben wir schon ein paar Anträge werden gestellt, um das hier noch wirklich viel, viel streamfreundlicher für euch zu machen, weil der Game-Modus an sich ist mega und ja, wäre natürlich geil, wenn man dann auch wirklich aktiv was hat. Die Red 4, das Game startet in 1,5 Minütchen. Die Jungs sind noch da hier am Rumtüdeln und ja, ich würde sagen, wir gucken mal zu Blue 4 rüber. Und ich trinke erstmal einen Schluck Bier. Nochmal lieben Gruß an alle, die zugeschaltet haben. Viel Spaß, gönnt euch ein Bierchen oder zwei oder drei, schreibt was in den Chat. Wunderbar, und da wird schon gespammt. Ich muss mal Zeus dahin. Und genau, ich bin gleich wieder da, Leute. Ihr könnt das gerne miterleben, ansonsten schaltet Fu um, wie ihr möchtet. Nö, wir erleben das erstmal. Hallo Jungs. Hört ihr mich? Achso, die hören mich natürlich nicht, weil ich muss T-Fahren machen. Hallo, jetzt höre ich euch. Ja, die Autos spawnen nicht. Das ist ein Ding. Könnt ihr das einfach nochmal machen oder ist jetzt too late? Habe ich schon versucht, passiert gut, nichts. Dann sag mir bitte, was du möchtest. Na, Moment, ich guck nochmal rein. Das wird es natürlich sein. Also, ich möchte viermal den LKW. Das müsste LKW, die Nummer, was für ein Ding? Jawohl, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sind wir auf meinem Stream, wir gucken mal, was hier gerade erobert wird. Ach, ihr wolltet einfach nur ein LKW, oder? Natürlich ein Ding. Ich gebe euch jetzt einfach einen ganz normalen LKW von. So. Was geht denn hier ab? Hobby. Der sucht wahrscheinlich seine Küche. Da sind. Oh, das sind unsere TTT-Jungs. Shutty, Plauze. Nice. Und die KV-13-Jungs. Schön, dass ihr dabei seid. Das freut mich sehr. Dann schauen wir doch mal rüber. Wo können wir denn. Ich guck mal bei Floyd. Dem gucke ich gerne mal über die Schulter. So. Was ist denn hier los? Da wird erstmal sich besprochen. Ich kann es leider nicht hören. Irgendwie doof. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Ich denke mal, der Kameramod, der dann kommt, der wird das Ganze ein bisschen entspannter machen. Auch für euch zum Zuschauen. Gigaplätz und Miller sind noch mit Schmerzknicks am Schnacken. Dann schauen wir doch erstmal wieder zurück. Bei Jesus. Was ist bei Jesus los? Ah, hier ist auch eine Besprechung. Spoilt sie. Hockt einfach nur rum. K.
Karl Becker wie immer am Spotten. Ich bin mal echt gespannt, welche Taktiken die fahren. Hier sieht's aus, als wenn die Angriffstruppen bauen. Mit schwebenden Karts. Auch sehr schön, schwebende Karts. Ich liebe es. Ne, schwebende Fahrzeuge, nicht Karts. Sah aus wie ein Kart von da hinten. Nice. Armer. Ist wunderschön. So. Bin gespannt, was Corbin sich da überlegt hat. Dann schauen wir doch nochmal, wie sieht's denn aus bei Gigaplex. Schmerzkeks wartet da noch, oder? Ich höre mal gerade rein, Sekunde. Ja, Schmerz. Wäre ja schön, wenn du mal in meinen Channel kommst, damit ich dich hören kann. Was haben die eigentlich? Alter, die haben ja einiges. Das wird auf jeden Fall spannend. So. Schmerz, hörst du mich? Gleich, ja. So, noch irgendwas? Gigaplex? Wird noch ein bisschen gequatscht. Gut. Wie sieht's mal Reds aus? Nicht viel los. Schon los. Das geht sehr schnell, es ist kein TTT Convoy, das heißt, schwarzes Tank mit seinem Tank unterwegs, finde ich sehr passend. So, lieber Früh, ich bin wieder da. Gut, ich schalte mir wieder auf deine Kamera. Genau, jetzt sind wir auf jeden Fall machbar. Und, warte mal. Genau, jetzt sind wir auf jeden Fall machbar. Und, warte mal. So. Jetzt, passt das. Sehr schön. So, wir sind wieder da. Wir hatten ein paar technische Sachen noch mit den Sachen bei den, bei der Blue Force und leider keine Einheiten gespawnt. Das musste ich mal schnell fixen und denen einfach sowas geben. Also das, was sie gekauft hätten, haben sie jetzt einfach so von mir aus dem Arsenal bekommen. Und ja, das passiert mal. Dafür wollte ich jetzt nicht extra neu starten. Hätte man machen können, braucht man aber nicht. Nee, das ist halt Armer, da geht halt mal was schief. Dafür haben wir den Zeus, da können wir einiges mitnehmen. Genau, richtig. Und wunderbar. Mehr brauchen wir eigentlich noch nicht sagen. Ach, ihr könnt, eigentlich könnten wir das Interface so lassen. Ihr seht dann, wie spät es ist, wo, in welche Richtung ich gucke, wie lange wir schon spielen. Das ist einfach gar nicht schlecht. Und ihr seht auch den Namen und wer da so rummacht. So, ich werde mich jetzt aber erstmal nochmal auf der Karte auf meine Zeus-Insel hier begeben. Ganz alleine? Hast du ja schon ein schönes Häuschen da gebaut?
Heute lassen wir das mit dem Häuschen bauen, aber fürs nächste Mal ist das schon angemerkt. So, und wir schauen jetzt aber mal, wo die überhaupt sind, richtig? Du bist auch mittlerweile auf der Karte angekommen, ist das korrekt? Ja, ich habe eben Kamera umgeschaltet, damit du deine Ruhe hattest darum. Ah, wunderbar, gut. Also, die Leute sind hier schon auf irgendeinem Militärposten gelandet, haben sich hier eingebunkert, sage ich mal. Man sieht auf jeden Fall das Fahrzeug und was wir sehen, ist auch, dass die Jungs einen Transmitter gekauft haben. Das heißt, so viel wie, um da kurz Breaking Contact nochmal näher zu bringen an alle Leute, wir haben einen Spielmodus, wo wir einen Radio Truck haben, der wird von der Opferseite in dem Fall, also Opfer, Blue Force ist immer relativ, die russische Seite muss hier einen Funklaster beschützen und zwei Funksprüche absenden, und zwar aus zwei verschiedenen Positionen und das jeweils 30 Minuten. Ja, sie könnten durchaus auch wechseln zwischendurch, würde, wenn sie aber einen bestimmten Radius, den werden wir nachher noch sehen, verlassen, würde dieser Funkspruch dann von neuem starten. Ja. Also versucht man natürlich einfach zwei Positionen 30 Minuten zu halten und gewinnt dann. Durchaus auch das gegnerische Team ausschalten, das wäre auch eine Möglichkeit. Und wie man sieht, hier wird jetzt der Funklaster schön eingeparkt, dass er von kaum vielen Seiten zu sehen ist. Wir sehen schon Leute hier oben, im Zeusweg ist natürlich in der Kamerasteuerung ganz anders als mit dem anderen Tool. Deshalb versuche ich natürlich, also zügig, aber dafür ein bisschen länger stehen zu bleiben. So, jetzt werde ich schon wieder gepinkt. Mal gucken, wer hier was will. Gut, es war nur ein Ping, also geht es davon aus, dass das ein Fehlping war von dem Menum. Da muss ich bis heute mich auf Pings ein bisschen achten, weil nach dem letzten Armor-Update ist das alles ein bisschen wackelig hier, muss man ehrlich sagen. Ja, also, weil sonst die Gruppe Adler-Jungs machen einen sehr guten Job und es ist doch deutlich bugfrei, aber ich denke mal, das wird nach dem letzten Update wird jetzt hier ein bisschen was reingekommen sein. Ja, aber der neue Hotfix ist ja schon in der Mache. Der ist ja schon im Test-Channel bei Bohemia rausgekommen. Von daher. Stimmt, das war auf Twitter von zu sehen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ja, also auch das wird uns heute ein bisschen reinspielen. Aber Leute, da stehen wir drüber. Wir kennen ja Arma. Das ist, wie es ist. Und die Leute, Hauptsache die Leute haben Spaß. Und ui, jetzt, Transmitting ist gestartet. Würde ich sagen. What the? Da geht einiges los. Jetzt ist natürlich schon spannend. Wie haben die sich positioniert? Wissen die, wo die anderen sind? Also die anderen wissen jetzt, wo sie sind. Deshalb kann ich jetzt auch mal ein bisschen rausfahren. Ja. Und wie sehen wir das? Wir sehen hier, dass... Die sind nicht weit weg. Genau, richtig. Die Jungs sind nicht weit weg. Und schön östlich. Ich gehe mal ein bisschen raus. Und da sehen wir auch schon die Positionierung der Truppen. Und es wird jetzt auch, wir gehen jetzt mal zu der blauen Seite. Da startet gerade der Helikopter. Und zwar der gute Miller von der Gruppe W startet schon sein Heli. Die wissen jetzt natürlich schon, wo sie sind. Da ist die Aufklärung natürlich entspannt. Aber die sind nicht weit weg. 4 Kilometer. Miller nimmt auch direkt Kurs auf den Hügel, um zu spotten und zu schauen, was dort geht. Ja, ich vermute mal, der nimmt jetzt genau den direkten Weg. Und guckt mal, was zwischen den beiden Licht an Feinden, um die aufzuhalten oder zu stoppen oder auszubremsen. Und da haben sich die anderen natürlich schön positioniert, so ein bisschen weiter im Norden, glaube ich, dass die schön von der Flanke noch reinfahren können. Ja, es wird spannend. Das auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. So, ich glaube, ich werde mal heute für euch... dass ihr meinen Mauszeiger euch nicht noch verrückt macht, den jetzt doch mal ausmachen, in dieser Sicht. Da hatten wir doch... Wir haben ja eben drüber gesprochen und Fu hat mich gefragt, ob ich den Mauszeiger anhabe. Ich habe gesagt, wenn ich normal Arma spiele oder Zeus, ist es halt interessant, wo ich was klicke. Aber da hier ja der Fokus drauf liegt, euch zu zeigen, was abgeht und wenig zur Bewegung, erspare ich euch den. So, und aber wie gesagt, wir sehen, Blue Four steht hier noch zusammen. Ja, mit den Jungs hier, es sieht so aus, als ob hier so ein Mix aus NTF und Gruppe Adler sich gerade zusammentut. Was hat denn die Blue Four Schönes gekauft? Sie haben einen M113 mit einem M2 drauf, dann haben sie einen Humvee mit einem TOW-Werfer drauf. Sie haben dann ein LKW mit Fuel, natürlich für den Helikopter, sowie ein
ein ja, verrücktes Fahrzeug mit einem M2 drauf, 4 Buggies, 4 LKWs. Und ja, das ist das Kommandofahrzeug plus dem Little Bird, der schon fliegt. Was wir jetzt gerade noch gesehen haben, die Sendestärke ist nun 100%. Das heißt, so viel wie wenn ich auf der Karte gucke, haben wir jetzt zwei Kreise, und zwar einen roten, einen blauen. Die stehen da, sind natürlich jetzt recht gleich übereinander, weil das Objective, also sprich dieses Anhängsel, steht. Okay, sie haben auch diesmal keine Mühen gemacht, es zu verstecken, weil ich denke, sie wollen hier die Geschwindigkeit nutzen, um die erste Stellung vielleicht einfach zügig durchzukriegen und ja, dann abzuhauen. Wir sehen hier, schweb hier nochmal ein bisschen von der Seite rüber. Schöne Militärkomp und aus allen Seiten haben wir hier die Sicherung. Na gut, jetzt seht ihr natürlich meine Maus nicht. Ich müsste so ein Dings haben, was an- und ausmacht. Ihr seht links halt zwei Männer. Nach Uhrzeit. 3 Uhr. Genau, naja, so schräg über. Also jetzt auf 9 Uhr seht ihr im Bild natürlich die Reihe, die komplett in die Richtung Norden sichert. Dann haben wir zwei Türme besetzt, die Richtung Ost sichern, West und natürlich, ja, Ost und West, bisschen Nordwest. Auf jeden Fall gut verteilt. Dann sehen wir von Weitem auch noch Leute, die dort schon ein bisschen durch die Gegend fahren und die etwas nähere, also die untere Umgebung dieser Sache hier sichern. Oder, wer weiß, da fahren schon Leute in ganz zwei verschiedenen Richtungen. Und zwar mit Jeeps. Ja, hier sieht man den Chief zum Beispiel mit, ja, ich weiß nicht, wer da noch mit drauf sitzt, kann ich gerade nicht sehen. Schön smooth. Ja, das ist im Zeus noch schwieriger als in dieser anderen Kamera, weil im Zeus geht alles schnell. Das, also tut mir leid, Leute, dass das so ist, wie es ist. Ich versuche mich, also Fu wird das vielleicht öfter heute sagen müssen. Ansonsten, ich habe hier nämlich keine Geschwindigkeitsstufe im Zeus, leider, für die Kamera. Daher etwas schwieriger. Ich freue mich auf den Kameramann. Ich auch, bin ich ganz ehrlich, also... Ich auch. So, hier ist, macht jemand Zeus. Mal gucken, ob das, das war anscheinend auch wieder nur ein Fehlklick. Und das passt dann. Gut, aber wir sind auch damit direkt wieder bei Blue 4. Blue 4 sitzt auf. Ja, also wir haben jetzt hier besetzt den M113 von der NTF anscheinend mit 3 Mann. Dann haben wir den, okay, jetzt Nomi. Ich muss da jetzt wirklich mal hin. Also es war... Wirklich so, ich bin gleich wieder da, Fu. Ich übergebe mich mal kurz. Bild kannst du ja gerne lassen. Alles klar. Wunderbar. Ja, bitte? Kannst du fahren? Ja. Hallo, wer spammt hier? Der erste Funkspruch ist fertig, bevor wir da aussehen. Auf jeden Fall. Oh, die da oben. Ja, Audi? Wir haben in dem Fahrzeug drin Unterlauf-HE. Ganz viel. Frage, dürfen wir die nutzen? Nee, bitte gib das mal komplett durch. Da die Einheit, da die vom Zeus gespawnt werden, ist alles, was in den Fahrzeugen ist. Ich weiß nicht, habt ihr Zeug in den Fahrzeugen sonst? Glaube nicht. Alles klar, also keine Unterlauf-HE. Definitiv nicht. Und also eigentlich nichts aus den Fahrzeugen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also sei so nett, sag das allen durch. Ich kann es jetzt als Zeus halt nicht ändern. Ich gebe es an meine Führung weiter. Ja? Dankeschön. Danke, ja. Das ist nett. Da wird gerade ein bisschen rumgezeist. Ich gucke Miller gerade dazu, wie er schön ausspottet in seinem Heli. Schön langsam fliegt er oben rüber und guckt. Jetzt eine AA. So, nochmal kurz einstellen, dass ich ein bisschen mehr sehe. So, da bin ich schon wieder. Oh, da muss ich ja gar nicht umschalten, sehr schön. So, jetzt bewege ich mich mal da weg. Dass ich wieder außerhalb der Reichweite bin und dann... Gucken wir mal. Also, die Blue 4 ist noch am Machen. Die machen gerade noch ihr Fahrzeugkram. Und ja, ich denke mal, die werden gleich aufbrechen. Was ich vorhin noch sagen wollte, als ich gepinkt wurde... Ich habe es angeschnitten, aber ich weiß nicht, ob ich es zu Ende gesagt habe. Die
Opferseite, die russische Seite, sendet auf jeden Fall mit 100%, ja. Die haben also nicht nur ihren Transmitter, sondern auch den Wagen, die Antenne ausgefahren, wie man hier sieht. Und ja, die Roten warten auf jeden Fall auf die Blauen jetzt, sind in Ausgangsstellung. Es wurde bis jetzt 22% gefunkt. Und oh, 50 und dann müssen sie Position wechseln, richtig? Nee, also die 50 gilt dann insgesamt, aber es sind beide Punkte 100. Ja, also die müssen pro Punkt, wird es dann mit 100% natürlich angezeigt und man sieht oben rechts, sieht man halt den Gesamtfortschritt und deshalb ist das dort mit einer kleineren Prozentzahl erstmal gemacht. Aber wie gesagt, Sendestärke ist 100%, das heißt 30 Minuten ist jetzt angesetzt. Die ersten 1-2 Minütchen waren, glaube ich, nur mit 25, nur mit der Hälfte, aber die haben dann zügig nachgelegt. Wir sind jetzt bei 25%, das heißt, wir haben schon die erste Zeit rum. Ein Viertel ist schon durch und die Blauen sind noch im Anmarsch. Ich habe irgendwas explodieren gehört. Wir haben auf jeden Fall sehr interessant. Oh ja, wir haben schon was explodieren gehört. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht. Also ein M103, nee. Ich weiß nicht, ja. Ist, oh ja, 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 mit dem roten Tank ist im Gange. Oh, der Panzer ist im Gange. Ich werde mal zu dem Panzer springen direkt. Der Panzer hat auf jeden Fall den M113 schon getroffen. Das natürlich, und der weicht jetzt auch hart aus. Das ist natürlich super interessant. Ja, also ich habe noch nie. Wir gehen jetzt mal direkt zum Panzer. Die stehen jetzt auf dem, auf einem Hügel, ja, und gucken super weit. Und haben die Blauen direkt aufgeklärt, dort wo sie gestartet sind. Und ja, das ist jetzt natürlich ein herber Schlag. Für Blau muss man schon sagen. Hat das ein bisschen laut. Und auch gerade ein bisschen unerwartet, muss ich ehrlich sagen. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich auch nicht. Aber gute Flankierung. Ja. Und naja, es sind auch, weil ich habe gerade überlegt, ach, die können ja ganz schön weit gucken, aber im Prinzip sind es 2 Kilometer. Das ist eigentlich nichts. Das ist nicht wirklich, nee, also viel. Also selbst eine Sichtbeschränkung hätte hier keinen gerettet. Ja, ich sag mal Surprise, Motherfucker. Das ist vollkommen richtig. Das war der richtige Surprise. Nice. So, es gibt auf jeden Fall Blau, verstreut sich jetzt überall. Die haben jetzt die Taktik anscheinend, wir verstreuen uns und gucken, was geht. Und ja. Also wenn du so ein dickes Geschoss in der Seite kriegst, das ist natürlich echt schon hart. Aber ich bin mal gespannt, das werden sie noch rausrocken. Definitiv, definitiv. So, ich verfolge jetzt mal die Gruppe von Adlern, die in ihrem kleinen Geländebuggy durch die Gegend düst, ja, um Nomi und die anderen Jungs. Ach, die Kamera ist so schnell. Schade, dass man hier echt nicht einfach hinterhergehen kann. Kannst du jetzt zu den Leuten hinspringen? Ärgerlich. Ja, Spectator-Modus ist da schon viel. Ja, auch wenn es nur der A-Spectator ist, definitiv wäre der bei weitem angenehmer. Ja. Aber leider komme ich da nicht rein. Beziehungsweise in diesem kann ich keinen Zeus anwenden. Das ist mich gerade mein Problem. Sonst wäre ich gerne bei dir im Spectator. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir das, wir werden uns da nochmal was organisieren. Ich denke mal, die Adler werden uns da entgegenkommen, uns da ein bisschen was einzubauen, um das für euch natürlich bestmöglichst aufzuarbeiten, ja. So, auf jeden Fall Rot jetzt in der Basis schon fokussiert in die Richtung, also oh, man hat die meisten Leute, hast du was gesehen, Fu? Ja, Tank schießt gerade auf die Delta-Leute blau. Okay, wir springen mal dahin, da ist er. Der T80. Delta. Ui, also lustigerweise, ich weiß nicht, wie bei dir der Panzer aussieht. Bei mir steht er auf der vorderen Kette hochgelehnt. Nö, bei mir macht er sowas nicht. Okay, das sieht auf jeden Fall bei mir lustig aus. Du kannst das vielleicht sehen, wenn du den Streamfeed anguckst. Bei mir ist der Tank etwas anders. Aber ja, also wir sehen dort, auf die dritte Jägerkompanie schießen die Jungs. Die haben natürlich mit kleinen Kaliber zurückgeschossen. Das ist natürlich ein bisschen düster. Ja, das sollte man nicht machen, aber der Feind hat den TOW-Hammer. Und ich bin gespannt, der wurde nicht vernichtet vor dem Panzer. Ich glaube, ich werde den mal suchen auf der Karte schnell, weil bis jetzt kann man hier eh nur mittelmäßig schauen, was die Jungs wirken. Und
Ich bin schon bei den dritten Jägern unten. Dunkellicht am Boden. Die versuchen den jetzt wahrscheinlich gleich rauszuholen. Verbinden sich. Die haben ein bisschen was abgekriegt. Okay, ich flieg mal hin. Ich denke mal, du bist auf meiner Kamera. Dann gucken wir uns das mal genauer an. Der Panzer hat die auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ein Ei. Ui, oh, das ist echt eine schwere. Ui, Dunkel ist wieder aufgewacht. Und Apex. Das ist. Ich weiß gar nicht, wissen die, dass ein Panzer auf die schießt? Gandhi wird es wahrscheinlich gleich merken. Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Ah, diese Tracer sehen aber so schön aus, wenn du Richtung Tank und, guckst. Und die kriegen jetzt von beiden Seiten. Guck mal. Oh, yo, 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 ich seh's. Oh, hart. Haut. Hart, hart. Fuck. Scheiß Situation für die ja, Dritten. Also das einzige Chance im Schatten der Rauchwolke jetzt. Abfahrt und hoffen, dass der Panzer sie nicht trifft. Ah, die haben zwei Fahrzeuge losschicken und versuchen dann die mit den mehreren Leuten wegzukriegen und jetzt sind wir gespannt, ob da jetzt gleich die Panzergranate einschlägt. Aber sehr schön gesmoked, sehr schön gesmoked. Richtig, das ist sehr schön gesmoked. Ich weiß jetzt aber nicht, das ist, also entweder ist das leichtsinnig oder Eier aus Stahl. Oder sie wissen... Das ist Eier aus dem Stahl. Das ist Eier aus richtigem Kruppstahl. Aber die Leute wissen vielleicht einfach nicht, dass es ein Panzer ist, der auf die schießt. Ah, also Leute, wenn ihr euch das im Nachhinein anguckt, das war ein T-80, vor dem ihr dort rumgefahren seid. Respekt. Respekt, ja. Jungs. Alle raus. Nicht schlecht. Naja, du, der Panzer kann moven, ne? Aber die sind jetzt damit auch guten... Die kriegen einen guten Run. Wir gucken mal auf der Karte schnell, wo die hinfahren könnten. Die fahren jetzt genau Richtung Gravia und oder nach Atira vielleicht rein. Wir bleiben mal noch ein bisschen auf dem, wenn der Panzer die jetzt nicht verlässt, sondern irgendwie folgt. Vielleicht siehst du ja, wo der, was der Panzer gerade macht. Bewegt er sich? Ich schwing mal rüber auf den Panzer. Nein, der Panzer bleibt in der gleichen Position und sichert in die gleiche Richtung. Gut, okay, dann lassen wir mal die dritte Jägerkomp jetzt kameratechnisch fahren. Auf den Kalinator und wer ist dann auch? Ich glaube, Stormy sind in der Nähe. Wir gehen mal gucken. Wenn die jetzt nach links gucken. Oh, Schweizer kommt auch von der anderen Seite. Der Befu. Ja. Ich gucke mal. Sonst sehe ich gerade keinen. Ich sehe nur Kali da unten. Aber die sind. Ja, doch. Der Schütze hat sie. Der Schütze hat sie aber gesehen, immerhin. Okay. Der Schütze hat sie gesehen. Gute Aufklärung auf jeden Fall. Gut, wir gehen mal wieder zurück. Wo waren wir denn sonst noch? Da unten, die Führung. Erstmal mit Gigaplex im Helikopter, anscheinend an der Tankstelle. Die werden sich an der Tankstelle vielleicht auftanken oder es geht vielleicht nicht und deshalb werden sie wieder dort gehen. Obwohl die sich jetzt vielleicht einfach ihren LKW holen und das dann auftanken. So, und dann gehen wir dahin, wo wir vorher waren. Ja? An dieser Stelle mal schöne Grüße auch an Sid. Der schrieb gerade bei Twitch, dass man mich gar nicht verstanden hat, weil die Autos so laut waren. Hast du ein bisschen runtergedreht? Warte, ich kann das machen. Das ist eine gute Idee. Ich werde mal die Audios bei mir, meine Effekte runterdrehen. Ich hab die für TVT mal so hoch, dass man jede Tür quietschen hört. Du spielst aber kein TVT mit, du bist nur dabei. Heute bin ich nur dabei, aber im King of the Hill spiele ich sogar selber mit. Genau. So, hier der Interessante, und zwar von der NATO-Taskforce, der TOW haben wir, der jetzt natürlich auf die Jagd geht. Henry Bruckmann ist auf jeden Fall damit dran. Und wen haben wir denn da noch? Das ist der Fahrer anscheinend. Der Fahrer kann ich jetzt natürlich wieder mal nicht sehen. Ah ne, da haben wir andere Fahrer. Ich springe hier mal ein bisschen hin und her. Da haben wir Munition. Ach ja, wie schön wäre eine Kameramod. Hier, Snatch. Chief. Ja? Chief und Stormy sind, warte mal, ich guck mal gerade in Stavros, nicht weit entfernt von den Jungs von Gruppe W, von Floyd und Co. Okay, was jetzt aber interessant ist, ich bin gerade auf dem TOW, der fährt jetzt, wenn er noch ein paar Meter hochfährt und nach links guckt, hat er die Chance, den Panzer zu sehen. Und zwar genau jetzt. Wer ist auf dem TOW? Auf dem TOW ist der Henry Bruckmann. Und wen hatte ich da gerade? Ich hatte gerade noch jemanden, den Snatch, glaube ich. Das, ja. Oh, ich guck gerade. Er muss jetzt nur noch nach links gucken und dann sieht er den Panzer. Ich hab den mal für euch markiert. Das dort hinten ist der Panzer mit Pio, Reimchen und Tank an Bord. Ja. Wenn die jetzt. Die müssen nur nach links gucken und den Panzer sehen, dann haben sie die Chance. Aber genauso, ich springe jetzt mal zu dem Panzer.
Der Panzer hat nämlich auch genauso die Chance, jetzt die Jungs zu sehen. Aber er zielt nach rechts. Das heißt, die gucken beide rechts aneinander vorbei. Genau, da drüben sind sie. Also, wir sind gespannt. Das wäre jetzt ein glattes Duell zwischen den beiden aktuell die Kontrahenten von den großen Sachen. Ja? Also den Panzer rauszunehmen, ist super wichtig jetzt für die. Besonders, weil der Panzer schon die ersten Shots und Punishments wirklich früh im Spiel gemacht hat. Ja? Guckt er jetzt drauf? Ich bin beim Panzer. Der Panzer guckt auf jeden Fall nach links. Der schaut nicht. Aber du kannst ja immer mal in die View von den Leuten direkt reingehen. Und wer ist im Tank? Panzer. Ja, Pio, Reimchen so. Und Pio ist der Kommandant, Reimchen der Schütze und Tank der Fahrer. Ich springe gleich mal wieder zurück zu den anderen Jungs mit dem TOW und die gucken einfach noch durch die Gegend. Noch haben sich gegenseitig nicht gespottet. Man weiß natürlich nicht, inwiefern auch die Leute ihre Sichtweite hochgestellt haben. Ne? Also ein Maximum von 8000 ist hier erlaubt. Also wirklich dicke. So, und wir müssen unten links gucken. Ich sehe mich gerade, die Truppe von Gruppe W, um John zum Beispiel, wer ist da noch dran? John of Gaunt, Pierre, Floyd, Charlie, Nielsen, wen haben wir noch? Conny, Pyro, Alfred, Wetzer und Mirko gehen dort im Süden bei Stavros vor und da glaube ich das, was du vorhin gesagt hast, mit Chief und Stormy. Ja, ja, die sehen es aber nicht, weil die hinterm Hügel sind, das heißt, das werden die gar nicht mitbekommen, dass die jetzt auf dem Vormarsch sind. Das werden sind. Die gar nicht sehen. Wir zeigen das mal. Ihr könnt das jetzt hier gut sehen. Ja, also wir haben hier links oben seht ihr ja die Gruppe W und hier unten der Posten Storm and Chief. Vielleicht sind das aber auch nur ein Posten für den Rückzug. Auch eine Idee. Ja, dass die dort irgendwie was vorscouten und schauen, ob alles gut ist. Oder sie waren zu spät und die anderen einfach zu schnell. Ja, auch eine Möglichkeit. So, wir gucken mal nochmal auf der Übersichtskarte, wo denn noch ein blauer ist. Also die Gruppe W-Truppe ist am tiefsten und nächsten gerade dran, aber auch die Jungs, die oben, die von der dritten Jäger kommt, die ja doch sehr stark rausgekommen ist, ja, ist jetzt auch nah dran. Aber ich glaube, die wurden aufgeklärt, oder? Ich sehe bei mir einen blauen Marker. Ich würde behaupten, die sind aufgeklärt worden. Und der Panzer verschiebt. Ich sehe, der Panzer verschiebt. Wir springen die direkt mal zu ihm hin. Der versucht sich jetzt... der Panzer agiert sehr stark, weil er was ausnutzt, und zwar die Reichweite. Die hat er nämlich. Oh, der macht richtig Hackengas. Ja. Der geht erstmal weg und der wird sich jetzt auf den nächsten Hügel. Der wird auf dem 7-8er hochfahren und dort alles weiter scannen. Schätze ich mal. Oder zumindest dahinter. Verstecken, ich weiß nicht, haben die eine Rakete abgekommen oder wurden die mit einer Rakete beschossen? Nein, oder? Ich habe nichts mitbekommen. Ich auch nicht, man kriegt ja immer nicht alles mit, aber so wie es aussieht, also der TOW Humvee steht hier noch an der gleichen Stelle rum und ich denke, da ist nichts passiert. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiterschauen und zwar hat die Gruppe Weder und macht, das finde ich aktuell am spannendsten. Oder hast du noch was anderes gefunden, Fu? Nee, aktuell nicht, ist aber sehr spannend, was die Wähler da machen. Die haben zwar einen langen Fußmarsch vor sich, aber wenn sie aus dem Süden kommen und da durchschlüpfen können, durch Lacker durch, haben sie vielleicht eine gute Position. Da ist nur das Problem, dass sie ein BRDM haben, ne? Dazwischen mit Elbaste und Krux. Ja, aber auch die Gruppe W oder beziehungsweise Blue Force ist nicht schlecht ausgestattet mit der Panzerabwehr. Wir springen mal auf einen Panzerabwehrschützen hier. Da sehe ich nämlich eine starke Karl Gustav auf dem Rücken. Und auch die macht man, mit der macht man auch weite Schüsse, bis 600 Meter locker. Und ich sehe auch mit Peer einem leichten Antitank noch, der auch ein LAW noch bei hat. Also auch da kann man aus der Nähe BRDM locker knacken. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber wer ist denn da gerade unterwegs? Durch Lacker Fate. Warte, da ist doch Fate fährt, aber als einzelner Soldat in einem normalen UAZ durch die Gegend. Spotter? Wahrscheinlich ein Spotter oder einfach so ein, naja, ein Lockvogel, will ich nicht sagen. Der wird eine Patrouille fahren. Wir sehen bei Breaking Contact eine Patrouillenfahrt, würde ich gerade sagen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also eine Patrouille bei Breaking Contact habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Und was anderes, ich kann mir nicht vorstellen, was es sonst sein soll. Also die werden nicht Chief und Stormy abholen, oder? Ist dort das Fahrzeug? Ich fliege nochmal dahin. Ist das Fahrzeug hier etwa kaputt gegangen? Oh ja, das ist das Fahrzeug kaputt gegangen. Es fehlt ein Reifen bei dem Dischka-Fahrzeug. Deshalb haben die da doch abgesessen. Vielleicht wird der einfach nur einen Reifen bringen. Interessant, das habe ich gar nicht gesehen vorher.
Reifen bringen oder abholen. Ja, also eigentlich sollten sie den Reifen schon wechseln können. Oh, aber du siehst, wenn du jetzt mal in diesen Tower da guckst, was die Wähler da machen, ist schon richtig nice. Schön gesichert, alle drin. Ich springe mal direkt hoch. Also ich denke mal, da der Fate so lange am Fahrzeug steht, werden die dort einen Reifen rausnehmen und einen Reifenwechsel vornehmen. In der Zeit, ja, da ist der Reifen draußen. Das wird passieren und derzeit springe ich mal zu W. Und schau mal, also wie ihr seht im Hintergrund, die Basis mit dem Sender und Gruppe W, 1000 Kilometer vielleicht gerade mal, wie viel sind das? Ja, 1000 Meter, ein bisschen mehr, von den anderen entfernt, noch auch gut in Deckung, ja, also sie zeigen sich noch nichts, da hampelt noch keiner auf dem Turm rum, sehr diszipliniert, super Sache. Dritte Jäger in Atira. Dritte Jäger in Atira. Wir gehen mal hin. Die dritte Jäger. Ui, seht euch das an. Das nennt man taktisches Vorgehen. Sowas findet man im Milsim-Bereich natürlich in so einer hohen Sache richtig gut. Ja, also man hat hier im CQB sogar dauerhaft eine Rücksicherung, so wie es sein soll. Die gucken parallel schräg rüber hoch. Perfekt. Also Leute, also, richtig nice. Nice. Ich blende nochmal ein, was wir heute überhaupt spielen. Ja, mach das. Breaking Contact. Breaking Contact. Von der Gruppe Adler. Da würde ich sagen, nochmal vielen lieben Dank an die Adlers, dass wir das überhaupt spielen dürfen. Dass wir das hosten dürfen, genau. Und schön, dass ihr auch immer dabei seid. Also das freut uns. Naja, ist noch viel cooler. Mit so vielen Leuten. Was trinkst du eigentlich nebenbei? Gerade gar nichts. Also ich habe durch diese Hin- und Her-Organisation, durch die technische Probleme, wir nennen sie einfach Aber-Probleme, gar nichts mir vorbereitet so richtig. Ja, also die haben mir ein bisschen Zeit geraubt, muss ich ehrlich sagen. Ich trinke ein Bierchen. Prost auf von alle. Gönn dir. Ja, ich hätte auch gern Bier, aber irgendwie habe ich nichts, Corona-mäßig nichts eingekauft. Groß. Also nichts da. Milch. Kein Milch und Saft trinken. So, was haben wir? Puh. Ich hab was nachts so was zu erzählen für den Zeusi. Chris Snyder von der dritten würde gerne nachjoinen. Ja, bitte, immer rein. Also wenn er noch die Chance hat, immer rein. Das ist jetzt natürlich. Ist dann die Frage, wo wir den hinporten müssen. Aber das klären wir gleich. Er wird dich wahrscheinlich anbringen. Schon abspawnen. Okay, ich kümmere mich. Er hat mich gerade auch angeschrieben. Sehr schön. Chris Snyder. Jetzt müssen wir erstmal finden, den guten Chris Snyder. So, Leute, jetzt seht ihr mal noch ein bisschen Zeusarbeit hier. Muss sein. Die dritte Jäger zieht es hart durch. Auch an unübersichtlichen Stellen ist immer eine Rücksicherung. Schönes Ding auf jeden Fall. Leider ist nur nichts anderes in Atira. Aber Atira ist dafür sehr sicher. Sehr gut. Mal, wie sagt den guten Chris finden hier? Da ist er. Oh, fuck. Aber Reimelmann guckt mit dem Tank direkt drauf. Ich hab mir gefunden und der Chris Snyder kommt direkt zu den anderen. So, hier war nämlich noch kein, es ist hier noch keiner gestorben. Er ist im Jeep nachgekommen. Ich werde den jetzt mal genau zwischen den Porten. Hoffe. Chris mit K. Happen. So, er ist da, er durfte nochmal rein. Er war auf jeden Fall nicht tot vorher. Er ist jetzt erst nachgekommen, daher easy. Ist ja auch einfach ein bisschen Spaß haben mit allem Mann. Darum kann man sowas mal zwischendurch machen. Genau, richtig, so sieht's aus. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass jetzt er nicht der 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, sind genau 10 damit. Das passt schon. Gut, und jetzt gucken wir mal wieder overall das Spielgeschehen. Also wir haben die Gruppe W hier unten, die anscheinend schon gespottet wurde, sich aber auch jetzt wieder von dem Punkt da oben ein bisschen ausgewichen sind, nach Süden, 200 Meter, an den Fuß. So, und wir haben die guten Stormy und Chief, die anscheinend den Reifenwechsel vollzogen haben und jetzt wieder mit dem Dushka-Jeep unterwegs sind, sich da schön verstecken an einer Kirche. Wirklich nur 600 Meter weg von den Gruppe WLAN. Beide sehen sich nicht, hören sich jetzt vielleicht. So, dann gehen wir mal nach oben. Der Befu
Schweizer ist mit dem, aha, mit dem Kali und dem anderen Dishka Jeep unterwegs. Die haben wir gerade abgestellt und spotten Richtung, ungefähr Richtung, also auf jeden Fall Richtung Atira und haben vielleicht sogar auch schon die dritte Jägerkompanie dort aufgeklärt, die Richtung Fabrik geht. Wir wisst, weißt du, wie das für mich aussieht, dass die Richtung, dass sie den Panzer vernichten wollen? Ja, es könnte ein Panzervernichtungstrupp sein und jetzt kommt Miller von der Seite rein und wird wahrscheinlich Aufklärung betreiben mit seinem Heli. Wir gucken mal. Ja, nämlich, Miller, ja, Miller ist wieder da. Das heißt, Gigaplex und Miller haben sich den Tank-LKW geholt und haben den Helikopter wieder aufgetankt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ja, ich bin gespannt. Aufklärung ist immer gut. Und dann schauen wir doch mal von oben als Zeus, richtig? Nicht nur über die Karte. Hier haben wir die NTF. Die sind in der... Welche Stadt sind die? Die sind in Telos. Auch direkt Richtung Panzer gehend. Ich bin gespannt, was das dort noch ist. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier spammt schon wieder jemand. Ich glaube, aus Telos und Atira werden die Jungs aufeinander vorgehen. Die werden versuchen, den Panzer einzukreisen oder zu flankieren. Ich glaube auch. Ich glaube eher, dass die jetzt in dieser ersten Phase gar nicht vorhaben anzugreifen, sondern aufklären und rausnehmen. Ja, also... Ja, der Panzer verlegt schon ein Stückchen zurück hinter die Hügelkante. Mhm. Die werden wahrscheinlich den Heli über sich auch gemerkt haben. So, dann gucke ich mal bei Miller rein, was er jetzt gerade sieht. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Miller guckt nach links unten weg, das heißt, der hat rechts den Panzer noch gar nicht aufgeklärt. Ja, und guck doch mal bei Gigaplex, ist der da auch drin? Fuck, du hast recht, Gigaplex ist mit drin und klärt natürlich auf. Aber hat jetzt auch die Feinde gesichtet. Das heißt, die werden jetzt einmal direkt drauf zugehen. So, Giggles. Aufklären. So, der Giggles ist, glaube ich, auch respawned. Der ist wieder rein, den porte ich mal ganz schnell in die Basis. Der hat mich nicht angepinkt. Und da muss er sich ja dann jetzt selbst helfen. Oh, es sieht noch nicht so aus, als hätte Gigaplex die Jungs gefunden. Er ist noch am Suchen. Er ist noch in der Kamera am Suchen. Schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Ansonsten schalte ruhig mal auf dich, Fu. Und schau doch mal so ein bisschen, was du siehst aus den Sichten auch der Panzer oder der Leute. Das wäre sehr interessant. Gut, ich mache Audio ein bisschen runter und schalte jetzt mal um auf meine Sicht. Wir hören uns gleich wieder. Genau. So, schön verklickt. Ich gucke jetzt einfach mal, was unser Gigaplex hier macht. Er ist die ganze Zeit am Suchen. Aber etwas weiter hinter denen sind die Panzer. Die haben sich noch gar nicht aufgeklärt. Es sieht so aus, als wenn der Panzer noch nicht aufgeklärt worden ist. Der hat sich natürlich auch eingegraben. Und fährt Tank hin. Oh, ziehen schon auf den Heli. Ich glaube, Tank versucht gleich mit dem Panzer einen Heli auszuschalten. Das wäre natürlich sehr witzig. Das wäre irre witzig. Ich springe selbst mal dahin, um zu sehen. Aber du siehst das besser. Aber der Heli ist doch viel zu weit weg für den Helikopter, oder? Der Helikopter viel zu hoch für den Tank. Oh, und da haben wir es erreicht. Puh, der erste Funkspruch ist gemacht. Das heißt, jetzt geht es los. Also. Ja, komm, rennt schon runter. Wird schon abgebaut? Es wird... Oh, der Panzer schießt. Auf irgendwas schießt der Panzer. Geh doch mal in Reimchen rein, in die Sicht von Reimchen, in die Direktsicht. Ich glaube, da siehst du auf ihn nicht. Vielleicht ist das so gar nicht schlecht, wenn ich dir das ansage. Ich sehe es leider nicht. Ich sehe es leider nicht. Okay, schade, schade. Ja, manchmal ist die Ace-Dings auch nicht so die beste. Aber wo drauf schießt er denn? Ich würde sagen, auf die NATO Taskforce, um Odyssey... also Nea und Ratzix und so weiter, die anderen. Und Drake sehe ich auch gerade, Odyssey ist der Agro-Adler. Ich sehe gerade welche, ja, Ghost und Colin, Ghostrunner und Gefreiter Colin, Urban-Gefreiter Colin, so dafür, schießen schön auf die Delta-Jungs. Das müsste die dritte sein, ne? Oh, warte, ich guck mal rüber. Ja, dritte Jägerkompanie, das heißt, die sind aufgeklärt, schade. Also, kann man ja sagen, sehr gut, dass der Panzer einen Infanterietrupp bei hat, oder? Aber Colin schießt, glaube ich, nur in die Wand rein, gerade.
glaube, das ist egal. Ich glaube, das ist einfach nur, geht weg. Wir haben euch gesehen. Das ist ein Feuergefecht auf wie viel Meter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 vielleicht circa. Also das kann schon werden. Besonders, weil, naja, auf ein Gebäude und Fenster zu schießen ist so ein wirklich leichter, finde ich, als irgendwie in die Heide. Ja, ich fahre mal gerade rüber und ich schau mal, was denn bei der dritten gerade abgeht. Ich gebe mal Hackengas hier. Also die dritte kann ich dir auf jeden Fall vorneweg schon mal sagen. Du kannst es gleich mal zeigen. Die sind im Gebäude. Ja, ein Trupp ist im Haus, genau, richtig. Und die haben auch das Deckungsfeuer und die nehmen den Feuerkampf auf. Und die vorderen positionieren sich in dem anderen Haus jetzt. Das wäre jetzt mal wieder richtig geil zu sehen, wenn die jetzt die vorderen sich das Feuer übernehmen und die hinteren dann weiter vorrücken. Das wäre richtiges Unterdrückungsfeuer und vorrücken. Oh, und jetzt sind natürlich, ui, die sieben Mann, die Gruppe W sind, glaube ich, auch aufgeklärt mittlerweile. Die sind vorgerückt nach Lackereien. Und ja, ich bin gespannt. Chief und Stormy haben dort eine neue Position aufgenommen, aber sind immer noch gedeckt. Die verhalten sich wirklich nur als Aufklärer. Sehr gut. Ich schaue mal gerade in Lackereien. Ja, ein bisschen aufgesplittet. Oben drüber ist natürlich Miller wieder am Aufklären. Ja, fliegende Auge. Ja, die splitten sich jetzt. Ja. So wie es aussieht, teilt sich der Trupp jetzt auch ein bisschen auf. Stück für Stück. Vielleicht legen die jetzt hier einen Hinterhalt. Das könnte sein. Anlocken und dann... Ja, wobei, sie gehen natürlich ein bisschen weiter nach links weg. Die gehen nicht mehr aufs Objekte vor. Es könnte sein, dass sie wirklich flankieren oder irgendwas aufbauen wollen. Keine Ahnung. Ja. Wir werden es sehen. Ich springe mal wieder rüber zum Tank, glaube ich. Mach das. Da ist jetzt aktuell gerade nichts mehr. Colin Grossblender verlegen links. Wunderbar, also so wie es aussieht, das Funkauto ist schon zusammengefahren und zusammengepackt. Da stehen jetzt anscheinend die Gruppenführer langsam zusammen und planen. Viele Ferngläser sieht man hier noch, ne, weil es keine unmittelbare Gefahr, aber noch stehen die Leute. Also es ist, noch wird keine Anstalten gemacht, dass sie losgefahren wird. Andererseits hat Rot auch meiner Meinung nach noch die Überhand. Noch ja. Weil, obwohl der eine Trupp von Gruppe W zwar aufgeklärt, aber sehr gut in Position ist. So, der Tank mit Tank. Oh, der Tank wird, ja, jetzt wird auch der Tank, wurde auch der Panzer verlegt und nimmt die dritte Jägerkompanie, die vielleicht jetzt erst realisiert, dass das die ganze Zeit ein Panzer war. Wer weiß. AT bereit gemacht. Apex, ja, ich sehe, also ich bin hinter... Ui, und er wurde getroffen! Die AT wurde getroffen. Ah, shit. Shit, es war so gut gedacht und gut gemacht. Ja, das war es, aber der Panzer hatte gut und immer weiter rein. Der arme Apex. Also, jeder Trupp hat einen Medic bei. Der ist halt nicht verloren. Und selbst wenn, ist die AT auch nicht verloren. Ja, also ja. Wenn Julian sich jetzt noch ein bisschen da in Deckung hält. Ich glaube, also so viele einzelne Schüsse, wie der Apex immer wieder reinkriegt, sieht schwach für ihn aus. Ja, ja, wenn er jetzt nicht langsam... Mal down. Wie bitte? Der war eben schon mal down, darum könnte es ziemlich schwierig werden. Ah, okay. Ja gut, wir haben ja halt, man muss dazu sagen, Basic Settings, also wenn die einmal wieder zu sind, dann ist das schon okay. Ja. Aber jetzt so viel hintereinander, das kann schnell tödlich enden. Ah. Oh, er wurde auf jeden Fall gerade rausgezogen. Es wird weiter geraucht. Ich weiß nicht, die schießen immer gut mit MG. Ich glaube nämlich, die Panzer haben gar keine HE. Einfach aus Fairness für TVT. HE würde ja alles... Ehrlich, wäre auch halt echt übel, mit HE da drauf zu schießen. Genau. Da wären hier drei Schuss und dann wären alle weg. Dann wollen wir wieder auf deinen Stream. Gerne, du kannst gerne zu mir. Ich bin jetzt auch noch bei der dritten Jägerkompanie. Und schaue, was hier so geht. Ich schmeiß mal wieder zu dir rüber. Mach das und dann machen wir uns mal kurz einen kurzen Gesamtüberblick, weil der Panzer wird die jetzt weiter beschießen. Hier sieht man sehr schön raus, eine dicke Rauchwolke. Die Jungs werden rausgetragen, sehr schön. Die Jungs werden rausgetragen und wenn jetzt der Medic schnell arbeitet, dann kann er, der Apex, noch überleben. Ja, aber er muss jetzt auch direkt ranklotzen. Dann sollte es reichen. So, wir sind wieder auf deinem Stream. Wunderbar. Also hier nochmal ein letzter Überblick. Der gute Apex, gut getroffen, aber... ui, da wurde auf jeden Fall ihm schon mal die Panzerfaust vorsichtshalber abgenommen und der Schuss rausgelegt. Und da wird... Ich bleib gleich mal bei ihm drauf. Der Julian versucht nämlich jetzt den Schuss zu setzen, glaube ich.
mit der Kalgusta auf jeden Fall möglich. Der eigene Rauch zur Deckung blockiert den jetzt natürlich etwas, aber er versucht jetzt auch weiter rumzugehen, dass er gar nicht gesehen wird und den Schuss kriegen kann. Ja, das wäre ein Schuss von über. Wie viel? Lass uns rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 Meter circa bergauf. 700 Meter bergauf. Das kann man machen. Auf die Front. Wenn du Pech hast, ist er weg. Ja, wenn du Pech hast, ist er weg. Wenn er gut trifft, zumindest das Geschütz, was auch schon mal sehr stark ist. Ja, weil was will man mit einem Panzer ohne Geschütz? Gut, man könnte Leute überfahren, aber ich finde das sogar legitim. Vielleicht haben wir noch eine zweite RP. Genau, richtig. Aber auf jeden Fall würde man ihm hart unbrauchbar machen. So, und jetzt kommt's. Von da aus sieht er noch nicht. Das heißt, er kann sogar noch rangehen. Er kann durch diesen kleinen Hügel vor ihm noch rangehen. Ich weiß nicht, ob er das alleine macht. Er weicht aus. Ja. Panzerfaust weg. Er weicht nochmal aus. Wir werden jetzt nochmal hoch zu dem Panzer springen. Oben beim Panzer ist noch die KV-13-Brigade. Ghost Runner, Colin, Jojo, AJ und Boyle. Der Panzer hier gut am Wirken. Ein Trupp von Gruppe W ist schon am nördlichen Ende von Lacker gleich angekommen. Wunderbar, ich springe mal direkt dorthin. So. Die schlängeln sich da heimlich durch. Die schlängeln sich hier heimlich durch. Kommen aber gleich in ein Gebiet, ja, genau, wo sie gesehen werden könnten. Und der andere Trupp geht wieder zurück und holt das Fahrzeug, so wie es aussieht. Und Chief und Stormy stehen noch in der Mitte. Du kannst aber gucken, Chief und Stormy, die Kundschaften, ist das korrekt? Die gehen hoch. Ja, Chief und Stormy gehen hoch zu dem Outpost. Okay. Ich denke mal, da werden die kurz aufklären wollen. Und dann werden sie von Süden im Rücken natürlich wahrscheinlich aufklären. Ich denke auch. Und jetzt gucken wir doch mal, was Red 4 macht. Weil Red 4 bewegt sich nämlich massiv. Wir haben jetzt Grupps Eisenschwein, Elbasto, wahrscheinlich die Gruppe um Eisenschwein im BRDM. Dann haben wir ein paar einzelne Aufklärer mit Kyle Baker, die werden wohl da halbwegs dazugehören. So, hier haben wir noch Haubis-Truppe und hier haben wir Onyx, Menom Erik, G. Wagner und Maurice, auch alle infanteristisch und dort hinten noch Jesus zu sitzen. Die werden jetzt unten diese Fabrik im Vorfeld alle einnehmen und dort wahrscheinlich sich zum Aufsitzen bereit machen. Ich fliege mal hoch, ein bisschen zügiger. Und guck mal hier, also hier steht noch alles, eine wenigere Verteidigung auf jeden Fall oben noch. Ja, die dritte Jäger ist auf dem Gebäude hochgeklettert, wurde dabei aufgeklärt, wird natürlich jetzt unter Beschuss genommen. Der Panzer verliert jetzt und ist jetzt auf einer Flanke eines Hügels, das heißt, sie sind gut zu sehen. Gut, dann geh ich mal, ich spring mal schneller zur dritten Jäger, weil bei den... Sehr spannend. Ja, hier, ui, sind bei dem Gebäude und jetzt kommt der Panzerfaustschuss oder nicht? Ne, die gucken noch in die falsche Richtung. Der Panzer ist weiter links, Julian. Der Panzer ist etwas weiter links. Wer hat denn? Julian hat die Panzerfaust noch, aber er ist... Sie machen generell verrückte Armer-Sachen dort auf diesem Dach. Ja, kann man nicht anders sagen. Und der Dunkel wurde auf jeden Fall getroffen. Da oben wird von Majosch gemacht. Und wer ist denn der Apex? Okay, er lebt noch, aber er muss mitgetragen werden. Die gehen wieder runter. Die gehen wieder runter. Julian geht wieder runter. Er wird jetzt nochmal den Schuss von links wahrscheinlich versuchen. Er hätte auch links von... Er muss nur ein Stück den Berg hochgehen, ne? Dann hat er sogar wahrscheinlich bessere... Weil er 100 Meter näher nochmal dran ist. Die bessere Sicht. Ja, aber Tank sitzt immer auf dem Präsentierteller gerade. Ja, der Panzer sitzt dort perfekt für den Schützen. Der Schütze muss jetzt nur etwas weiter links den links hoch, den Berg hoch. Ich gehe mal ganz kurz in die Panzer. Der Panzer steht wie vorher. Auch gar keine etwas, nicht mal Halbdeckung. Und von Weitem sieht man dort den Schützen. Ich habe ihn mal blau gemacht. Also die Kette ist geschützt, der Rest nicht. So, und Julian bricht doch wieder ab. Ich bin gespannt, was sie noch machen. Ja. Ui, Dunkel ist wieder aufgewacht. Sie haben Dunkel auf jeden Fall wieder hochbekommen. Nice. Und der Apex, wo ist der Apex? Ist er jetzt doch verstorben oder ist er wieder wach? Ich sehe ihn leider nicht. Der Apex wird ja getragen. Siehst du den Apex noch? Na warte, ich guck mal in der Liste einfach. Ja, guck du mal in deiner, die ist ein bisschen übersichtlicher. Apex ist noch da. Aber hat er so ein schönes Kreuzchen davor, dann ist er ohnmächtig, nicht? Nee, der wird behandelt. Der liegt im Gebäude. Aber die haben rübergebracht. Alles klar, verstehe. Und? Die haben dann nach... Jetzt ist dunkel wieder wach, ist der nächste oben auf dem Dach getroffen worden. Leute, ihr habt nicht die haben nicht unlimited Medic-Material, die sollten jetzt aufpassen mit Verwundungen. Der Gandhi ist wieder da. Okay, hat er Glück gehabt.
Weißt du, wo ich eigentlich drauf warte? Auf was? Auf eine Explosion. Ich eigentlich auch. Und ich warte eigentlich darauf auch, dass sie losfahren. Ja. Ui, der Julian ist ganz mutig gewesen mit dem Fernglas. Der sucht den Panzer. Der sieht nicht ganz den Panzer. Fuck, die wissen also gar nicht, wo der Panzer anscheinend ist. Anscheinend. Also das sieht so aus, dass... Ich gehe von aus, dass der Apex das weiß, aber der ist down. Und jetzt sucht der Julian, muss neu suchen, weil der war kein Panzer. Ui, es knallt. Wir gehen wohin, wo es knallt? Gruppe W ist im Feuerkampf mit dem BADM. Gut, wir springen mal schnell dorthin. Haltet euer Popcorn fest und werdet nicht ohnmächtig. Trinkt noch ein Schlückchen Bier. Genau, also Feuerkampf. Charlie, Pierre, Nielsen, Floyd. Wen haben wir noch? Pyro, Conny und Alfred. Alle im Feuergefecht mit den anderen. TTT rückt auf der linken Seite vor und rechts. John liegt schon am Boden. Keiner kümmert sich um. Oh. Sieht keiner. Fuck, keiner mitgekriegt. Oder da gelassen. Oh, die kriegen von Wetzer und Mirko kriegen natürlich von der anderen Seite auch noch rein. Das PKP-Buddy-Team kriegt da eine schöne Flanke auf die Stellung noch. Oh, vielleicht von hinten auch Chief. Nein, die sind noch nicht am Schießen. Aber wir. Nee, die. Von links. Ah, da Speuzi und. Wer ist denn da? Speuzi und. Ich kann es nicht sehen. Speuzi und Avalon mit einem Fahrzeug. Oder? Ja, die sind jetzt schön. Nee, kein Fahrzeug, aber gut. Ich springe jetzt wieder da zurück und mal hinter. PKP. Eine PKP haben. Leute, guckt euch das an. Hier hat sich Gruppe W etwas zu weit in die Spitze gewagt, ohne Verteidigung. Das könnte eng werden. Also ich sehe auch oben Bewegung bei Chief und Stormy. Ich weiß nicht, ob der vielleicht das Fahrzeug hochholt, um die jetzt von hinten zu beschießen. Dann wären sie wirklich in einer, nicht nur Zange, ja, sondern in einem Kreis. Also eingekreist, eingekesselt. Schau mal rüber zum PKP-Buddy-Team. Macht das? Aber die haben sich gut positioniert, mit Hardcover verlegen jetzt ein Stück. Ja, auf jeden Fall das Haus, Haubi ist jetzt hier, ich geh mal ins Haus. Haubi ist mit seinem Trupp ins Haus gegangen, ja, mit Dexter. Und die übernehmen die schön Feuer. Da wird Rauch geschossen. Und jetzt Gegner mal zur Gruppe W, hinter Gruppe W. Die sind in der Verteidigung. Die halten natürlich damit auch, was man sagen muss, blau auf, ne? Ui, mit Rauch, mit rotem Rauch markiert, dass alle nochmal genau wissen, wo es jetzt ist. Ja, sehr gut, sehr stark. Und lebt der John wieder? Oder ist der... Keine Ahnung. Ja, John ist wieder wach. Er ist wieder aufgewacht. Mensch. Glücklicherweise ist er anscheinend wieder aufgewacht. Oder ihm wurde geholfen. Kurze Info für dich, der Tank ist aus, er läuft nicht und sitzt in der gleichen Position. Die dritten Jäger sind da irgendwie festgepinnt. Okay. Guck mal, ob sich da was verändert hat. Ansonsten bleibe ich erstmal auf dem Feuergefecht hier, weil es sieht sehr gut aus. Es kommt mich sogar von oben, von ganz oben, vom Berg Feuer runter. Apex ist wieder da. Also, oh, sie haben Apex hochgekriegt, sehr gut. Das zeigt mir, dass das Medic doch gut eingestellt ist, glaube ich. Das gefällt mir. Wow! Was sagen wir dazu? Wow. Also abwarten. Man will ja auch mal ein paar Tote durch solche Fechte, muss man auch sagen, ne? Aber wir schauen mal. Oh, Rauch geworfen. Wir haben übrigens auch einen Toten, gab es schon übrigens, ne? Also. Wen der, denn? Einer von NTF, und zwar der Ernst Wilhelm Dieter. Der ist schon, musste schon von uns gehen. So, jetzt gucken wir mal durch. Der Donkel und der Henrik, die sitzen hier ganz alleine auf weiter Flur. An der Seite, an der Flanke. Gruppe W raucht sich Gruppe ein. Gruppe W ist jetzt von vier Seiten. Von vier Seiten sind sie eingekreist. Sie haben hinter sich Stormy und Co. Oh. Sie weichen jetzt aus. Auf der rechten Flanke. Sie weichen aus. Ja. Keine Chance. Also, wenn die hätten vorher schon gewusst, was war super, aber hätten die gewusst, dass die Roten sich genau in dem Moment natürlich auch in die Richtung positionieren von alleine, ja. Das war natürlich dann ärgerlich für die. Es wird überall aber auch geraucht, auch an den Seiten. Ja, also da ist der Mirko rannte gerade rüber, um da nochmal Rauch zu schmeißen. Obwohl sie Speuzi, das wissen sie natürlich, jetzt schon wieder am Ausweichen neu positionieren sind. Ich bin gespannt. Chief und Stormy. Ich spring mal kurz dorthin. Der Chief ist auf jeden Fall im Tower und beobachtet. Ich glaube, der beobachtet und wird jetzt gleich durchgeben, dass die, wo die sind und was die auch machen. Ne? Also, weil ich glaube, dort wurde ein Fahrzeug geholt. Ich spring mal schneller nach vorne, halte die Hüte fest. Genau, hier ist nämlich das Fahrzeug der Gruppe W.
Da werden die jetzt hingehen und ausweichen wollen. Das könnte genutzt werden. Ich bin gespannt. Also ich bin der Meinung, dass langsam Rot vor sich mal bewegen sollte mit dem Fahrzeug. Mein Mikro sollte lauter, sagte Schubi gerade. Dann mach das doch ein bisschen im Stream einfach. Ich versuch's mal, Sekunde. Oh, es geht ja so schwierig, weil es über alles über dich läuft. Ah, verstehe. Ich kann dich leider nicht lauter machen, sonst fliegen mir die Ohren raus. Ich habe jetzt ein bisschen aufgedreht. Oh ja, das reicht. Ja, das höre ich. Passt, ich mache mich ein bisschen leiser. Ein bisschen das passt schon. Mach einfach meine Kopfhörer leiser. Ja, Schubi, danke für den Hinweis an dieser Stelle. Schön, dass ihr noch da seid. Wir haben schöne, viele Zuschauer. Genau. Das werdet ihr natürlich erst in 15 Minuten hören. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Genau. Ja, Stream Delay, 15 Minuten. Wir haben noch nicht so viele Memes reingemacht. Also wir müssen noch ein bisschen was tun, glaube ich, hier. Dein Lieblingsmeme habe ich noch nicht gemacht. Ich mach's gleich einfach rein, oder? Das geht immer. Nein. Also das Ausweichen von Gruppe W sieht ungefähr so aus. Dieses Meme ist einfach das Beste. Ich liebe es. Gruppe W kommt jetzt auf jeden Fall im Fahrzeug an. Und kommen alle weg. Ich glaube schon. Also, wie gesagt, Rot ist gerade in einer super Position, muss man ehrlich dazu sagen. Die sollten das ausnutzen und sich bewegen mit dem Fahrzeug. Ne? Stormy versteckt seinen PKP-Jeep. Oder was er drauf hat, Dischka? Ja, ich gucke hier gerade mal, was Kali und Befu macht. Und die sind mich jetzt langsam mitten zwischen den Blauen. Für die wird es nämlich jetzt richtig eng. Ich weiß gar nicht, ob die Beschuss reinkriegen. Mich interessiert mal... Oh ja, die schießt. Tank eigentlich? Kali schießt auf die NATO-Taskforce in die Richtung. Richtung unten. Und die werden wiederum beschossen von, weiß ich nicht. Beschießen die sich alle gegenseitig? Also die sind sehr aufgespattet, weil die sehr interessant wird, muss ich ehrlich sagen. Ja, also du hast hier so eine wirkliche blaue Front, die, und da ist übrigens sehr viel Aufklärung und Markierung auf den Karten von den Blauen. Ja. Und ja. Ja, ich sehe hier Strohmann und Befu. Befu. Genau, wir gehen jetzt nochmal zurück. Also Chief ist oben im Tower. Ich denke mal, er wird melden, dass die jetzt aufgesessen haben. Stormy sitzt in dem PKP-Fahrzeug und wartet, ob die rechts oder links, also rechts hat er die volle Straße im Blick. Wenn sie rechts rausfahren, also Richtung Osten. Und es nähern sich Infanteristen. Ja, also die Infanteristen, obwohl Haubi, nee, sitzt noch in seinem Haus, aber man sieht rechts Henrik und Donkel, aber sind nur zu zweit, aber die nähern sich an. Zwei Mann können überraschend im TVT einfach alles ausmachen. Und hier sieht man Vorrücken. Ja. Wagner, Menom, Erik, Onyx und Maurice rücken weiter vor. Die nehmen jetzt Lacker ein. Ja, die gehen jetzt auf Lacker vor und wollen diese Infanterie ausschalten und vernichten. Gruppe W ist, und die haben, sind nicht, die graben sich jetzt ein. Gruppe W gräbt sich jetzt ein anscheinend in der Stadt. Auch das, also Gruppe W zieht jetzt da auch Zeit raus, ne? Also an, weiß nicht, ob man sich darauf so, weil in der Zeit können alle anderen nachrücken vom Blau, ne? Ja, die sind ein bisschen alleingelassen, finde ich, wenn du dir auf der Karte mal anguckst, du hast... Gruppe W meinst du? Ja, die sind, ja, bis auf den Westen eigentlich, also die sind bis auf den Westen sind die zu. Ja, auf jeden Fall NATO Taskforce sammelt sich wohl sehr stark und gehen Richtung, also Schweizer, Befu und Kali sind sehr in Bedrängnis. Wenn die nicht einfach mal so einen TVT-Move machen und raus, können die nämlich, kriegen die jetzt ein Problem, weil die NATO Taskforce um Ratzix, Scout, Black Wolf und Sonea gehen jetzt zu viert auf die vor. Oh, scheiße. Und dahinter haben sie noch Unterstützung von den Gruppe Adler-Leuten. Aus, ja, weiß nicht, aus Osten ist die andere NTF. Also Befu und so weiter, die sind jetzt hart abgehängt. Und auch der Panzer oben mit dem restlichen KV-13-Trupp ist jetzt mittlerweile eingekreist. Ja, also das ist jetzt so, dass sie sich beeilen müssten, das zu machen. Ich springe nochmal zu W schnell. Ja, Schweizer und Kali haben ein defektes Fahrzeug, das müssten sie aufgeben. Oh, das ist schade, dann kommen sie dann schwierig raus.
Also Gruppe W ist jetzt noch, da ist noch ein bisschen Luft. Ich springe jetzt mal zu Kali und Befu und wir gucken mal da. Die werden auf jeden Fall von Weitem. Die Tracer fliegen hier durch die Heide. Und da rechts kommen die Jungs, nähern sich immer mehr. Das Fahrzeug ist auf jeden Fall Schrott. Hat. Ja, da hast du recht. Ja, oh, das geht auch gleich hoch. Es qualmt schon. Meinst du? Also, ja, oh, Schweizer ist getroffen und down. Befu ist down. Kali ist. Ist Kali da? Oh, nicht, dass er. Oder. Nicht gerade da, nicht da ist. Der ist AFK. Das kann, der hat einfach keinen Bock mehr, glaube ich. Meinst du? Nee, doch, da ist er. Und jetzt hat er Befu. Der hat vielleicht einfach nur, wer weiß, wo er durchgeguckt hat, durch welche Lücke dort. Er versucht jetzt Befu hochzuholen, anscheinend. Aber in der Zeit nähern sich natürlich die vier. Von der NTF. Scheiße. Und von der anderen Seite super Unterdrückungsfeuer durch die NTF. Ja, also das ist eine richtig schöne breite Zangenbewegung. Ja, also NTF unterdrückt und die vier von der anderen Seite. Da muss gute Kommunikation da sein, muss ich sagen. Definitiv. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Guck doch mal, was unser Panzer und die Jäger machen. Nicht, dass wir dort was verpassen. Ich springe mal gerade rüber. Der Panzer sitzt auf dem Hügel und macht nicht wirklich viel. Gut. Die haben sich ein bisschen weiter verlagert Richtung Osten. Die könnten jetzt eigentlich ein bisschen vorfahren und Kali und Befu helfen, aber ich weiß nicht. Sieht nicht gut aus für die Jungs, leider. Also wenn er Befu jetzt noch hochkriegt, dann würde er passen. Aber alleine... Ja, dann müssten sie aber ratzfatz weg. Ja, ja, ja. Aber ich springe jetzt mal zu den vier Desperados hier. Die kriegen jetzt immer noch ein paar andere Namen. Vier von der Tankstelle. Und sie gehen weiter vor. Sie halten sich zwar ein bisschen zu links, aber hey. Oh. Ja. Was hast du gesehen, Puh? Stormy und Co. schießen jetzt auf Gruppe W. Okay, ich gehe mal dorthin. Ich bin mal jetzt bei Stormy und die anderen laufen noch. Und da kommt die Dischka auch, ne? Die Dischka drückt auch durch. Da ist auch in die Gebäudewand einfach nichts. Und hier wird auch, wie man sieht, Stormy ganz disziplinierte Einzelschüsse mit der Dischka. Ja, also auch ein einzelner Schuss von der Dischka ist halt für einen Mutterblock genauso ungesund wie für einen Kopf hinter einer Wand. Und der Mirko wird hier gerade beschossen. Der späht jetzt langsam vor. Aber es sind, also der John war vorhin ein bisschen down, aber ich würde sagen, ja, der läuft auf jeden Fall. Es sind alle anscheinend kerngesund. Also, ich muss sagen, die TTT musste jetzt langsam was machen. Ist der Wagen immer noch da oben? Ja. Und warum erstellt sich meine Stimme so? Ich muss mal wieder ein Bier trinken. Das ist natürlich ein bisschen hart, wenn die da oben jetzt einfach noch sind und nichts tun. Ja, ist auch. Die Sache ist, das hätte schon zur Hälfte gewonnen sein können jetzt. Ja, die Hessen müssten eigentlich nur abhauen. Aber der Heli oben, der ist natürlich schön am Aufklären. Der ist immer bekannt, wo die sind. Gut, das ist klar. Das kann man nicht. Die werden immer aufgeklärt sein. Und spätestens, wenn sie funken, sind sie aufgeklärt. Ja, das ist gar keine Frage. Aber die sind jetzt einfach in einer guten Position, indem sie keinen Feind außer die paar Wähler dort haben und ja auch sonst nichts aufgeklärt. Zur Not, man könnte durchaus so einfach nach Nordosten, nach Nordwesten abhauen. Ja, auch möglich. Einfach rein in die Berge. Weil da von da kam nicht ein Feindkontakt. Ich glaube, die Wähler haben das schon richtig gemacht. Die haben schön den Feind gebunden, lassen ihn jetzt schön auf sich zukommen und nehmen so den Druck raus. Klar, oder dann muss der Feind aber auch zukommen und das macht die TTT gerade nicht. Ja, also die müssen angreifen jetzt, zumindest. Die können ja angreifen, aber die, also die können ja warten. Die müssen aber mit der Infanterie dann zumindest was vernichten. Ne? So, ich gehe jetzt nochmal zurück zu Kali hoch. Wir schauen mal. Der Befu ist leider immer noch ohnmächtig. Oh, und der Kali ist auch ohnmächtig. Anscheinend hat das Unterdrückungsfeuer bei beiden gewirkt. Ja, guck mal. Und Sonea und Co. sind natürlich jetzt auch auf dem Weg dahin. Die sprinten jetzt vor. Genau. Schöne Formation von oben. Die vier Consoleros sind am Start. Links. Wir gucken mal. Ja, sieht sehr gut aus. Die Leute. Sieht sehr gut aus. Schöne Schützenkette jetzt mittlerweile. Mhm. Waffe hoch. Sehr koordiniert. Ja, sehr wunderbar. Gut. Und Unterdrückungsfeuer hat auch aufgehört. Jetzt hoffen wir mal natürlich, dass die Kommunikation weiter so gut geht und jetzt nicht Blue and Blue passiert. Glaube ich nicht, dass da Blue and Blue passiert. Die sind, also was, so wie es aussieht, sind die sehr gut eingespielt. Die haben sich auch vorbereitet, vermute ich mal. Ich denke auch. Oh, guck doch mal, was der Panzer macht und wo der Panzer hinguckt.
Es könnte sein, dass der Panzer natürlich genau in die Richtung guckt. Nee. Der verlegt gerade. Ich glaube, der ist direkt Richtung Ost. Ja. Ich sehe den gerade im Hintergrund. Nämlich, die Jungs gehen jetzt da gerade hoch. Oh, jetzt kommt er. Ja. Und sie sind beide noch ohnmächtig, ja. Ja, das war's dann für die Jungs. Ja. Schön umschlossen. Gut, wenn sie jetzt clever sind, hauen die Jungs denen noch ein paar Kugeln rein. Sonst kann hier alles passieren. Ich weiß nicht, ob die das machen. Ja, okay. Ist TVT. Immer recht. Ich glaube. Die lassen die jetzt ja, einfach rausbluten. Sag mal, wie viele Spieler haben wir eigentlich auf dem Server, wurde ich gerade gefragt. Wir haben auf dem Server, es müssten jetzt um die, also auf jeden Fall über 80. Ich glaube, irgendwer hat getwittert von uns, die Anzahl von Leuten im Teamspeak. Das kann ich ja glatt mal gucken. Wir müssten jetzt 87 Leute auf dem Server haben. 80 plus, sagt er. Ja. Also 87 laut Teamspeak. Danke nochmal an dieser Stelle an Schmittler, der alle externen Community-Mitglieder unkenntlich gemacht hat, damit die Namen von denen nicht auftauchen. Warum auch immer. Man sieht es so oder so im Stream. Schmittler achtet den Datenschutz, der dort zwar nicht verletzt wird, aber egal. Ist vielleicht okay, möchte jemand okay. nicht genannt werden. Wobei. Und das, dafür stehen wir. So, die Jungs haben oben... Was wolltest du sagen? Haben die eigentlich die DSGVO-Verordnung, also diesen Wisch unterschrieben? Nee, nur die STVO. Alle, die mitspielen? Okay. Reicht ja, vollkommen. Können wir auch was mit an. Ich auch. So, auf jeden Fall, ich denke mal, Kali und Befu sind hier durch für heute. Die Jungs, wenn sie nicht noch... die werden jetzt langsam, aber sicher verbluten. Und da kommt Reacher und Oddi mit dem M113 anscheinend, oder? Ja, M113 und dem anderen... Fahrzeug, diesen Buggy. Mhm. Und ja, das wird es dann hier gewesen sein. Aber ich bin jetzt gespannt, der Panzer. Tank. Ja, der Panzer. Ja, der ich springe jetzt auch mal zu dem Panzer. Der verlegt. Und der Panzer ist mit hinten dran, die KV-13, Jungs, zu fünft in dem UAZ. Sieht aus wie eine Clowns-Party. Sehr geil, Jungs. Sehr klasse. und der Panzer vor den weg, immer schön mit Vollgas durch die Heide. Ne? Also sehr gut. Wenn die jetzt was aufspotten, da bin ich interessiert. Die fahren auf jeden Fall in sehr, sehr weiten Sicherheitsabstand. Lebt eigentlich der TOW? Haben wir noch. Die dritte Jägerkompanie ist auf jeden Fall immer noch gepinnt, aber mehr aus Unwissenheit, glaube ich. Der Panzer ist weg. Die haben mehr Deckung gesucht. Da muss jetzt auf beiden Seiten Koordination her. Erik und Wagner sind jetzt, glaube ich, gleich im TVT, CQB. Okay, ich, die gehen in die Stadt ich springe rein. Mal direkt schnell rüber. Und Auf dem Weg gucken wir hier vorne noch. Plauze und Nebrut haben die eine dieser Seite gesichert. Ui, der Funkwagen hat sich bewegt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das könntest du ja mal rausfinden. Aber ich gucke jetzt mal zu Erik und Wagner. Und vorne, die sind gehen jetzt in die Stadt auf jeden Fall rein. Chief und Stormy werden von hinten immer noch Stück für Stück unterdrücken, gehe ich von aus. Ui, da ist Wetzer mit der Panzerfaust. Mit der Panzerfaust in Richtung. Und da kommt der Schuss. Und ein Glück. Mann, haben die ein Glück. Die Panzerfaust trifft den Sandhügel. Da war die halbgedeckte Stellung richtig gut. Von den Jungs oben. Ja. Also der Stormy stand auch hinter einer kleinen Heskewall. Perfekt hingestellt. Und das hat den Schuss so schwierig gemacht, dass die Jungs Glück hatten. Da muss Wetzer nochmal ansetzen. Ja. Aber auch... Und auch der Schuss war. Unser Meme einspielen. Ja, endlich. Und. Endlich. Und. Aber auch der Wetzer war ein sehr knapper Schuss. Ein paar Meter höher und er wäre durchgegangen. Da hätte Stormy mit Pech. Ja, wahrscheinlich. Alt ausgesehen. So. Wer pinkt hier? Das war ein Fehlping, geht von aus, weil diese Jungs haben nichts. So. Mich interessiert jetzt nochmal richtig hart, was macht denn der Tank? Geh auf jeden Fall mal zum Tank gucken. Und haben wir denn unseren Funkwagen gefunden, Fu? Der Tank ist sehr, sehr weit im Frieden, sehe ich gerade. Und der Funkwagen ist wo? Wahrscheinlich gefahren von... Kali ist tot. Kali ist tot, ja, dann wird jetzt auch der Befu gleich verbluten wahrscheinlich. Ich denke mal, der Befu lebt gerade noch so, weil der Kali ihn gut versorgt hat. Aber ja, Jungs, ich glaube, das zweite Opfer... Auf der anderen Seite. Also wir haben jetzt auf jeder Seite ein Opfer. Wir zählen mal den armen Befu auch schon dazu.
Und ja, damit killmäßig die NTF, also die Blue Four, vorne. Auch wenn der Killcount noch niedrig ist. Plautzen Peter, TC Nebrod. Ich fahr hin. Unser Freund TC Nebrod ist mit dem Wagen irgendwo an der Seite geparkt. Er isst erstmal Pausenbrot. Ah, guck mal, Leute, hier gibt's ein kleines Päuschen, ja. Der Funkwagen macht ein kleines Päuschen mit den anderen Jungs. Und jetzt geht's aber weiter. Das Gute ist ja, wenn der Hummingbird sie nicht aufklärt, ist das ja eigentlich auch noch kein Problem. Aber jetzt kriegen sie ein Problem, weil jetzt die Blue Four sich gelöst haben. Das Aufhalten von Befu und Kali, wo alle drauf zu sind, hört jetzt auf und die Jungs preschen jetzt hoch Richtung Funkwagen. Richtung links. Ui, guck doch mal zum Helikopter, ob der jetzt den Funkwagen sieht. Weil der ist jetzt on the move. Ja. Erwischt. Erwischt, um Gottes Willen. Erwischt. Und Reacher ist knapp hinter denen. Und ich weiß, dass die aus diesem Wagen schießen können, aus diesem Buggy. Und der Funkwagen ist fast alleine unterwegs, mit nur ein paar Männern. Die ganze TTT ist unten im Süden und der Funkwagen fährt nach Norden. Und jetzt, alle drehen ab. Der NTF M113 nimmt sofort die Verfolgung auf. Und so wie es aussieht, die dritte Jägerkompanie im Marsch zu den Fahrzeugen unterwegs. Und die sind auch schon nördlich angesiedelt. Das, wenn der Funkwagen jetzt nicht links abdreht, dann könnte das böse enden. Und auch wenn da keine Unterstützung kommt. Der Panzer muss jetzt rollen. Und zwar in die Richtung des Funkwagens. Ui, der Funkwagen dreht auf jeden Fall nicht ab, sondern fährt weiter nach Norden. Jetzt ist die andere Frage, wo die hinwollen und ob der Panzer vielleicht das schon weiß und dort schon hinfährt. Ja, Gigaplatz ist mit seinem Heli sehr nah darüber. Also sie fliegen sehr tief, das heißt, die machen sich schon bemerkbar. Ja, also die theoretisch müssen jetzt würden wissen, die ja gar nicht auffallen. Die wissen aber auch, da ist nichts. Die können das machen, ne? Also guckt ihr den an. Immerhin, es ist ein Trupp auf jeden Fall mit bei. Ein LKW gefüllt mit. Du wirst lachen. Sieht aus, als wenn Miller landet. Ui. Nee, doch nicht, sorry. Wenn er jetzt dort landen würde, könnte das eng werden, weil unsere Jungs gerade auf dem Weg dort. Oh, er geht runter. Die steigen ab. Kriegen sie ihn? Der wird beschossen. Er kriegt Beschuss rein. Und er geht hinter dem Dings runter, oder? Ui, ärgerlich. Ich dreh durch. Ich auch. Lässt da Gigaplitz raus. Der hat eine AT auf dem Rücken wahrscheinlich. Oh, er ist gelandet. Er ist gelandet und nein, hat er nicht. Er hat nichts, keine AT bei, aber die werden dort spotten. Ui, und von hinten kommt der NTF-Scout. Oh nein, das könnte jetzt schon das Ende sein. Das könnte das Ende werden. Warum fährt der Funkwagen alleine? Ein grober Fehler, ganz ehrlich. Ja, muss ich auch sagen. Wenn die jetzt das nicht checken dort, Yoshi, Green, Giggles. Oh, Gigaplatz macht Unterdrückungsfeuer drauf. Oh, der hat UGLs. Es könnte sein, dass so, da unten kommen die Commander, Golani. Und der Panzer oben, warum fährt der Panzer nicht? Ich weiß es nicht. Da fehlt jetzt Kommunikation. Ich weiß nicht, wo die ist. Auf jeden Fall der NTF M113, ein Glück ist der nicht so schnell. Hat aber ein M113 drauf, das aber anscheinend nicht besetzt ist. Sind auf jeden Fall direkt hinter dem Funkwagen. Die Helipiloten unterdrücken noch schön. Ja, wir gucken mal auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Wir bleiben jetzt an dem Funkwagen dran, Leute. Ich versuche das weiterhin smooth zu machen. Es passiert halt überall auf der Karte weg. Die fahren auf jeden Fall weiter. Durch. Langsam ist, ob die sind wahrscheinlich gleich schnell. Also, das ist jetzt ein krasses Rennen. Ja, das ist ja schon, Schildkröte gegen Schildkröte. Keiner sonst weiter da. Alle abgesprengt. Aber guck dir das an. Da kommt die dritte Jägerkompanie. Da kommen zu Fuß noch Leute. Und Gigaplex und so weiter. Die unterdrücken jetzt natürlich die TTT-Jungs, die dort abgesessen sind. Die rauchen sich ein. Oder der Feind raucht die ein. Die sollten aussitzen und wegfahren. Und einfach folgen. Die sollten einfach folgen, wenn die wüssten, was da kommt. Die sollten sich verpissen. Ja. Ganz schnell. Ui, der Funkwagen hat Glück. Der M113 hat angehalten und die steigen aus. Jetzt ist die Chance für den Funkwagen, dass der einfach weiterfährt, weil ich sehe hier eine Markierung, die bei Galatti irgendwie endet. Ich weiß nicht.
Und jetzt kommt, Chief und Stormy haben unten sich in Bewegung gesetzt, Richtung Norden. Die Gruppe W ist jetzt natürlich noch ein bisschen verunsichert wahrscheinlich. Die sitzen noch in ihrem Dorf, in ihren Häusern. Währenddessen die TTT jetzt komplett zusammengezogen. Also ich springe jetzt mal von Punkt zu Punkt, Leute. Ja, dass ihr jetzt seht, hier Basto, den BRDM und den Jungs. Sonst ist hier keiner mehr. Alle abgezogen jetzt Richtung oben. Hier ist auch Haubi mit seinen Jungs. Mit dem LKW querfeld ein. Jetzt alle Hackengas. Das wird jetzt eine Wahnsinnsverfolgungsjagd. Und hier fahren auch die Führung mit ihrem UAZ durch die Heide. Wenn die wüssten, 300 Meter über dem Hügel sind die feindlichen Kräfte. Ich kann dir sagen, wo sie wahrscheinlich hinwollen. Auf diesen hohen Berg jetzt links von dem Fahrzeug. Vom Funkwagen. Ja, aber ich denke, dass es cleverer wäre, wenn sie die nächste rechts fahren und sich mit dem Panzer treffen. Ja, das wäre das Allerbeste, aber... Oh, der 113 fährt wieder? Fährt wieder, ich springe rauf, jo. Ich war auf der Übersichtskarte. M113 aufgesessen wieder und fährt. Dadurch hat jetzt natürlich der Funkwagen einen sehr, sehr guten Vorsprung gekriegt, weil hier, jetzt muss man natürlich sagen, die Jungs fahren ins Gebirge, da ist das durchs Gelände, fahren dann auch vorbei. Und wer dort jetzt den Vorsprung hat, ist schon mal gut dran. Wir gucken mal hier unten, die dritte Jägerkompanie setzt ab. Das gibt dem Funkwagen jetzt auch nochmal einen extra Vorsprung. Da haben TTT gerade ein bisschen Glück im Unglück, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht fährt jetzt TTT auch in den Hinterhalt. Also in den vielleicht gar nicht so gewollten Hinterhalt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Oh, Tank. Ja, ich weiß, aber Tank ist unterwegs mit dem Panzer. Tank ist die Jungs mit dem Panzer, Pio, Tank und Reimchen sind unterwegs. Und die Kommandanten sind weiter. Die sind auf jeden Fall rum um diese Todesfalle dort. Aber da kommt gleich Plauze. Plauze Peter mit dem LKW fährt jetzt voll auf die dritte Jägerkompanie zu. Das könnte jetzt richtig in die Hose gehen für die TTT. Die hören die und die Panzerfaust ist gesattelt. Oh nein, oh nein. Und Feuer. Das war's für eine ganze Gruppe der TTT. Ein paar sind noch rausgekommen, aber werden jetzt komplett in dem Feuer, in dem Prasselfeuer. Da ist das perfekte Meme. Puh. Perfekte Meme. Doppelmeme. Alles. Also, ist einfach draufgegangen. Ein paar konnten hinten runterspringen, aber Wahnsinns-Show. Ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass alle es... Alle Memes, hier kann man hier spammen, die wir haben. Ich glaube nicht mal, dass das geplant war von einem dritten Jäger, aber dadurch, dass die TTT da so spät gemoved hat, ist das halt einfach in den Nachteil gegangen, ja. Hier wird noch von Weitem der Hobby-LKW beschossen, sehr stark. Wenn die jetzt nicht schnell hinter Deckung kommen, dann könnte da auch noch für Tote sorgen. Fahrer macht's ganz gut. Ui, nee, jetzt fährt er natürlich wieder rein. Die haben gute Sicht. Gut, und wir springen jetzt mal weiter. Wir springen jetzt mal rüber. Der M113 fährt, der ist natürlich durch seine Kette geländegängig und der hat sich genau das gleiche gedacht wie du, Fu. Die wollen da hoch. Aber die wollen da nicht hoch. Ja. Nee, die wollen da und nicht das hoch. Das ist ihr Glück. Wollen da hoch. Richtig. Und damit gewinnen sie nochmal einen Vorsprung. Und Haubi kommt, glaube ich, auch weg und sieht sogar aus wie ohne Verluste. Die dritte Jäger ist damit jetzt, die haben einen sehr starken Schuss jetzt gemacht. Und das werden auch die Leute geplündert. Also ich gehe von aus, Feind hat jetzt Funk. Also ich hoffe, dass da auch Sache abgemacht wurden, um den Funkkanal zu wechseln. Ja, war aber sehr schön gemacht. Auf super, jeden Fall. Das war perfekt. Also besser ging's nicht für die Jungs, ja. Tut mir echt leid. Ja, tut mir jetzt echt leid für die TTT-Jungs, aber da dickes Lob an die Dritten. Ja, perfekt. Super gemacht, kann man nicht anders sagen. Da werden gleich, aber wie viel hatten wir denn hier? Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5. Fahrer noch 6 wahrscheinlich. Um die 6 Leute. Das war's. Und da wird jetzt nochmal auch dafür sicher gegangen, dass die nicht mehr aufstehen. Und dass die auch keiner mehr retten kann. Da ist schon der nächste tot. Ja, tut mir echt leid, das zu sehen. Aber wir gehen mal wieder zurück, glaube ich, Richtung Norden. Was macht der Funkwagen? So sieht's aus. Was macht der Funkwagen? Wir gehen auf dem Weg an dem M113 vorbei. Der hat mitgekriegt, dass sie nicht da hoch wollen. Brettert jetzt wie ein Verrückter durchs Gelände weiter. Haubi ist jetzt auch mit seinen Leuten aus der Gefahrenzone erstmal raus. Obwohl, wenn der M113 jetzt über den Berg kommt und ihn sieht. Oh, jetzt wird's gefährlich für Haubi nochmal. Ein paar Meter weiter, Haubi, und dann bist du safe. Ansonsten
Anscheinend ist der M113 aber auch nicht an der Kanone besetzt. Hat das Ding eine Kanone? Ja, ein M2. Und es ist nicht besetzt. Ja, es ist wirklich nicht besetzt. Und die Bretter ist natürlich hinterher und Golani und anscheinend Korben die Führung als zweites Fahrzeug. Und der Funkwagen jetzt natürlich weit vorne. Und Gefreiter Colin sind nah dran. Der Panzer nimmt die Straßen oben rum. Und weiter geht's. Wie lange haben wir denn überhaupt noch? Wie bitte? Wie lange haben wir denn noch zum Funken? Wir müssen noch eine halbe Stunde funken. Aber die Runde ist doch irgendwann zu Ende, oder? Die Runde ist zu Ende, wenn es zu Ende ist. Ah, das ist ja eine super Aussage. Ja. Also hier wurde sehr, sehr lange umsonst gewartet, leider. Also für uns, als auch selbst für die Taktik. Aber gut, so ist das. Also wenn der Kommandant sich das so aussucht, dann sucht er sich das so aus. Und hat ja auch einen Plan. Aber ganz ehrlich. Ja, aber wir haben ein paar schöne Szenen dabei rausgekriegt. Super Szenen. Wir haben ein schönes Manöver gesehen von W, die dann aus dem Süden hochgekommen sind. NTF, dritte Jäger, haben da einen super Job gemacht. Anscheinend lebt der Schatten noch. Der wurde anscheinend rausgeschleudert bei der Explosion aus dem LKW. Er liegt weiter vorne. Ich denke nicht, dass er wieder aufwacht. Und selbst wenn, wäre er alleine abgedroschen. Ansonsten, Jim, Otter, Mr. Green, Plauze, Giggles und Yoshi hat es schon erwischt. Schattenkanzler ringt um sein Leben, wird aber alleine auf weiter Flur wahrscheinlich verbluten. Und dann gucken wir mal, was sonst noch so ist. Also wir haben hier unten ja den Befu und den Kalli hat es natürlich auch als erstes erwischt mit und den Ernst Wilhelm. Ich glaube, der war das erste Opfer vom Panzer, gleich am Spiel, kurz nach dem Spielstart. Und hier sieht man, Schattenkanzler ist tot. Ist jetzt auch tot. Hier sieht man El Basto mit dem BRDM voll besetzt mit Leuten. Ganz in der Nähe von Mirkus Trupp, LKW. Also wenn die aufeinandertreffen, hat Mirko das Nachsehen. Ich bin gespannt, weil die kommen dann hinter denen. Das kann halt auch mal fies dann enden. Ja, die wollen auch auf die gleiche Straße. M113 oben im Norden trifft auf Tank. Ui, M113 trifft auf den Panzer. Jetzt genau, geradeaus. Um Gottes Willen. Geradeaus. Ja, ich bin voll drauf. Und sie haben, der Panzer hat ihn gesehen. Hat der Panzer ihn gesehen? Der Panzer sieht den M113 nicht. Jetzt hat er eingedreht. Oh. Er findet ihn nicht. Durch den Rauch und der ist so. Obwohl, der muss nur der braunen Rauchwolke folgen. Aber da malt der Stift. Das stimmt. Die haben richtig Glück, dass der Panzer nach rechts geguckt hat. Und auf einmal. Surprise, Motherfucker. Das war ein richtiger Surprise. Ui, da kommt gleich der Reacher noch hinterher. Aber anscheinend haben die gehört, dass dort ein Panzer auf die zukam. Und die werden jetzt nochmal Panzervernichtungsdruck machen. Mal gucken, wie der Panzer jetzt reagiert. Ob der einfach ausweicht und weiterfährt. Das wäre das Beste. Einfach ausweichen und in Stellung gehen. Jules hat die Karl Gustav schon draußen. Okay, ich gehe mal auf Jules direkt und nicht auf den Panzer. Jules hat die Panzerfaust schon draußen. Und ja, die müssen weiter, die sehen den noch nicht. Das Kraftwerk, dieses Transformationswerk ist im Weg. Oh, fuck, Tank geht drauf los. Baiten die jetzt etwa mit dem M113? Nein, machen sie nicht, aber die fahren hinterher. Ich vermute. Die fahren hinterher, der M113, ich dachte, er baitet und kommt nochmal zurück, aber nein. Diese ganze Aktion durch den Panzer hat jetzt natürlich TTT wieder ein bisschen Wette gemacht, dass sie dort so rumgetrödelt haben und nichts getan haben. Ja, aber jetzt lässt Tank sich locken. Da wäre ich eher in so eine, Abwehrhaltung gegangen. Gut, weißt du sonst nie? Oh, jetzt aber der Panzer. Wo fährt er hin? Der fährt ja hoch, oder? Fährt er hoch, fährt er runter? Der Panzerfaustschütze ist auf jeden Fall... Naja, der Panzer kann jetzt gleich gesehen werden. Mal gucken, ob die den Schuss machen oder nicht. Auf jeden Fall schmeißen sich alle schon mal hin. Nomi auf dem Boden schon. Da sieht er ihn, jetzt sieht er ihn. Und da wird gleich der Schuss kommen. Der Panzer fährt auch langsam. Ich sage, da kommt gleich der Schuss. Da kommt er und... Ui, zu weit. Jetzt wissen sie, dass sie da sind. Ich gehe jetzt mal auf den Panzer. Der Panzer dreht sich trotzdem nicht. Er fährt weiter. Für mich die cleverste Entscheidung, einfach jetzt weiterfahren und in Ausgangsposition in Stellung gehen. Aber wir gehen auf El Basto. El Basto mit dem BRDM fährt an dem Mirko vorbei. Mirko anscheinend haben die aufgeklärt, weil Mirko fährt jetzt wie verrückt einfach runter ins Tal. Mit dem LKW, was man eigentlich sonst nicht macht, aber ich denke mal, aus Panik voll verständlich, wenn ein BRDM gegen einen LKW ankommt. Naja, keine Chance, der bratzt im Vorbeifahren mit seiner 14 mm Kanone oder was der da hat. 12 oder 14 mm einfach dadurch.
So, abgeschlagen. Ja, ist ein sehr... Was? Entschuldigung, wie bitte? Riesengroßer Distanzlocher ist ja, das. Keine definitiv. Chance. Definitiv. Und abgeschlagen jetzt natürlich die dritte Jäger kommt und ein paar von der NTF mit dem, ich glaube, TOW haben wir. Der muss hier sein. Ja, da ist dieses andere Fahrzeug mit dem M2 und der TOW haben wir. Kämpfen sich jetzt die Berge hoch. Gut, wie gesagt, wir sind gespannt. Wir bleiben nochmal kurz auf Basto, weil die könnten hier nochmal... Nee, treffen doch nicht aufeinander. Das ist zu weit weg. Der BRDM ist zu schnell. Die werden jetzt Meter machen. Und ja, dadurch jetzt auch abgeschlagen. Der M113, die sind erstmal ausgestiegen und ja, dadurch geht es natürlich weiter. Also, man muss sagen, Glück im Unglück, muss man ehrlich sagen. Also, da wurde super, super viel Zeit für nichts verschwendet. Und, aber hey, wie gesagt, vielleicht ist es auch ein Plan. Vielleicht irre ich mich da einfach total und da steckt irgendein Masterplan hinter, warum das so ist. Und es hat sich am Ende einfach nur nicht gefügt. Ja, weil das einfach Pech war. Anscheinend, so wie es aussieht, wollen sie jetzt nach dieser langen Fahrt über ganz Altes zu der Burg hoch, wo wir schon mal ein Gefecht hatten. Und zwar im Januar. Im Januar, kann ich mich erinnern, hatten wir auch eine zweite Stellung in der Burg und die konnte erfolgreich verteidigt werden. So, TC Nebrod ist ja unser Freund, der Auto fährt, ne? Ich so, guck mal gerade, wo der ist. Die fahren gerade, die quälen sich die Berge hoch. Ja. Ja, die wollen definitiv zur Burg oben. Ist ein guter Plan, muss ich sagen. Weil kannst du sehr gut verteidigen, diese Burg. Definitiv. Aber vielleicht schenken wir dem demnächst mal so ein Navi, ein TomTom oder so. Es gibt viele Wege, die dahin führen, aber das war jetzt ein... Umweg, oder? Ja, schon. Ah, egal. War auf jeden Fall spannend zu sehen, wie auf einmal sich das ganze Gebiet von in Blau färbt, wie alle losgefahren sind und hinterher und wie man auch, und dann durch zwei kleine Situationen das Ganze aufgehalten worden ist. Wie man auch gesehen hat, wollten die gar nicht zu diesem Dings da hoch, ne? Ich glaube, die wollten nach Galati, weil dort hört die Markierung nämlich auf. Wir wollten zur Galati und vielleicht wirklich sogar dahin, wo der M113, wo du gesagt hast. Gehe ich stark von aus und da aber einfach dadurch, dass sie sofort beim Losfahren aufgeklärt wurden, haben die gesagt, fahr weiter, sonst bist du tot. Ich schätze, das ist der einzige Grund, warum die da oben sind. Boah, ist das spannend. Ist es. Meine Güte. Es ist spannend. Es kommt gerade wieder so eine Abflachungsphase, aber wir gucken mal hier, weil hier tümmeln sich sehr viele Blaue. Und zwar die Adlerjungs. Ja, die werden sich... Und in der Nähe ist nämlich das Basto BRDM-Trupp, die sich jetzt auf einem Hügel, auf einem Berg angehalten haben. Oder ist es Basto überhaupt? Nee. Fade. Jetzt sind die mit dem normalen LKW oder mit dem BRDM? Ich weiß es gar nicht. Eisenschwein ist das auf jeden Fall. Die sitzen, wenn die wüssten, die sitzen 300 Meter von Feinden weg. Das ist Wahnsinn. Warte mal, ich guck mal gerade. Du kannst ja mal schauen, genau. Und auch gar nicht so weit, die sitzen so in einem kleinen Dreieck mit den anderen Blauen noch. Also da drüben im Berg, ah ne, die sind hinterm Berg, die können sie nicht sehen. Aber die unter ihm am Fuße des Berges, die sind jetzt 200 Meter von denen weg. Ja, und das ist jetzt wieder 10, wenn du dir das im Nachhinein anguckst, wo du dir denkst... Die gehen den Berg hoch, oder? Oh, das wäre es jetzt natürlich. Weil ich denke nicht, dass die Blauen wissen, dass dort die Roten sitzen. Ui, die gehen jetzt ins Fahrzeug. Vielleicht hören die oben jetzt das Fahrzeug. Irgendwas schießt da auf irgendwas. Ich glaube, das El Bastos BRDM schießt jetzt auf... Und jetzt schießen auch die oben und damit wissen natürlich... Damit weiß natürlich jetzt die unten, dass hier oben fein ist. Ne? Muss man auch sagen. Aber das sind die dritten Jäger, kommst du mit Fahrzeugen, nur mit LKWs unterwegs sind. Das ist jetzt natürlich ein super Drückungsfeuer. Die müssen jetzt einfach stumpf in die Wallachheide fahren. Aber ich hoffe, dass die sich nicht von denen überraschen lassen, die unter dem am Fuße sind. Ne? Muss man auch sagen. Die wissen, ich glaube nicht, dass die wissen, dass die jetzt dort hinten sind. Und guck mal, die preschen jetzt Angriff. Die machen Angriff, Fu. Guck dir das an. Und endlich wird es wieder transmitted. Geht drauf. Fahrzeugkarte wird wach. Oh, haben wir gerade Package Lost? Der Teamspeak-Server? Ach, der Discord-Server? Ich hoffe, ihr hört mich. Ui, und die kommen hoch! Und das gibt jetzt eine Auslöschung von Adler, oder? Ja, einer lebt noch. Donkel. Donkel sieht ihr nicht.
letzten Woche. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Fuck! Es tut mir echt leid für die Jungs. Wow, und hier wird nochmal auf Nummer sicher gegangen jetzt. Der Donkel dreht durch, dass sie alle auch nicht mehr aufstehen. Genau, da kommen die nächsten Shots, feiert. Und hier auch nochmal Nomi. Die Jungs sind jetzt tot. Da hat der Donkel echt Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Und anscheinend, puh, hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Ich hab aber Packet Loss und so. Ich auch. Guck mal, ob der Stream auch da ist noch. Wenn nicht, musst du mal übernehmen. Aber, also, dass bei dir noch alles ankommt. Ja, sieht bisher gut. Ich habe ein bisschen rot hier stehen, aber das ist nicht so schlimm. Gut. Nur, dass du Bescheid weißt. Bei mir ist so für jetzt wieder alles grün. Lag vielleicht an mir. Gut, weiter geht's. Wir schauen mal zu Gruppe W, die ja von der Straße durch das Unterdrückungsfeuer abgebracht wurden. Die fahren jetzt mit NTF auch zusammen. Und ja, zweimal NTF, das ist das TOW-Fahrzeug. Einmal Gruppe W mit LKW und SAMS und dieses komische M2-Fahrzeug. Fahren jetzt den Berg dort stumpf hoch. Die wissen auf jeden Fall jetzt, wo der Feind ist, weil die funken, ja. Und dieser Hinterhalt war jetzt natürlich wieder für die TTT richtig stark. Ja, also dass dort die Adler so hochgefahren sind und dort auch reingefahren sind, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ich konnte es mir gut vorstellen, wenn sie schwere Waffen gehabt hätten, wenn sie hochgegangen wären, gepusht hätten. Ich dachte eher, ja genau, also ich dachte auch eher, vielleicht die fahren so ein Stück, aber nicht den letzten Hügel. Der letzte Hügel hat sie getötet, meine ich, meiner Meinung nach. Weil die saßen, ja. Guck mal, die ersten zwei wurden schon, der Fahrer und Beifahrer wurden im Auto schon weggebratzt. Der dritte konnte aussteigen und die zwei, die ganz wegkamen, ach, der Julius wurde leider direkt weggefangen und Nomi ist noch rangekommen, aber hätte auch, also wenn er vielleicht ein oder zwei mitgenommen hätte, dann wäre das Magazin alle gewesen. Mehr wäre dort nicht gewesen. So, weiter geht's. El Bastos Truppe sitzt auf, fahren jetzt weiter. Noch ist aber nichts verloren, weil wir haben noch einen ganzen 10er-Trupp Jägerkompanie. Wir haben noch einen ganzen Trupp Gruppe W, sind 20 Mann. Und wir haben noch NTF auch mit. Ich glaube fast 20 Mann, nicht ganz. Das ist halt der interessante Vorteil. Hier oben ist nämlich der M113, fährt nämlich auf der anderen Seite noch mit der NTF. Und die treffen gleich auf Basso, um Gottes Willen. Ich bleibe auf der NTF mit dem M113. Die haben sich eventuell schon erspäht, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, wo der, ist der M113 vielleicht schon leer? Ist deshalb die Kanone nicht besetzt ist? Auf jeden Fall haben sich vielleicht beide gerade gesehen, weil beide ins Schilf einbrechen, ins Gelände. Aber du siehst, ja, die brechen ins Gelände ein. Ich vermute mal, dass die direkt aus Süden kommen. Ich glaube nicht, Basto hat die, glaube ich, nicht gesehen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall weicht die NTF auf jeden Fall aus. Basto, weiß ich nicht, ob der vielleicht dort mit Absicht dort hochfährt. Interessant ist jetzt aber, die TNT hat die ganzen Nordstraßen, guck dir das an, mit Hinterhalten jetzt spickt. So. Ja? Hier sitzt das KV-13, der Trupp, der den Panzer plus Panzer natürlich aufpasst. Der Panzer steht jetzt super in Stellung. Ja, aber du hast Plätze und Miller, die schön rumfliegen und aufklären. Ich denke auch. Und was die natürlich nicht wissen, guck dir an, die NTF und W nehmen jetzt die andere Straße und werden jetzt dort langfahren. Aber ich sehe auch, dort wird schon was in Stellung gebracht. Und zwar in der Stadt, wo die dann durch müssen. Durch Chief und Stormy, aber zwei Mann. Zwar eine Dyschka, aber zwei Mann gegen mindestens 15. Und die dritte Jägerkompanie kommt da auch durch. Ganz ehrlich, Hit and Run. Das reicht völlig. Und weil gut. Jetzt ist auch, wie du, Hit and Run, sehr gute Beispiel, Ansprache, mir fällt das Wort nicht ein. Passt gut. Schön, dass du es ansprichst. Genau. ich meinte, was meinte ich denn? Ach, Wortfindungsschwierigkeiten, Leute. Dass wir Break in Contact spielen, meinst du? Auch, ja, aber ich meine, es reicht, ist egal. Wir gucken weiter. Soll ich Werbung einblenden? Nein, alles gut. Ich fliege jetzt mal. Du wolltest unbedingt Werbung einblenden. Ich will Werbung einspielen. Du willst Werbung einspielen. Wir haben nachher noch Werbung. Puh, weil ich denke, die Runde. Genau, Warwick Dwight ist bald zu Ende, weil die haben jetzt Zeitdruck. Die anderen haben jetzt Zeitdruck und müssen sich beeilen. Ja. Und da reicht natürlich so eine Verzögerung. Hit and Run, darauf wollte ich mich hinaus. Wie du es schon angesprochen hast. Reicht vollkommen aus. Die sind jetzt nämlich wir gucken mal, die sind jetzt bei 12%. Ja, also die müssen 30 Minuten funken. 12% gone. Ja,
So, ja, es dauert 4-5 Minuten, also rum. Fünf Minuten? Das wären dann aber schon... Gut, an die Mathe-Profis unter uns. Bei 30 Minuten wären 10% 3 Minuten, oder? Ja, ungefähr. Ich hatte keinen Mathe-Leistungskurs. Ich auch nicht, lag am Lehrer. Gut, wir machen das, was wir gut können. Blödsinn quatschen. Labern. Auf jeden Fall, aber du siehst... Ja, was sehe ich? Samsung ist auf dem Vormarsch mit dem LKW, kommt aus dem Süden auf die Position von Stormy. So, ich bin jetzt dritte Jäger kommen. Nee. Frosty und Gandhi. Wir gucken weiter. Ich drehe mich jetzt mal. Achtung, haltet eure Hüte fest, Leute. Die Kameraführung wird schnell. Da ist er. Gandhi mit dem TOW haben wir. Da kam auch gleich der Dings von Fu. Ich musste gerade ein bisschen kotzen. Macht nichts. Dafür sind meine Streams bekannt. Und die gehen jetzt in Stellung und ich bin gespannt. Mit dem TOW haben wir, können die sehr, sehr weit schießen und auch da hoch, wenn die was sehen. Also hier ist Erik, steht und spottet. Die LKWs stehen jetzt einfach irgendwo hier ein bisschen rum. Vielleicht als Ziel oder als mit Absicht Ziel, dass sie wissen, wenn da einer kommt, dass die Leute drauf schießen. Ansonsten ganz hinten eingebaut der Funkwagen mit zwei LKWs ringsherum. Man sieht, die haben die Reifen zerschossen oder abgemacht, dass dort wirklich, dass dort keiner hochkommt anscheinend oder versucht keiner hochzukommen von der Seite. Interessant. Also hier werden Sachen präpariert und versucht alles festzumachen. Nice. Genau. Wir gucken jetzt aber, du hast recht, dorthin wird sich stark annähert. Chief und Stormy sind am Auskundschaften. Ich glaube, Chief und Stormy haben schon besonders Chief hat schon das Fernglas am Auge festgeklebt, ja. Ich suche mal Chief, wo ich ihn finde, und dann schaue ich mal durch seine Brille durch. Mach das. Und ansonsten sind natürlich die Samsung, ja, zu Recht, die sind jetzt schon nah in Stellung. Die sind auf der Hügelkette mit den Windrädern. Ungefähr einen Kilometer südlich von Stormy. Und der TOW haben wir, wurde anscheinend schon aufgeklärt. Andersrum bewegen die sich natürlich trotzdem. Die haben einen abgesetzt. Der Hussein wurde abgesetzt. Warum auch immer. Vielleicht soll er von da aus irgendwie Einzelmann flankieren. Kann in einem TVT genauso stark sein. Ja. Ansonsten gucken wir mal. Der TOW fährt weiter und bringt sich irgendwo in Stellung. Was macht Mirko? Mirko, weiß ich nicht. Ich fahr mal rüber. Ui. Die W jetzt im Sturmangriff mit den LKWs. Ich hau mal den Countdown rein, dass gleich was passiert. Der Countdown, dass gleich was passiert. Ja, egal. Ach, der Countdown. Und jetzt, Mirko, also die preschen weiter vor. Sehr stark bist du drauf. Ich sehe das auf jeden Fall. Die haben jetzt einfach die Balls of Steel ausgepackt, so wie dritte Jäger vorhin, und sind stumpf drauf zugefahren und werden jetzt Oreo Castro einnehmen wahrscheinlich. Und ich glaube, Chief und Stormy kriegen es jetzt auch mit der Angst zu tun oder wollen es verteidigen. Ich bin gespannt, was die Jungs machen. Ob die jetzt mit dem UAZ im Angriff übergehen oder nicht. Ich glaube nicht. Ich höre Schüsse. Ja. Von wo? Auf wo? Erik. Erik ist gerade am Spotten und die schießen auf die Bravo-Leute. Ah, den TOW haben wir wahrscheinlich. Genau, TOW. Die haben den TOW aufgeklärt. Ja, ich denke mal, die wollten ihn nur verschrecken, sagen, ey, wir wissen, wo ihr seid, sucht euch eine andere Stellung. Ja, die haben sich gerade schön eingesmoked. Ja, dann bin ich mal gespannt, was Weda gerade jetzt macht oder ob der durch den Wald, die gehen durch den Wald durch, oder? Die werden wahrscheinlich links um den Wald rumgehen und die Stadt einfach außen vor lassen. Also ich denke mal, so würde ich es wahrscheinlich machen. Nice. Der Panzerfaust. Die sind aber schnell unterwegs. Ja, die wissen jetzt kommt es auf die Geschwindigkeit an. Ein Trupp geht schon mal vor zum Scouten, der andere bleibt ein bisschen hinter wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall gut aus. Oh, Miller und Gigaplatz
sind auch dabei. Das heißt, die haben den Heli stehen lassen. Oh ja, wahrscheinlich. Das stimmt. Du hast recht. Das fliegende Auge ist weg. Das fliegende Auge ist weg, weil es die letzte Stellung. Die wissen jetzt, wo ist, aber können natürlich, verlieren trotz dessen ein Aufklärungs- Objekt, ne? Muss man schon dazu sagen. Und ich gucke jetzt aber nochmal, zur dritten Jäger kommt. Die schlängelt sich nämlich mit ihrem Auto, mit ihrem kleinen Buggy, was der perfekt dafür ist, durch die Wege und ui, da kommt gleich wieder Panzer auf Dings eventuell. Wir sind oben im Nordosten auf der Straße. Die treffen eventuell gleich aufeinander. Die kommen dort raus und der Panzer kommt dort angefahren. Das ist ein Bild für die Götter. Oh, und da ist ein Stein hinter denen, Ah, Jungs. Und da hat der Fabi erwischt und den Marius auch. Um Gottes Willen, ist das ein Timing. Sag mal, hat der Panzer eigentlich keine Kanone? Ich glaube einfach, die machen das nicht. Warum? Also ich würde zumindest aufs Fahrzeug schießen mit der Kanone. Ui, da ist noch einer, ihr pinnt, und da kommen jetzt die Granaten, Rauchgranaten wahrscheinlich. Fabi wurde gut getroffen, lebt aber noch, also ist noch, den ist noch zu retten. Ui, und jetzt ist Marjosch. Auch hat ein Beintreffer, was reicht zum ohnmächtig werden. Fichte lebt noch auf jeden Fall, die anderen haben sich dorthin verkrochen. Gandhi ist auch nochmal hoch. Ich glaube, das war's. Ja, das war eine Vierertruppe. Ein Glück, nur eine Vierertruppe. Der Panzer lässt auch von ihnen ab. Der Panzer fährt jetzt diszipliniert in die Stellung hoch. Finde ich gut. Und dort kommen nicht die restlichen von der dritten Jägerkompanie. Ich weiß nicht, warum die zu Fuß unterwegs sind, aber anscheinend hat das dem Fahrzeug, ich gucke mal nach dem Fahrzeug, nicht gut getan. Was ist denn mit Stormy los? Oh, ich sehe Fahrzeug festgefahren. Ja, ich komme, ich gehe hoch zu Stormy. Ich fliege und eile. Achtung, Leute, haltet die Brillen fest. Ja. Fahrzeug vernichtet. Da hat der Wetzer seinen Schuss noch gekriegt. Wetzer hat ihn getroffen. Aber anscheinend konnten Stormy und Chief raus. Die waren vielleicht gar nicht drin im Auto. Die waren nicht drin im Auto, die hat es dort stehen. Wetzer hat es aber zerstört, weil ein starker Schuss ist. Starke Waffe weg und W zieht auch weiter. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice, Gruppe W. Also Schwerpunktwaffe rausgenommen und weiter. Das heißt, da können jetzt nur noch ein paar Leute sein. Also denken die sich, das stimmt ja in dem Fall sogar. Und weiter geht's. So, wir gucken weiter. Dritte Jägerkomp schießt auf irgendwas. Ja, Beule fährt da oben. Haben sie Beule vielleicht entdeckt? Okay, Fichte ist bei Fabi dran. Majosch liegt hier noch rum. Also Samsung ist auch am Schießen. Ich guck mal, was Samsung da macht. Ja, auf jeden Fall Beule in seiner... Ey, die Jungs in dem Clowns-Auto sind auch unterwegs. Und hier, Basto, Donkel, Pio sammeln sich alle abgesessen. Auf der anderen Seite, also wenn die dritte Jägerkompanie jetzt dort rüberkommt, auch wenn die anderen dort marschieren, wenn die ein paar Minuten dort bleiben, dann fangen die alle ab. Oder überraschen die anderen, wer weiß. So, und jetzt gucken wir natürlich mal zu Samsung. Die haben jetzt Unterdrückungsfeuer anscheinend aufgestellt. Auf. Yep. Aber ich glaube, die weichen gerade schon wieder aus von dem Unterdrückungsfeuer. Aha, da ist ein Trupp Delta. Ja, der ist zusammengeschossen. Wir gucken mal gerade, was da noch lebt. Ja, Fichte ist noch am Start. Nee, noch wer? Ja, Fichte und ein zweiter Gandhi, glaube ich. Ich glaube, die waren beide noch am Leben. Ja. Und Fabi und Majosch, die hat sie auf jeden Fall getroffen stark. Ich bin gespannt, ob sie sie wieder hochkriegen. Oi, 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 oi. Oh, die haben schön zugebaut. Oh, Stellungen werden ausgehoben, Rob J. Nice. Wir gucken mal, wo bist du? Robert J. Ja, die zu finden ist mir mal ein bisschen schwierig. Nice. Ich sehe Menum, Erik. Wagner, Maurice, Onyx, die sind da. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber auch, wir sehen hier gerade Korben, Robert J. Ah ja, also hier, man sieht, die Jungs bereiten sich hart vor, um auf eine richtige harte Verteidigung. Ja.
Alle LKWs wurden aufgereiht in einer Reihe und die Räder wurden abgemacht. Das Fahrzeug ist eingekesselt sozusagen und es wird beides auf jeden Fall gesendet. Ich weiß gar nicht, wo der Empfänger ist, der Sender, der Extrasender. Hast du den gesehen zufällig? Oh, gib mir eine Sekunde, ich gucke. Ich finde den gerade nicht. Die müssen irgendwie eigentlich recht beieinander sein, aber ich sehe den nicht. Ich will auch nicht ganz so... Ach ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn gefunden. Der ist oben drauf auf dem Ding dann wieder. Und das Fahrzeug unten. Aber dort reinzukommen, gibt es schon wieder nur ein, zwei Wege. Stark, stark, stark. Also hier wird alles genutzt. Alles genutzt. Heidewitzka. Naja, ich bin gespannt. Also es sind gut positioniert. Die Zufahrtsstraßen sind zu. Was macht B? Okay, eigentlich? Ich werde hier hart gepinkt. Also, ich muss mal ganz schnell dort hin zu dem Jungs und gucken, was dort geht. Jo, ich steig mal auf mich. Mach um. Das? Jungs, was ist denn los? Und Mädels. So, dann schauen wir doch mal, was hier Gruppe W macht. Ah, schon gut positioniert. Ich vermute mal, sie werden jetzt aus dieser Richtung hier direkt angreifen, wenn die anderen mit dabei sind. Von der anderen Seite. Aktuell werden wir vom TTT sehr gut unterdrückt. Und wen haben wir denn noch? Schauen wir mal auf der Karte. Was machen denn die beiden Jungs, die übergeblieben sind? Wo sind wir denn? Ich glaube, die... Oh, Gandhi. Ich glaube, die warten noch auf Sturmfahrt. Dann schauen wir doch mal weiter. Was haben wir denn noch? Oh, das was explodiert. Oh. Sorry für die Kamerafahrten. Und das war der TOW. Wer hat den denn ausgeschaltet? Der Tank. Schön positioniert. Sieht gut aus, finde ich. Ach, wir lieben doch alle Arme. Bist du wieder ready, Schmerz? So, ich bin wieder ready. Tank hat den TOW mit dem Tank rausgenommen. Sieht gut aus. Die Jungs, die zerschossen worden sind, die beiden, haben sich jetzt verkrümelt und warten wahrscheinlich auf Sturmfahrt. Okay. Und aktuell sieht es aus, dass ein Feuergefecht zwischen W und Maurice und Kohl ist. Ja, Onyx, Wagner, Maurice bekämpfen jetzt W. Wir, guck mal, ich spring direkt dorthin. Bist du noch auf mir drauf, ja? Nö, ich gehe jetzt zu dir rüber. Ah, alles gut, du hättest das auch machen können. Bist du noch auf mir drauf, ja? Okay. Nö, ich gehe jetzt zu dir rüber. Ah, alles gut, du hättest das auch machen können. Alles gut, aber ich sehe, ich bin da. Du bist da. Ja, da ist jetzt ein schöner Feuerkampf, da geht einiges. Mit AT. Mit AT. Fuck, das ist fies. Alfred, Alfredson ist down. Harte Position. Ja, an der Kante ist es schwierig, zumal Wagner dort oben. Ich gehe mal zu unseren Jungs, wie die das sehen. Ja, also. Oh, guter RPG. Was mit Pyro? Schauen wir mal. Oh, ist auch down. Onyx, Maurice, Wagner haben von hier oben auf jeden Fall eine gute Sicht. Und die Gruppe W ist jetzt natürlich da im Bedrängnis. Miller und Gigaplex sind schon vorbei. Wetzer und... Aber die anderen, Umpyro, Charlie, John, Pierre, Nielsen und Floyd. Wieder, zweite Mal heute leider in der Klemme. Ja, also... Aber wir haben es auch beim ersten Mal gesehen, sind ja rausgekommen. Und Gruppe W hat viel Erfahrung. Also ist hier noch nichts verloren für die Jungs. Die kommen da raus. Ich denke auch. Ich bin kurz weg. Ich komme in zwei Minuten. Jawohl.
So, und wir gehen jetzt mal weiter nochmal. Hier ist leichtes Feuergefecht. Wir gucken uns mal die andere Verteidigung an. Erik, Menom, Nax oder Haubi. Sie steht auch über denen, ja. Und sobald da was zu sehen ist, wird er auch das Feuer eröffnet, denke ich mal. Nax ist in sehr guter Position. Die Tracer fliegen auf jeden Fall ordentlich zur Erkennung. Ich denke mal, dass Onyx Wagner so zu dem Trupp generell auch gehören. Da ist also die interne Kommunikation auch direkt. Und wir schauen mal. Ui, und da wurde Onyx getroffen. Starke Schüsse von W. Mal gucken, ob Onyx wieder aufwacht. So von frontal ins Gesicht ist er immer ein bisschen schwierig. Aber Maurice ist auch direkt an ihm dran und wird ihn jetzt nämlich verarzten. Genau, mal gucken, ob Onyx wieder aufwacht. Da gehen wir nachher mal gucken. Nax soll jetzt auch am Dingsen. Sorry, ich bin mal gesprungen, weil da wurde Zeus gepinkt. Aber anscheinend versehentlich. Und Gruppe W weiterhin im Feuerfecht. Und da kommen die Panzerfäuste geflogen auf die Infanterie. Also, TTT verteidigt sich jetzt hart mit allem, was da ist. Weil die rücken näher und wir haben gerade mal... Ui, das sind so viele Leute hier. Wie viel Prozent? 67, also mehr als die Hälfte schon geschafft. Es ist nicht mehr viel. Die müssen nicht mehr viel verteidigen und die anderen müssen jetzt Hackengas geben und sich beeilen. Dazu, wir lassen mal das Feuergefecht, ihr Feuergefecht sein. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch kommt. Genau, zumal Pyro auch gerade wieder aufgewacht ist, sehe ich gerade. Und Onyx, Onyx ist getroffen worden, auf jeden Fall da oben auch. Der wurde aber direkt verwandelt. Alfredsen ist aber hier immer noch down. Aber was natürlich ein Verwundeter ist hier natürlich dann auch gleichzeitig wieder eine Last. Das muss man auch sagen. Ne? Also es kann ein Nachteil sein. Also nur weil man wieder aufwachen kann und nicht sofort stirbt, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Denn es ich weiß was. Weißt ja? Surprise, ja, sorry, aber weißt du was Miller und Giga machen? Was denn die umlaufen die? Oh ja, das könnte mies werden. Das könnte richtig das mies könnte werden. Wirklich mies werden. Und die sind nämlich auch fast da. Zwei Mann gegen zwei, vier Mann. Einer ist mich down, 1, 2, 3, 4 und in den Rücken. Also da, ich setze da auf die zwei Mann, ehrlich gesagt. Wenn die es nicht richtig machen, ja. Da schreit jemand bei dir zu Hause, Mann. Ja, da ist geflippt, aber ja, hier wurde geschrien. Was auch immer sie dort gemacht haben. Es sieht sah verrückt aus und ja, es ist so. Also wer zu viel mit der Arbeit rumspielt. Ich bin jetzt mal auf Gigaplex und Miller, die laufen hinten rum. Die sind jetzt wirklich dabei, innen rumzulaufen. So, und hier auf jeden Fall, der M113, der war irgendwie buggy, den mussten wir neu setzen. Ich weiß jetzt übrigens, warum die Waffe nicht nehmen konnten. Der Panzer muss die Waffe getroffen haben zum Anfang. Und deshalb ist der nicht, weil ich musste, wo er hin, haben diesen Bug, die haben den Bug reportet, die konnten nicht mehr einen aussteigen, obwohl da der ganz war. Und da habe ich gefragt, was denn mit der Waffe überhaupt ist. Und die sagten, na, der ist schon kaputt vom Anfang getroffen. Und deshalb haben sie gerade einen neuen gekriegt. Und ja, irgendwie bei mir, sag mal, läuft Fabi bei dir richtig? Ach ne, jetzt liegt Fabi. Nee, bei mir, naja, irgendwie sieht es aus, ob der so über den Boden surft. Warte mal. Ich suche mal Fabi. Wo ist dritte Jägerkompanie, Fabi. Also Fabi, entweder hast du deine Kontaktlinsen verloren oder du machst gerade ein Nadelpeeling. Ich weiß auch nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Bei mir läuft der ganz normal. Ja, bei mir nicht. Bei mir sieht es witzig aus. wir gucken mal, was der Panzer übrigens macht. Der Panzer steht schön auf dem Berg und guckt Richtung NTF rüber und wird jetzt aber demnächst von hinten, wenn die dritte Jäger kommt, noch ein paar Minuten geht. Ich sag dir, Miller und Gigaplex laufen drumherum. Die sind schon sau weit nach vorne gegangen. Ich guck mal ganz schnell, was Beule dort macht und dann geh ich mich mal genau dorthin. Beule ist wieder mit seinen fünf Mann in dem Mini-UAZ unterwegs und Gigaplex und Miller. Unbeobachtet. Aber ich glaube, die wären besser gewesen, wenn sie gleich hochgegangen würden und erstmal Maurice, Wagner und Onyx und so ausgeschaltet hätten, weil dann hätten ihre Leute weiterrücken können. Würde ich sagen. Es könnte jetzt aber ein richtig gutes Überraschungsmoment sein. Ohne Witz. Ach, das ist die Stelle, wo ich letztes Mal gestorben bin. Die kenne ich. Die ist scheiße.
So, Mensch, danke, wer auch immer mir, ich glaube, auf meinem Kanal was dagelassen hat. Das habe ich, glaube ich, gerade gehört, warum auch immer. Und auch der Joko schreibt übrigens. Spoizi? Oder ich sehe es. Und Miller. Spoizi und Miller, also ich glaube, die werden versucht durchzusneaken. Wenn die jetzt schießen, sind die doch tot. Das wissen die eigentlich auch. Sofort. Oh, die machen aber den Weg dafür, die beiden frei. Ja, auf jeden Fall. Scheiße, das ist so spannend. So, ja, also Miller und Gigaplex spotten auf jeden Fall stark. Die wissen, ihr könnt dort reinkommen. Die wissen jetzt auch, dass der Panzer da ist. Anscheinend, ah ne, haben sie gesehen noch nicht. Der Panzer guckt, ich bin schon ein bisschen schnell. Ich bin immer so aufgeregt, wenn es so spannend wird. Dann wird man immer schneller und schneller. Und wenn der Zeus schon so schnell ist, wird es nicht besser. Oh Mann, erstmal ein Bier. Oh, er zieht an. Oh, Eisen wird bekämpft. Wer zieht an? Gigaplex? Miller hat angezogen. Aber lebt noch. Und die werden jetzt. Ja, UGL. Und das war Miller. Handgranate. Wurde bekämpft. Handgranaten. Und ja, Miller ist aber geschossen. Bekämpft. Oh. Gigaplex haut jetzt erstmal Granaten raus. Die bringen da unten nur nicht so viel. Rob J hat gute Position. Ja, Nebro und Fate sind alle oben, verteidigen direkt das Ding. Ja. Spoilzi und sie sind jetzt auf jeden Fall alle gewarnt. Ja. Dass hier irgendwo ist, was natürlich auch ablenkt. Ja. Also Miller auf jeden Fall getroffen. Giga ist verwundet. Auf jeden Fall verwundet, ja. Und ich bin gespannt, was der Panzer macht. Wir gucken mal ganz zur Gruppe W wieder. Die smoken sich gerade übrigens ein und weichen aus. Pyro, Wetzer, alle da. John da. Alfred wird getragen, immer noch down. Und es wird noch ein zweiter getragen, und zwar Mirko oder Floyd. Ich kann es nicht genau sagen. Und ein dritter wird geschlagen, Pia oder Charlie. Also der Feuerkampf auf Entfernung stark. Und das ist, was ich vorhin noch sagen wollte. Ein Verletzter, also nur, dass man nicht sofort sterben kann, ist nicht immer nur ein Bonus für denjenigen, sondern es ist auch eine Belastung für andere. Du musst mitschleppen. Genau, überleg dir, wenn der sofort stirbt, scheiße, ja, aber du hast keinen zu versorgen, kannst einfach weiter. Ja, das ist auch ein Vorteil. Also, finde ich, ist ein interessantes Ding. So, jetzt... Was macht Tank der Panzer. Da? Der Panzer jetzt auf W jagt und, noch steht da. Der Tank ist unter Control. Dammit. Aber was macht Gigaplex? Bin gespannt. Oh, er geht hoch. Gigaplex geht hoch, ich gucke. Ja. Ich gehe auf Gigaplex. Gigaplex ist da. Miller liegt noch dort. Der wird wohl Miller jetzt abgeschrieben haben. Aber, ui, jetzt schießt er. Er schießt auf wen? Auf Nebrot. Wenn die Führung so vorne so eine verrückten Sachen macht und da fliegt noch eine Granate, aber ich glaube, ich würde sagen, es war Rauch. Ja, war zu kurz. Nee, war sogar eine richtige, aber es ist zu kurz, der kommt da nicht hoch. Nebrot wurde getroffen. Ja, es war gut gemacht. Gigaplex rückt vor und schießt jetzt, auch weiß nicht, und jetzt wurde aber hart getroffen. Da hat, ich weiß gar nicht, wer ihn hat, ich glaube Donkel von der Seite. Donkel und Fate konnten dort von der Seite rechts genau durchgucken. Und ja, also Leute. Donkel war ja der vorhin auch schon ordentlich geschossen hat. Nochmal zusätzlich, empfehle ich auch so. Und das ist erstmal der Schreck vorbei, würde ich sagen. Wir gucken jetzt mal nochmal rum, wer was macht, weil viel Zeit ist nicht mehr. Wie viel Prozent haben wir? Ich gucke mal, wir haben 92%. Also, ohne da jetzt Partei ergreifen zu wollen, wenn er jetzt nicht sofort die Sturmfahrt kommt, wird das nichts mehr. Warte ab. Ja, Gigaplex ist down, der auch das sagen kann. Obwohl, dritte Jäger rechts, ganz nah. Wollte ich gerade sagen, die sind noch am Pushen. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er am Leben ist. Aber gut verteilt, die Leute. Also das war gut gemacht, ein Perimeter aufgesetzt, drumherum mit Spottern und dann zusammengezogen, um besser zu schützen. Ja, war schon nicht schlecht. Was macht TC, Nebrot? Der ist getroffen. Aber ist noch wieder da. Okay.
Genau, und wir gucken jetzt immer noch von oben. Also von oben sieht es ja so aus. Wir haben hier links, wie sieht man im Westen, links auf der Karte, Gruppe W. Die müssen natürlich verarzten, sind dadurch halt gepinnt. Ne? Das ist das, was ich meinte. Aber dritte Jäger aufgesplittet in zwei Fünfer und jetzt auf dem Vormarsch auf der Seite, wo keiner guckt. Oder wo nicht viele gucken. Dahinter der M113 auch straight in Anmarsch. Und unten links haben wir jetzt die NTF, die auch Hackengas macht. Wir sind gespannt, wie das jetzt geht. Eisenschwein übrigens immer noch stark getroffen, wird aber von Jesus hier, die als Medic dabei ist, gut verdoktort. Bin gespannt, ob da noch was rauszuholen ist. Und auch bei Nebrot. Oh, Fabi, Fichte, Gandhi. Oh ja, Fabi hat es überlebt, ne? Der stimmt. Fichte und Gandhi, das waren die Jungs, die vom Panzer, die den Panzer getroffen haben. So Surprise Motherfuckers mäßig. Jo, Fabi läuft bei mir auch wieder normal. Und ja. Wir schauen mal, die sind auch gar nicht so weit weg, aber die müssen sich halt alle beeilen. Ne? Gigaplex ist tot. Gigaplex ist tot, dann wird Miller jetzt auch gleich tot sein. Der hat's. Ich glaube, Miller hat's nicht so hart erwischt, deshalb blutet der noch. Oh. Aber war ein schönes Manöver von den beiden. Die hätten ein bisschen warten müssen und den Trupp nachziehen oder so. Aber ist halt schwierig. Und jetzt ist Miller auch weg. Oh. Die dritte ist in. Das war's. Und da gewinnt die Opfer. Und hier darf doch auch mal im TTT ordentlich. Im TVT am Ende mal ein bisschen rumgeballert werden. Weil sonst gibt's das bei uns nicht. So, damit ist der Sieg da. Es gibt jetzt ein kleines. Ich gehe mal aus dem Zeus raus. Einen Receiving Replay Datas. Ja, und danach gibt's eine ganz kurze Pause und dann geht's direkt in die zweite Runde, weil die erste Runde war super lang. Puh, ich würde sagen, wir gehen in die Pause. Aber Moment, wir gucken jetzt erstmal die Replay-Datas an. Ich hoffe, dass jetzt hier keiner disconnecting und keiner disconnected und alt mal ordentlich durchläuft. Kann nämlich passieren bei so vielen Leuten. Ansonsten kommt jetzt nämlich eigentlich ein geiles Replay. Dann warten wir mal ab. Wir schauen mal. Wir warten mal ein paar Minütchen. Sollte es nicht gehen, dann ist das schade, aber ich gucke mir das immer sehr gerne an. Ich habe es extra so eingestellt, dass es nur wenig Punkte macht, dass es eigentlich schnell lädt. Da ist es. Wunderbar. Und das können wir gucken. Da sieht man. 4 Kilometer waren sie auseinander. Und ja, da geht der erste Span. Und da geht auch der Panzer schon hoch. Ja, da sieht man schön den Panzer oben. Und wie der Panzer jetzt gleich schießen wird. Und die Blue Force steht mich da immer noch. Und da gab es für mich schon den ersten. Da kommen die Schüsse und Blue Four brennt auseinander wie ein aufgescheuchter Haufen. Entschuldigt. Ist, glaube ich, meine allerlängste Breaking Contact-Runde übrigens gewesen. Oh, Fu, wie warst du eigentlich schon mitgespielt? Ich weiß es gar nicht. Man kann es an einer Hand abzählen. Aber siehst du immer schön, wie der Helikopter immer schön außen rumfliegt und guckt. Definitiv. Nochmal aufklären ist. Aber auch gut gebunden. Also muss ich sagen, Gruppe W hat da uns gut gebunden. Definitiv. Also da wurde, das hätte ausgenutzt werden müssen und wegfahren. Das wäre die perfekte gewesen, dann hätten wir auf jeden Fall uns eine Stunde gespart und die Jungs auch und wären schneller fertig gewesen. Aber guck mal, wie die oben mit Kali, mit zwei Leuten und dem Panzer so ein bisschen beschäftigt waren. Ewig. Und Gruppe W hat dort im Prinzip nur ein bisschen rumgeeiert mit Balls of Steel und TTT ist da leider nicht aus der Pette gekommen. Und dort, jetzt, das war der Knackpunkt, das ist dort nämlich, und jetzt kommt hier der Katz-und-Maus-Spiel, ja, die sind, wie die über die ganze Karte laufen. Jetzt kommt schon eine Benny Hill-Melodie rein. Ja, genau, richtig. Oder I Walk 500 Miles. Ja, könnte auch passen. Ja, jetzt verlagert sich das Ganze und dann ging es eigentlich recht schnell. Genau. Halt das Zusammentreffen auf Panzer und Fahrzeug fand ich noch super, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also der Panzer, jetzt trifft der Panzer auf die Jungs dort. Der war gut eingesetzt, der Panzer. Ja, der war sehr gut eingesetzt. Auf Entfernung. Jo.
Da das obere, die Feuereffekte. Ja, da hätte die NTF ein bisschen schneller einfach verschieben müssen. Fahrzeug, so wie die W, Fahrzeug vorne ran und los. Natürlich ist es bei einem Panzer in der Umgebung immer riskant, keine Frage. So, das war's. Wunderbar, Fu, ich würde sagen, wir gehen ganz schnell in die Werbung bleibt dran. Ich hoffe, um 40 geht's weiter. So, dann ab in die Werbung. Entschuldige bitte, mein Fehler. Es müsste jetzt kommen. Hallo, wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder live. Herzlich willkommen zur zweiten Runde. So ist es. Willkommen in der zweiten Runde und weniger Memes. Weniger Memes? Ich finde die Memes super. Ja. Ja, aber das Publikum ist natürlich, weißt du, ja, Kunde ist König. Ich weiß, der Kunde ist König und wir machen das hauptsächlich, damit es uns Spaß macht, wissen wir, ne? Natürlich, damit ihr was zu gucken habt. Nein. Spaß beiseite. Nein. Wir dürfen da keinen Spaß bei haben. Das weißt du. Genau, so sieht's aus. Und interessante Startpoints wieder. Ja, ich will die jetzt noch nicht ganz so früh zeigen. Auch wenn ich gerade schon so ein bisschen was vielleicht verraten habe. Nein. Aber naja. Wir gucken mal. Wo Blue ist, ist eigentlich wurscht. Weil, also nicht ganz wurscht, aber ich weiß den Red-Startpunkt, deshalb ist es eigentlich egal, wo Blue ist. Blue kann nur aus einer Richtung kommen. Aber, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Cooler Startpunkt auf jeden Fall für die Roten. Definitiv. Kann zum Verhängnis werden, kann aber auch richtig. Genau, richtig. Also wenn sie, der Startpunkt ist groß genug, dass sie gar nicht weit fahren müssen, das ist nämlich der Gag an der Sache. Die müssen den Punkt nicht verlassen, dieses Dings. Oh, ich habe gerade irgendwas hingestellt bekommen, was rot ist, süß schmeckt und Schnaps drin ist. Bier? Ich muss mal ganz schnell meine Funke irgendwie einstellen. Da wird der Vulkaner auf die. So, da wird Vulkaner raufkommen. Und ja, also wir sehen erstmal blau. Blau schimmelt hier ein bisschen rum. Ich muss hier ein bisschen meine. Immer mal gucken, dass wenn die was spawnen, dass das ordentlich spawnt und dass da keiner. Probleme hat, genau, richtig. Aber bei Rot sieht es sehr gut aus. Da sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ja, ui. Rot hat keinen Panzer genommen. Warum nicht? Die haben ein BMP genommen. Ein Schützenpanzer. Ja gut, der ist natürlich ein bisschen wendiger. Der ist wendiger, vielleicht. Der ist schneller und der Gegner hat keinen Panzer. Also der hat nichts, was dem... Also er ist immer noch das Gefährlichste auf dem Schlachtfeld. Das ist ja der Gag an der Sache. Ne? Moment, die anderen dürfen keinen Panzer und so haben? Blau hat keinen Panzer, nein. Also auch nicht, wenn sie wollen, haben die keinen Panzer. Auf jeden Fall ist... entschuldigt. Ist alles da, so wie es sein soll. Und bei mir schwebt auch nichts. Die haben, so wie es aussieht, nicht das Modul genommen. Und bei Rot sieht anscheinend alles gut aus. So, wir gucken jetzt mal zu Blau. Blau ist auf jeden Fall anscheinend jetzt auch alles ordentlich gespawnt. Der Helikopter ist da, der Tank-LKW ist da, die Fahrzeuge sind dort, Buggies, sehr viele Buggies, die sind sehr mobil, also, ui, die haben auch nicht die haben nicht dieses Fahrzeug mit dem M2 genommen, dieses komische, sondern den gepanzerten Kommando, ja, weiß ich nicht, die US Marine MRAP, den kleinen MRAP, und ja, einen haben wir mit M2 und, sie haben, hier sind noch ein paar. Ich sehe kein TOW haben wir, aber ich sehe auch keinen Blackhawk. Mal gucken, dass sie mich jetzt irgendwie nicht ranzitieren nebenbei, dass der vielleicht einfach noch nicht da ist, aber wir werden sehen. Die werden sich bemerkbar machen. Ich werde zum Anfang mal ein bisschen meine Lautstärke nochmal für die Dings lauter machen. Ich bin vom Server geflogen. Das ist ein Ding. Es läuft. Ich sehe das leider nämlich nicht, wenn du runter oder rauf fliegst, aber du kannst ja immer nachkommen. Bei dir ist es sehr einfach. Egal was du machst, du kannst immer wieder nachkommen ohne Probleme. Ja, so, und Game On. Ich bin auch nicht wichtig. Das ist eine Falschaussage.
Oh, ich bin aufgeregt auf die zweite Runde. Das wird bestimmt wieder sehr, sehr spannend. Ich auch. Besonders, weil sie einen Punkt gewählt haben, der sehr interessant ist. Die Roten. Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, ist der BDM ist nicht schwimmfähig? Nein. Aber der BMP könnte schwimmfähig sein. Ist aber auch nicht jeder BMP ist schwimmfähig. Es gibt welche, die schwimmfähig sind, aber ich glaube nicht alle. Das ist ein BMP 1D. Der sieht aus, als ob der nicht schwimmfähig ist. Aber wissen tue ich es nicht. Drück mal E und R. Dann hast du, glaube ich, weniger auf dem Bildschirm und siehst mehr von den Leuten. Ja, mach ich. Ja, zum Anfang sehe ich mich mit E immer, ich sehe, wenn einer Zeus pinkt. Dann, weißt du? Deshalb habe ich es jetzt gerade noch offen. Nicht, dass es noch irgendwas ist, was bei mir ordentlich ist, bei denen nicht. Das ist der Grund, warum ich es noch offen habe. So, Rot setzt sich in Bewegung. Bin gespannt, wo sie hinfahren. Weil im Normalfall, das ist ja das, was auch die anderen gemacht haben und was so gängig ist in dem Spielmodus eigentlich, dass du spawnst eigentlich dort, wo du hin willst, um schnellstmöglich zu senden. Wo fahren die hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Oh, ich komme nicht auf den Server drauf. Das ist natürlich blöd. Ich kann jetzt auch nicht gucken, warum. Du, vielleicht musst du einfach... Ist auch... Kriegt ihr eine Nachricht? Ich kann natürlich einfach... warte mal, ich kümmere mich. Ich gucke mal, ob der Monklefuhl mich noch drauf ist. Dann kann ich nämlich den Monklefu kicken. Das war mich gerade auch das Problem beim anderen, aber ich sehe dich nicht. Also du solltest runter sein. Kann halt höchstens sein, dass du mal kurz eine Minute wartest, dass der sagt, du musst 80 Sekunden warten, dieses Dingsproblem. Achso, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, richtig. Ja, alles gut. Hier mal verlassen. Danke fürs Gucken. Klar doch. Ah, ist das gut, wenn man mit einem guten Internetprovider zusammenarbeitet. Dann gibt es solche Unterbrechungen und Abbrüche nicht. Wer es glaubt. So, wir gucken mal zu Blue 4. Blue 4 ist auf jeden Fall schon mal... die machen sich auf dem Weg. Kali ist mit dem Little Bird unterwegs. Und fliegt schon mal Aufklärung anscheinend. Ich weiß nicht, was hier noch geholt wurde. Also... Bis jetzt fehlt eine ganze Kategorie und zwar entweder der TOW Humvee oder der Blackhawk. Das wurde noch nicht gekauft. Ich bin gespannt, ob sie es später noch kaufen oder ob der ganz wegbleibt, was ich mir nicht vorstellen kann. Am Ende ist es eine Waffe. Mhm. Ne? Und könnte ja gefährlich sein. Das könnte gefährlich sein. So, und jetzt habe ich natürlich dummerweise schon ein bisschen verraten, auf welcher Hälfte die sind, aber die sind eh, so wie es aussieht, sind die schon gleich am Fucken. Also, und in einer Viertelstunde, da werden die spätestens fucken. Also, easy. Wir sehen auf jeden Fall, dass die in Stellung gehen und das ist natürlich klar, dass Rot in Stellung geht, um das zu verteidigen. Und das ist nämlich das, was ich mir auch gedacht habe. Ding ist halt, die können halt einfach ein paar Meter weiterfahren und funken von einer anderen Stellung aus dieser Insel. Und wenn sie die Insel abschotten, dann ist natürlich GG. Ja. Wenn jetzt TTT aber zum Beispiel einen Blackhawk hat, dann wäre das hier richtig nice. Also hier wäre der Blackhawk im Gegensatz zu dem TOW Humvee, glaube ich, im Vorteil. Und das ist das, was nämlich vorher auch sehr diskutiert wurde. In der TTT. Nehmen wir einen Humvee mit dem TOW oder nehmen wir den Blackhawk? Das ist eine gute Frage. Wenn man natürlich später noch einkaufen kann, hätte man ja wahrscheinlich die Chance, einfach erstmal zu scouten, also zu spotten und sich dann zu entscheiden. Das ist positiv, das kann man und ich glaube, das machen die Jungs ja auch gerade. Es ist ja nicht mal doof.
Ich schaue mir jetzt erstmal diese Position hier auch in Ruhe an. Ich bin wieder raufgeoffen, Server. Sehr gut. Danke, Arma. Aber es ist auch, ohne Witz, also die Stelle hier ist schon sehr offen, das Gebiet. Ja, also die könnten. Auf dieser Halbinsel. Hier würde fast der Panzer noch besser wirken, ja. Der könnte diese ganze Dings abdecken, glaube ich, besser als der BMP. Aber wir sind gespannt, also was dort jetzt bei rauskommt, ob das ein schnelles Ende findet oder vielleicht sogar auch wieder so eine lange Tour wird. Haben die TTT vielleicht den... Es gibt nämlich einen Zusatz, was Blue Four kaufen kann, und zwar Boote. Boote mit Taucherausrüstung drin. Das könnte sehr interessant werden. Aber vielleicht kaufen die anderen dann Minen. Gibt's Nein, das? Minen gibt es nicht. Also es gibt Sprengladungen, aber die sind auch wiederum auf der Blue Force Seite. Also in dem Fall auf der US-Seite. Okay. Ja, ist die Frage, wann bauen die Jungs endlich auf? Das ist eine gute Frage und naja, die werden jetzt warten, bis die in Stellung gegangen sind und dann werden sie losfunken. Und die haben, so wie es aussieht, auch nicht den Dings genommen. Sie haben weder die Verkleidung fürs Fahrzeug genommen, noch haben sie den Funkwagen genommen. Also ich bin gespannt, ob da noch was gekauft wird oder nicht. Oh, setzt sich in Bewegung? Der Funkwagen setzt sich in Bewegung. Wo fahren sie hin? Also ich glaube an deren Stelle, ich würde, wenn ich die Insel nehme, auch einfach da irgendwo funken, wo die jetzt waren und dann zu dem nächsten Posten einfach ein paar nach Egino fahren oder so. Einfach nach Süden und das reicht schon. Dann haben die Insel, müssen sie nur die Insel verteidigen. Und das ist wiederum natürlich ein starker Vorteil. Ja gut, das ist natürlich diese Enge da oben, da durchzukommen, wenn die gut verteidigt ist. Schwierig. Ist es. Also ich denke auch, dass es schwierig ist und ja. Ich glaube, die suchen jetzt noch eine vernünftige Stelle, die man ein bisschen verbarrikadieren kann, oder? Ich denke auch. Okay. Was ist eigentlich, wenn das Fahrzeug zerstört wird? Welches Fahrzeug? Der Funkwagen. Dann, also je nachdem, was gekauft wurde, also wenn dieser Extra-Relay-Sender, was die TTT vorher genommen hat, gekauft wurde, dann kann er zerstört werden. Dann geht die Sendeleistung um 50% halt runter. Ja? Aber man kann noch senden. So wie das jetzt aussieht, haben die das nicht gekauft, dann dürfte der Wagen nicht zerstört werden. Weil dann ist verloren, wenn zerstört. Also weil es muss explizit deaktiviert werden. Okay. Bauen sie auf. Blue Four ist auf jeden Fall in den Startlöchern zum Losfahren. Die stehen alle in alle Richtungen in den Autos und warten, dass sie los können. Ja, aber die haben halt nicht. Nee, und der Heli fliegt aktuell durch die Gegend noch. Ist immer schön, wenn die Kamera da hinspringt. Aber Kali ist jetzt unterwegs. Kali ist auf jeden Fall unterwegs. Der könnte jetzt natürlich auch mal über die Insel fliegen und vielleicht mal ein, zwei Leute sehen. Ja, das stimmt. Also wenn er darüber fliegt, aber ja.
So, hier lösen sich schon erste Nervositätsschüsse. Ja, oh, was hat Black Wolf denn da? Der zieht da gerade irgendwas dran. Oh! Dickes Gewehr. Auf jeden Fall liegen die alle hier, die RTF liegt in Stellung, ja, und späht den Landübergang. Und na, diese Enge. Genau, guck nochmal, was haben wir hier noch hin und her springen? John, das ist Gruppe W hier, mit Conny, John, Floyd und den anderen Jungs. Pyro, Alfred, Charlie, Nielsen, und haben wir ihn vergessen? Conny haben wir noch vergessen, genau. So, weiter geht's. Die ganze Landzunge, alles abgedeckt. Hier ist die ganze RTF. Die machen jetzt auch gute in Stellung gehen. Ich denke, der Zugführer Gigaplex will hier hart diesen Übergang verteidigen und hofft darauf, dass nichts über den Wasserweg kommt oder über den Luftweg. Was natürlich noch offen ist. Ja gut, aber unten bei Gigaplex, der sichert, glaube ich, auch in die andere Richtung. Der sichert auch in den Süden rein. Ich glaube, der erwartet schon was, aber nicht so viel. Das kann sein. So, was haben wir hier noch? Die dritte Jäger kommt, die hat den BRDM. Liegen auch in Stellung. Also, ich bin gespannt, was da passiert. Und du hast doch noch irgendwas große Geräte sehen. Ah ja, hier oben, ich sehe es. Nach Süden werden die Dishcars, also die Jungs haben hier auf jeden Fall das Verteidigungsmaterial gekauft. Sprich, die Dishcars werden hier genommen. Und Sandsäcke haben sie auch dabei. Und Panzerkreuze. Bin gespannt, ob die schon mehr ausladen oder wie das aussieht. Ob die überhaupt mal anfangen zu funken irgendwann. Ich glaube, die suchen sich alle schöne Positionen. Entrenching-Tools haben die nicht, oder? Es gibt Spaten in der. Ein paar Spaten gibt es in dem Hauptquartierfahrzeug. Also da könnte man sich jetzt richtig schöne Stellungen bauen. Ach, wenn die einmal über den Berg gucken würden, dann könnten die diese sogar schon aufklären, ne? wenn man das immer so wissen würde. Ja, das ist halt das Problem. Du hast keine Ahnung. Wo sind die? Wie haben die sich verteilt? Das ist halt das Spannende daran. Ja, eben. Aber jetzt, Kali fliegt auf jeden Fall in die Richtung. Also ich hätte... Man kann ja abschätzen, wo die Leute ungefähr sind. Also 4 Kilometer vom Startpunkt der Roten. Am Ende, also irgendwo an einer Straße spawnen die. So, das macht, misst man irgendwie 4 Kilometer ab und guckt mal, wo sind interessante Orte. Ne, muss man, und da fliegt man dann mit dem Helikopter hin. Für mich wäre hier unten tatsächlich die Insel der erste Anflugpunkt gewesen. Weil mir das hier natürlich der interessanteste Ort für mich ist, persönlich. Und Kali fliegt jetzt auch rüber. Ich weiß gar nicht, ob Kali fliegt. Kali alleine? Ich kann gerade gar nicht sagen. Ich kann nämlich auch in dieser blöden Zeus-Sicht hier nämlich nicht so gut sehen. Gib mir mal diese. Kali, nee, mit Befu. Kali mit Befu. Befu ist der Schütze. Befu, das heißt. Der kontrolliert jetzt. Yep. Und er guckt direkt drauf. Und sie drehen hart ab. Ich denke, also es, die haben kein Thermal, aber die Leute stehen ja hier recht offen und laufen recht offen rum. Und die gehen aber zu dem Fahrzeug hier hinten. Das steht ja auch recht offen. Kurz also so ist er dich. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Ja. Das ist jetzt die dritte Jäger, die Gruppe W und die NTF. Ja. Gegen KV-13 und TTT. Richtig, und die Gruppe Adler natürlich selbst nicht vergessen. Die sind auch auf der Seite. Auf welcher? Auf unserer? Auf der rote. Bei Gruppe W Gigaplex. Also wir haben Gruppe W, KV-13, nee, Gruppe W, Adler, NTF und dritte Jägerkompanie. Gegen KV-13 und TTT. Gut. Und Funk ist auch gestartet, habe ich gemerkt. Funk wurde gerade eben gestartet vor einer Minute, als wir geredet haben. Das heißt, die wissen jetzt, wo sie sind. Also die wurden aufgeklärt und in dem Moment haben sie dann den Funk gestartet auch. Ne? Und jetzt, man sieht, der Kreis ist klein genug, dass die danach einfach runterfahren können nach Süden und dort nochmal funken. Ja? Das Gelände wird da zwar nicht besser, aber machbar ist es. Auf jeden Fall. So, wir gucken mal. Die NTF rückt hier jetzt sehr nah an diesen Punkt, an den 25er ran, um die
um die Landzunge, um Drimea, einfach von, ja, was ist das? Südwesten beschießen zu können. Ja, also die gehen hier voll auf die frontale Verteidigung auf diesen einen Weg. Und jetzt muss ich doch gleich mal gucken, aber ich glaube auch nicht, dass die irgendein Fahrzeug haben. Hier ist der Little Bird zum Beispiel wieder gelandet. Und tankt gerade auf. Und ich denke halt nicht, dass die irgendein Schwimmfahrzeug haben. Nee. Also auch wenn hier der Abgas nach oben geht, direkt vorne. Wird's nicht, ich glaube, jetzt ist erstmal Diskussionsbedarf zwischen den Jungs. Ich denke auch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Abgasding ist oder ob das eine Funkantenne ist. Aber das kommt direkt aus dem Motorraum. Ich habe keine Ahnung. Mit wie viel Prozent funken sie? 50? 100, weil die haben kein, die haben dieses Objekt nicht. Und da funkt man dann eh nur an oder aus. Das ist dann immer 100 oder 0. Deshalb darf der auch nicht zerstört werden, weil sonst die Chance auf Funken genommen wurde. So, nochmal als Werbung. Gruppe Adler hat diesen Spielmodus erfunden. Ja. Oder? Haben die das erfunden? Geiler Scheiß. Danke dafür. Auf jeden Fall, also es ist für mich auch eigentlich der beste Spielmodus in Arma, für mich persönlich. So gut wie. Also zumindest mit der beste. Ja, sehr taktisch vorgehen, trotzdem TVT und Spaß haben, ja. Yes? Hm. Finde ich schon cool. Wobei wir gemerkt haben, auch das kann sich ein bisschen ziehen. Definitiv. Also im Normalfall sind Runden anderthalb Stunden. Wie gesagt, dadurch, dass dann davon die Taktik war, einfach ewig zu warten, hat sich das natürlich gezogen. Unnötig. Aber gut, so ist das halt. Kallis on the way. Kallis on the way. Wie sagt man so schön, den Gegner einfach müde machen. Ich finde die Bezeichnung von dem Helikopter auch geil. Corona. Oh, der Helikopter ist Corona. Das ist natürlich gut. Ja. Wenn jetzt noch Virus fliegen würde, wäre es witzig. So, ich bin gespannt, ob hier noch der Kauf von dem Helikopter jetzt kommt. Oder den TOW-Werfer. Eigentlich beides effektiv, weil die sehr weit ja wirken können. Ah, meinst du wirklich, mit dem TOW könnten die so weit wirken? Klar. Die können weit gucken. Schauen wir mal. So. Ah, wir haben noch einen coolen Trupp von Stormy und Chief. Der heißt Ebola. Ich drehe durch. Was denken die sich da eigentlich alle aus? Wen haben wir noch dabei? KV-13 ist dabei, ne? Ah, Schmerz ist gerade wieder am Alkohol trinken. Doch, ich bin da. Und sehr interessantes Kartenmarking hier von den Leuten von der dritten Jäger, glaube ich. Die malen hier die Entfernungen auf, wie weit es ist, damit man schnell abgucken kann und schätzen kann. Das ist schlau von den Dritten. Ja, das erkennt man erfahrene Leute halt. Ne? Mitteln, nutzen. Definitiv. Die TTT hat vorher Geländetaufe gemacht. Die Jungs machen zumindest schon mal die Entfernungstaufe. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal so. Auch interessant. Hm. Ich bin mal gespannt, was Gigaplex von der Gruppe W sich da überlegt. Ich auch, und ich bin überlegt. Ich bin gespannt, wann Blue4 überhaupt was macht. Oder ob die jetzt auch einfach erstmal chillen. Und dann warten, bis wo der letzte Punkt ist und dann mit einmal heftig zuschlagen. Ja, also nicht so zergen wie die anderen, immer mal so ein bisschen, sondern wirklich einmal komplett Attacke. Schauen wir mal. Könnte auf jeden Fall sehr spannend werden. Ist es. So, wir schweben jetzt mal schön hier rein.
Hier sieht man auf jeden Fall die Adler und NTF gut aufgestellt. Alle auch noch im entspannten Modus, muss man sagen. Weil der Blue 4 bis auf den Helikopter noch niemand zu sehen. Ja, aber der Funkwagen scheint aufgeklärt zu sein von BFU. Ich denke, da wird alles aufgeklärt sein. Schätze ich mal. Und ja, 22% gefunkt. Die Leute mögen die Zeus-Taste, ich weiß nicht warum. Ich auch nicht. An dieser Stelle muss ich nochmal loswerden. Epsilon, vielen lieben Dank für deinen Thumbnail für diesen Stream heute und diese Mission. Generell Dank an die PR-Arbeit. Dicket Lob. Auch so. An Fu, der jetzt hier mit mir redet. Nein. Der hat super viel vorbereitet. Nee. Und besonders die geilen Memes, die ich so cool finde. Nice. Ach, weißt du, für dich einfach. Danke. Puh. Ich stehe da voll drauf. Gerne. Ich habe es dir nochmal reingeworfen. Einfach, weil ich es kann. Oh. Schon rum? Kannst du sehen, wie viel schon gefunkt worden ist? Ja, jetzt 25. Dann sollten die jetzt mal langsam aus dem Quark kommen, wa? Wie bitte? Die sollten jetzt mal langsam aus dem Quark kommen. Das ist halt der Punkt. Da unterscheiden sie ein bisschen Kommandanten. Und es gibt eine Mehrheit von Breaking Contact-Kommandanten, die den ersten gar nicht angreifen mit Absicht. Die ein bisschen pieken und ein bisschen gucken und denen vielleicht sagen, okay, hier sind wir, fahrt woanders lang. Und auf der anderen Seite aber schon stehen und einen Hinterhalt vorbereiten und die Leute beim Fahren holen wollen und nicht in der ersten Stellung. Maximal erst in der zweiten, weil dort müssen sie ja bleiben. Ich sag dir, das werden die auch tun, weil guck mal nach dem Blues rüber. Oh ja. Weil was haben die sich gekauft? Leute, da ist er. Das ist das erste Mal, dass ich einen Blackhawk sehe in der Breaking Contact. Fuck, das wird krass. Das wird geil. Und ich weiß, dass da auch ein richtig geiler Pilot am Steuer sitzt, und zwar der Chief. Der macht richtig coole Sachen. Zwar hauptsächlich im Little Bird, aber ich kann mir vorstellen, dass auch der Blackhawk geil in seiner Hand liegt. Co-Pilot, glaube ich, Stormy, weil die waren vorhin auch im Jeep zusammen unterwegs. Und ja, jetzt sind wir gespannt, was die Jungs machen. Wird dort ablenkungsmäßig angegriffen von vorne, Helikopter fliegt rum. Der Helikopter kann, muss man auch sagen, nicht ewig fliegen. Der Spritverbrauch ist recht hoch. Ja, also Flugzeit vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das heißt so, die können jetzt nicht einfach einmal ganz, ganz weit rumfliegen, aber die können schon einen ganz schönen Turn machen. Ich bin gespannt, wie die jetzt gleich hier weiter agieren. Also ich vermute mal wirklich, dass du recht hast, dass die auf den zweiten Standort warten. Ich denke auch, weil das Ding ist, fahren die runter von der Insel, ist es sehr, sehr einfacher für die, weil dann können die warten. Ich glaube aber nicht, dass sie runterfahren und dann müssen die auf die Insel. Ich glaube also auch nicht, ist gut, dass es ist sehr gut übrigens, dass Gigaplex da nochmal nach vorne verlegt hat, weil sonst der Kreis so blöd gewesen wäre, dass die kaum noch hätten funken können auf der Insel. Also natürlich kann man immer an den letzten Fitzel da unten fahren, zu dem letzten Kap, wo der Leuchtturm ist, ja, das würde auch gehen, wäre auch lustig, aber ja. Ist halt auch sau offen. Ja, sau offen, da gibt es nicht viel Verteidigung. So, und hier wird geschossen, aber ich weiß nicht, ach, das war vielleicht nur so ein Testschuss. Wer weiß. Miller hat hier sich mal kurz mit dem Tisch gehabt. Ui, und da gibt's, ich gehe rüber, ich sehe die Gruppe W, startet das Unterdrückungsfeuer und zwar mit Infanteriewaffen, sehe ich. Würde ich sagen, sah aus wie ein LMG, was da mal rüber gewirkt hat, kurz, um zu sagen, hey Leute, bleibt dort drüben. Wir stehen hier in Stellung. Und was sagen wir? Ich würde sagen, hey Leute, die Jungs werden ordentlich zurückgeben. Ich vermute mal. Mal wissen die anderen denn, also wissen die Reds, wo die Blues sind? Nein. Die Blues wissen ja theoretisch auch nicht, wo die Reds sind. Die wissen nur, von wo gefunkt wird. Okay. Also das wäre ja blöd sonst. So, und da ist der Helikopter. On the way. Tiefflug. Der UH-60 im Tiefflug. Geht los jetzt. Wer fliegt denn? Der fliegt
Chief? Der Chief wird jetzt weit rumfliegen über das Meer und die hinten absetzen. Und vielleicht fliegt er zweimal. Und Kali wird wahrscheinlich einfach so um die rumkreisen, dass wenn die einen Heli hören, die einfach entspannt sind. Aber, oh nein, ich glaube, er ist aufgeklärt. Ja, die sehen das ganze Meer. Und ja, ist aufgeklärt. Ich würde sagen, du kannst da mal in die Sicht gehen von Wetzer. Und ich glaube, Wetzer wird den jetzt sehen. So, wo haben wir denn Wetzer? Jo, Ada ist aufgeklärt. Okay. Also die Sichtweite ist hier enorm, ja, muss man sagen. Könnte man vielleicht auch mal ein bisschen balancen noch. 20%. Für sowas ist natürlich für verdecktes Vorgehen ist die Sichtweite zu hoch. Da muss man noch mal ein bisschen dran schrauben, glaube ich. 5000 runter wäre vielleicht nicht schlecht. Aber selbst 5000 hätten sie gesehen. 1, 2, 3, 4. Ja. Schauen wir mal. Ich glaube, ich setze mal 4000 runter. Nächstes Mal die Hälfte reicht dicker aus. Aber das lassen wir jetzt, wie es ist. Das kommt auf die nächste Mal-Liste. Aber selbst wenn, also die Leute, das Gute dabei ist jetzt, die haben es gesehen, was jetzt auch nicht verkehrt ist, weil die müssen jetzt was machen. Ne? Die haben nämlich die volle Verteidigung auf die Landzunge gelegt und der BMP sattelt auf. Ich sehe es, Wetzer ist drauf. Alle drauf. Hat er gelenkte Flugkörper? Nein, keine gelenkten. Also ich glaube nicht, dass die Drahte... Höchstens eine drahtgelenkte Rakete, wenn überhaupt. Die Watt natürlich schon ausreicht für den Helikopter. Also ausreichen kann. Ja, gelenkt ist mies. Wenn es okay. So, und wir gehen jetzt mal zu dem Heli. Chief dreht gerade ein. Leider hat es nichts genutzt, weil zu fliegen. Aber gut, bei dem Wetter hätte man sich natürlich auch denken können. Ne? Die können ja genauso weit gucken. Und sie sind aber im Anflug. Also, wenn sie sich... Die müssen sich auf jeden Fall beeilen, direkt einen Anflug machen. Aber ich glaube nicht, dass der BMP so schnell gefährlich werden kann. Weil dafür viel zu bergig und hügelig ist. Obwohl der ganz schön Hackengas gibt, muss ich sagen. Ne? Der macht schon richtig Dampf. Der macht jetzt Dampf, der will die kriegen, bevor die landen. Hundertprozentig, die sind jetzt richtig heiß. Das ist aber noch ein ganz schönes Das Stück. Ist ein Glück noch ein ganz... Also für unsere TTT-Jungs ein Glück, kann man sagen. Ne? Für die W-Jungs natürlich schade. Das ist jetzt noch ein ganz schönes Stück. Der Geruch vom Bildschirmreiniger, das musste jetzt mal sein. Oh, geil. Und an alle Leute im Stream... schreibt es oder sagt es keinem, dass irgendwer unterwegs ist. Und an alle Leute, die jetzt mitspielen und hier reingucken, ne, schämt euch. Das stimmt. Also wir gehen mal davon aus, dass es keiner tut, weil wir sind alles ordentliche Dudes, aber wir hoffen es natürlich auch. So, und da ist Bewegung bei Blau. Blau nimmt jetzt den Angriff von Front auf. Und zwar, wer fährt denn da? Da fahren zwei Buggys, alles schön langsam. Es steht jetzt natürlich, der BMP steht jetzt nicht mehr in der Dings, das ist natürlich gut für TTT. Ein Humvee mit M2 und hier vorne der gepanzerte M-Rip. Mit zwei Mann drin nur, glaube ich. So als Bait wahrscheinlich. Das ist der Bait M-Rip. Der sollte gucken, ob hier was steht wahrscheinlich. So, und jetzt, ich springe jetzt mal ein bisschen zügiger kurz hinterher, um nochmal zu verdeutlichen. Die NTF sitzt vorne, direkt Zugriff auf die Landzunge. Und in Front die dritte Jägerkompanie. Also da drüber kommen, wird schwierig. Ja. Jetzt gab es auch eine Geländetaufe übrigens von den Jungs. Die Geländetaufe wurde jetzt auch gemacht. Die Skala wurde wieder weggenommen. Aber die wissen jetzt einfach, wie das ist. Und ja, es wird noch fleißig, hier wird noch fleißig gefunkt. Am Funkwagen nur Gigaplex und Miller mit einem MG und Black Wolf und Nielsen. Und ja, das ist die Verteidigung. Und wir gehen jetzt mal zum BMP. Der BMP? Nein, das ist ja gar kein... Doch, ja. Nee, das ist ja der BMP. BRDM. Der hat sich auch verschoben mit der dritten Jägerkomp. Und zwar nach hinten. Und wo ist der BRDM? Ach, der BMP. Entschuldigung. So viel Abkürzungsbuchstaben mit B. Das ist Nielsen. Und Nielsen ist... Die haben jetzt die Fahrzeuge getauscht, Leute. Also der BMP fährt... Ja, wo fahren die hin? BRDM auf jeden Fall schon unten. UR-60 wurde gespottet. Ich weiß gar nicht, ob Chief jetzt landet schon ist oder ob der wartet. Nö. Die sind doch gar nicht gelandet, die warten in der Luft. Schön im Süden. Leider ist das bei der Sichtweite halt immer noch nicht genug.
Der hätte vielleicht einfach am Kap dort vorne landen sollen, schnell. An dem Leuchtturm. Weil noch ist die noch haben sie Zeit, ne? Da sind übelst viele Hügel noch und die können auch nicht wirken. Wenn er jetzt geht und landet, würden sie es schaffen, denke ich. Ja, aber dafür haben sie zu wenig Manpower. Weil der BRDM kommt den Berg nämlich nicht hoch. Und ja gut, die müssen ja nur landen und die dort absetzen. Das ist ja der Witz an der Sache. Das heißt, guck mal, die binden jetzt schon mindestens eine Einheit, sogar anderthalb haben sie kurzzeitig gebunden. Ja. So, wen haben wir denn hier drüben noch? Reimchen und Colin, da ist noch ein ganzer Einsatztrupp. Ja, die eine ganze Truppe wartet noch bei der Führung. Die werden vielleicht warten, dass sie auch abgeholt werden. Ja. Chief ist jetzt, glaube ich, im Anflug. Chief ist im Anflug, dann springen wir nochmal direkt dahin. Wir gucken auf dem Weg nochmal hin. Der BMP geht auf jeden Fall nicht. Die dritte Jägerkompanie geht zu Fuß da hoch, aber zu Fuß können die nicht auf den wirken. Der BRDM quält sich den Berg hoch, aber auch irgendwie nicht ganz. Und demzufolge gehen wir jetzt mal zum Blackhawk. Und ja, wunderbar. Die Landung sieht gut aus. Die Landung wird easy durchgehen und die werden die nicht mal sehen. Kurzes Rubberbanding drin. Und da sind sie abgesetzt. Sehr nice. Richtig gut abgesetzt. Ja. Alle top am Leben und nicht mal sehen. Oh, bleiben die jetzt und etwa leider da? Leider beschädigt der Heli. Was? Ist er beschädigt? Beschädigt. Ja, stimmt. Er ist. Ja, zu hart aufgesetzt. Oh nein. Übrigens, schöne Grüße von Red. Alle BMPs sind schwimmfähig, du Nappel. Ah, danke. Siehst du, habe ich wieder gelernt. Ich dachte, es sind eben nicht alle schwimmfähig, dass es welche gibt, die nicht schwimmfähig sind. So, wird dieses Ding jetzt repariert oder was machen sie? Ich weiß nicht, jetzt sind Engineers auf jeden Fall, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Könnte sein. Jo, ist dran. Ist dran. Er repariert auch. Jo. Da bin ich mal sehr gespannt. Eisen geht auf jeden Fall hart vor Kundschaften. Und aber die dritte Jägerkomp ist weit, weit weg. Der BRDM auch weit, weit weg. Das passt. Also, was jetzt natürlich clever wäre, die können ja ungefähr ausdenken, wo der Funkwagen hin muss. Ja, und wenn die das einfach einnehmen. Also zum Beispiel, was die einnehmen könnten, ist den Hügel Skopos. Ja, der wäre, denke ich mal, interessant. Obwohl, das ist zu weit. Der müssen noch weiter. Die müssen sogar noch weiter. Weiß ich gar nicht. Wenn sie da bleiben, müssen sie noch weiter. Die müssen fast so weit, wie die jetzt sind schon. Und das reicht schon dann. So. Der Blackhawk ist in Reparatur anscheinend. Was machen die im Norden? Noch nichts. Wir gehen mal hin. Kali klärt auf. Mr. Green, Schatten. Wen haben wir hier? Yoshi. Die sind... Ich muss jetzt mal mich selbst orientieren. Ah, die sind auf der Vorland... kurz vor der Landzunge. Die Landzunge ist auch gut hügelig noch zum Anfang. Ne? Also da... Man kann schon teilweise rüber. Der rechts ist lange Baum, was so in einem kleinen Tal denn wieder endet. Und Baustellen. Also man kann hier durchaus schon auf eine entspannte Kampfreichweite rankommen. Ohne dass man dort groß aufgeklärt wird. Ne? Also ich predikte, man könnte so bis auf die 600 Meter Kampfreichweite, zumindest zur NTF hin, ranrücken. Ja, auch linksseitig am Strand, der liegt ja auch sehr tief. Wenn du am Strand lang gehst, könntest du auch... Durchaus, ja, stimmt, da könnten sie fast wahrscheinlich durchlaufen. Da gebe ich dir recht. Nee, die werden dann aufgeklärt hinter dem Gebäude. Ja, aber... Ja, das ist ein so ein... Du hast schon recht, wenn ich jetzt mal mit Zeus da lang schwebe, wenn die den ganzen Strand lang gehen, dann kann es sein, dass die NTF und auch nicht die dritte Jäger kommt, gar nicht sieht. Die sind der Winkel, Gebäude, kleine Hügel. Ich glaube, das sollte auch so funktionieren. Okay. Ich springe mal wieder rüber. Achtet. Der Heli steht noch rum. Er hat noch einen Lackschaden. Wird gerade noch behoben. Dicke Grüße an den Beulendoktor hier. Der gute Beulendoktor. Ja, Delta. Delta ist dritte Jäger, ne? Ja, die dritte Jäger. Die haben sich gut positioniert, schön aufgeteilt. Gucken wir doch mal. Überwachen jetzt den
Rückraum. Gucken wir doch mal. Ja, sehr gut. Wirklich stark. Fahrzeug hat hier den ganzen Westen bis Osten. Alle zu schön im Blick. Können weit gucken. Okay, wir haben Schüsse im Norden der Insel. Schüsse im Norden. Wir gucken. Gut, schießt, also was kann hier schießen? Die NTF kann schießen. Die NTF hat sich jetzt natürlich komplett über die ganze Seite dort verteilt. Dritte Jägerkompanie anscheinend zurückgezogen. Adler ist noch da und NTF halten jetzt die Landzunge. Mhm. Floyd ist hier vorne noch. Per im BADM oder was das ist. Oder BMP. Hm. Jetzt warten wir eigentlich, dass mal was passiert. Wir warten jetzt auf den Angriff oder auf das Warten halt. Ne? Das, also der erste ist immer ein bisschen ruhiger, der erste Angriff. Aber wir gucken mal, wie weit die gefunkt sind. Die sind bei 74% mittlerweile. Und hier kommen jetzt schon Schüsse mit der Dischka auf den Helikopter. Ah, die schießen auf den Helikopter. Da wird auch den Schützen schon langweilig anscheinend. Dann gucke ich mal bei Kali. Ja, ich denke, der sollte davon kaum was merken. Ja, Befu klärt schön auf. Ja, noch keine Bewegung, aber man muss sagen, TDT auch aufgeklärt, ne, von den Verteidigern. Also ich bin ja auch, wie gesagt, für letzte Team Verteidiger gewesen. Diese Team liegt auch in den Verteidigern, deshalb sehe ich so ein bisschen die Kartenmarke, was sehr interessant ist. Und ja, auch die TDT hier schon teilweise aufgeklärt. Und der Heli steht hier unten rum. Alleine. Der Blackhawk oder was? Ja. Dann wird der wohl kaputt sein. Ich fliege mal rum und dann wartet das leider. Guck mal nach, ob der kaputt ist. Kannst du die auch mal gerade eben reparieren? Leider nein. Ich würde es sehr gerne. Glaube mir, mein Herz blutet, dass ich es nicht darf. Aber. Nee. Ist ein faires Spiel. Ich könnte den auch gar nicht reparieren, weil der eigentlich bei mir ganz ist. Weiß nicht, warum der nicht fliegt. 40% insgesamt, ne? Also das heißt, der Funkspruch ist jetzt natürlich schon fast durch dann. Wo haben wir es? Ich scroll mal hin. 81%. Ja, ich denke mal, die werden einen Sturmangriff machen auf die nächste Position. Als Angreifer finde ich es aber auch immer echt schwierig, bin ich ganz ehrlich. Landzunge, die ersten Leute wagen sich langsam vor. Erik kriecht wie ein kleines Schwein durch den Dreck mit AT. So. Noch 15%, dann ist der erste Punkt fertig. Und aber die sind noch alle ganz entspannt. Also Rot macht noch nicht viel. Doch, da kommen gerade Schüsse auf den Colin. Oh, Reimchen prescht vor jetzt. Mit einem Auto. Die sind einfach rübergefahren, die Verrückten. Ja, Mensch, das würde ich genauso machen. Reimchen und OG Colin jetzt auch, die fahren einfach wie die Verrückten rüber mit den Buggies. Die nutzen die Buggies, wofür die da sind, Gelände, und die fahren da lang, wo du gesagt hast, und zwar ganz links, abschüssig, wo man das nicht sieht. Du hast es vor 5 Minuten gesagt, ne? Nicht, dass wir uns jetzt hier vertun.
Damit sind sie durchgebrochen. Und das in Anführungszeichen ganz einfach. Damit haben die jetzt drei, also zwei ganze Truppen auf der Insel. Und wenn die jetzt nach vorne ausbrechen, warten die anderen. Und wenn die nicht ausbrechen, gibt es im Hinterraum schon blaue. Die sind jetzt in der Zange. Stell dir, so kann sich das ändern, Fu, oder? Das ist aber ratzefatze. Jetzt schießen die auch noch auf Ghostfeinde. Da ist keiner. Die schießen auf den Strand, obwohl da nichts ist. Naja, die haben nur die Autos vorbeipreschen sehen und unterdrücken jetzt vielleicht. Ne? Also ich lasse jetzt mal, Reimchen ist durch und der Colin ist auch durch. Wir gehen jetzt mal zum Strand weiter. Also wir haben hier einen Erik, der ist hier noch am Vorgehen. Light Anti-Tank. Die wollen jetzt wahrscheinlich dieses Dorf Drimea einnehmen. Wenn die Drimea halten, dann kann auf jeden Fall Redfall nicht so einfach weg von der Insel. Aber die haben gleichzeitig zwei, also 40, ne 20 Mann auf der Insel im Rückraum, wo die hin müssen. Leute, spannender, jetzt geht's richtig los. Diese Positionierung hat gerade das Spiel richtig spannend gemacht. Was passiert als nächstes? Nämlich, jetzt muss Redfall handeln. Jetzt ist mich, vorher war Gigaplex im Zug und hat gesagt, so, jetzt seid ihr dran, weil ich sitze hier und ich lasse euch hier nicht rauf. Hat gesagt, okay, ich habe einen im Hinterraum, aber ich schicke ein Fahrzeug hin und Infanterie, das ist okay. Aber jetzt hat er ein Problem, weil jetzt sind der Doppelte drin. Das heißt, er muss nochmal welche nach hinten schicken und kann aber trotzdem noch nicht runter von der Insel, weil dort sitzen die anderen. Da schweben wir doch mal direkt ein bisschen zügiger hoch. Die dritte Jägerkompanie macht sich jetzt nämlich schon ein bisschen auf den Weg, zumindest zwei Leute zu Fuß. Und was haben wir hier? Immer noch wird ordentlich aufgeklärt in Richtung, wo der Helikopter die Leute abgesetzt hat. Aber was passiert mit dem Helikopter? Da steht ja immer noch rum. Der wird kaputt sein. Auch wenn sie den teilweise repariert haben, werden sie den ohne eine Reparierstation vielleicht nicht ganz reparieren können. Ich gehe von aus, der ist broken. Schade. Ja, schade für die Mobilität auf jeden Fall. Aber andersrum, die haben jetzt genug auf der Insel. Die brauchen den Helikopter eigentlich nicht mehr. Ja, hast du gesehen, wie die da durchgeprescht sind? So, hier oben sitzt der Trupp um Eisen. Sehr schön. Eisen und Donkel. Und da unten kommt noch Speuzi. Henrik, Chief, Stormy, Avalon, die haben jetzt die beiden Piloten natürlich einfach eingegliedert und haben zwei Trupps draus gemacht. Schon, also der eine Trupp unten sind jetzt schon zwei Trupps, ja. Und rechts, da hat sich, oh nice, guck dir das an. Pio, Beule, also KV-13, Reimchen und Pio haben jetzt den Punkt im Osten eingenommen. Diesen befestigten Punkt, wo er vielleicht auch dachte, dass er vielleicht hin kann. Mit seiner Einheit. Die besetzen jetzt strategisch wichtige Punkte für die Leute. Nice. Das ist richtig stark. Das ist richtig geil. Ja, aber ich, Charlie ist jetzt übrigens mit einer Dischka-Fahrzeug UAZ auf die Seite gefahren, wo die Funde durchgebrochen sind. Falls das nochmal passiert anscheinend. Oh Gottchen, Gottchen, Gottchen. So. So, der erste Funkspruch ist durch. 50% overall wurde gemacht. 100% von der anderen. So, und jetzt gehen wir auch mal direkt zu dem Funkwagen und gucken, wo die hinfahren. Das Ding ist nämlich, der Funkwagen wurde nicht gepanzert. Ich würde ihn vielleicht auch nicht panzern, weil der geht ziemlich schnell kaputt. Da müssen die nämlich aufpassen. Die können nämlich nicht so krass draufballern. Aber andersrum, wenn der Fahrer rausgeschossen wird, ist das auch egal. Muss man auch sehen, ne? Und die fahren drauf zu. Die fahren wahrhaftig nach vorne und wollen anscheinend diese Brücke überqueren. Eventuell denken die, dass da keiner mehr ist auf der anderen Seite groß. Dass da zu wenig sind. Aber ich sehe dort einen Robert J. mit einem Schatten, Mr. Green, Yoshi, einen ganzen Trupp. Stehen und warten, und zwar genau da, wo man langfahren würde wahrscheinlich. Und zwar auf beiden Seiten. So, jetzt können wir natürlich nur hoffen, dass die den kriegen, weil sonst wird es schwierig. Für die ganz unten auf jeden Fall.
Obwohl die natürlich, wenn sie Glück haben, die großen Fahrzeuge finden. Wohin ist Command unterwegs? Also. Wir schauen mal, da kommt auf jeden Fall Feuer jetzt. Feuer auf die 1-2 Leute gegenüberin. Glückliche sind gerade mal 2-4 Leute, die schießen einfach unpräzise. Ist Miller nicht gleich schon aus dem Funkbereich raus? Gigaplex fährt weiter. Ach, Miller fährt. Das Ding ist halt, vielleicht, nee, die müssen aber, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich weiß, wo sie um das Doppelte raus. Also der darf sich nicht überschneiden, der Punkt. Ich vermute mal, die fahren jetzt an das Gebäude, was vor denen ist. Und versuchen dort zu funken. Könnte ich mir vorstellen. Versuchen können sie doch auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen sie, aber da stehen sie sehr eng, wenn. Selbst wenn, dann müssen sie ganz links hin. Aber ich weiß nicht mal, ob das klappen würde. Ich glaube, die dürfen nicht sich überschneiden. Ja, die sind ja immer noch unterwegs. Wer denn? Ja, jetzt halten sie gerade an. Ja, genau, er hält jetzt an. Vielleicht probiert das. Vielleicht geht's auch, vielleicht dürfen die sich überschneiden. Aber wissen tue ich es nicht. 100% weiß ich, dass er außerhalb des Kreises sein muss. Ich weiß aber gerade nicht, ob die sich nicht überschneiden dürfen. Aber also wenn sie sich nicht überschneiden dürfen, ist das hier mit die beste Position. Muss ich auch sagen. Weil die dann immer noch in sich zusammen wären. Also das wäre noch eine gut zu schützende Position. Ja, die ist zwar sehr offen. Ich würde eher noch 3 Meter rechts zu dieser Baustelle dort fahren. Ja, immerhin. Vielleicht wollen sie doch nur ausprobieren hier. Vielleicht hat er doch ausprobiert und sagt jetzt, Chef, das geht hier noch nicht. Ja gut, strategische Positionen sind natürlich jetzt schon besetzt. Eben. Die können jetzt das nur noch ganz nach unten, aber da wartet der Feind. Oder die können über die Brücke oben. Ui, oder es geht halt einfach. Geht auch. Ne? Es reicht. Also die können überschneiden, sie müssen nur raus. Nee, fahren wieder los. Die fahren wieder los. Okay. Vielleicht haben sie 0% oder weniger Prozent deshalb. Oder die haben es probiert, ja, und fahren jetzt in das Gebäude. Ja gut, aber jetzt, ja genau. Jetzt muss man halt gucken. Oh nein. Festgefahren? Nein. Ein Glück. So. Und jetzt? Jetzt bin ich gespannt, was die TTT macht. Jetzt müssen die Jungs wieder reagieren. Und ja, die dürfen... Die dürfen auf jeden Fall funken dort. Es steigt 2% schon. Sie dürfen dort bleiben. Die stehen genau an der Grenze zu der alten. Wirklich haargenau an der Grenze. Und jetzt gucken wir mal. Ich höre schon knallen hier. Geh mal zu Pio rüber. Ob von hier aus geschossen wurde. Da ist auf jeden Fall Colin hat eine Panzerfaust, die Schulter hat. Und ich weiß, dass Colin hat mal im letzten Breaking Contact einen richtig fetten Schuss. Ich glaube, es war Colin. Irgendwas ist explodiert. Ja, irgendwas ist explodiert. Ich gehe mal schnell hoch. Dritte Jägerkompanie, vielleicht. Ja, es schießt, der BMP schießt hier. Und ja, BMP der schießt auf jo. Colin und Reimchen und so weiter. Ja, und Pio. Ja. Okay, wenn sie da ordentlich drinnen bleiben, dann können die jetzt einfach nur verschießen. Oh, Pio hat's erwischt. Au, das ging hart durch. Die Leute, ihr müsst da raus. Oder in den Bunker rein. Geht in den Bunker rein. Die Kanone, sehr stark. Da müssen wir auf jeden Fall. Oh, Pio ist wieder da, auf jeden Fall. Pio ist auf jeden Fall wieder da. Er ist wieder aufgewacht. Die müssten einfach dahinter gehen, weil dahinter kann nichts passieren. Genau, da wo Reimchen jetzt ist. Reimchen ist gut. Da kann höchstens. Ja. Na, die stehen so, genau, schön auf die Ecke hinten. Genau da wo Reimchen ist, ist super. Ein bisschen weiter vielleicht sogar noch. Ist aber nur. Ach du Scheiße. Ich hab's gesagt, geht raus da. Der Treffer. Pio schon wieder und AJ. Und nochmal. Das wird der Tod sein. Leute, wieso geht ihr da nicht raus? Schade. Shit. Ob die nochmal aufwachen? Also bei Pio sehe ich schwarz. AJ könnte nochmal. Der hat nur einen abgekriegt, glaube ich.
ist der Tower weg. Fiese Nummer. Jetzt wird Beschuss eingestellt? Ja. Die haben den Turm jetzt da zerstört. Naja, wenn die einen Medic bei haben, können sie die vielleicht noch retten, ne? Das ist halt die Frage. Gut, ich geh mal weiter. Gut platzierte Schüsse auf jeden Fall. Gut gemacht, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, der Funkwagen sendet. Die haben ein paar Meter gemacht, sehr stark. Oh, der BMP zielt schon wieder drauf. Es kommen noch was Fetten. Und Henrik und so bewegen sich aber auf der anderen Hügelseite Richtung dritte Jäger kommen. Bin gespannt. Unten auch die anderen. Chief sind natürlich jetzt weit weg. Die müssen jetzt echt Hackengas geben, damit sie da hochkommen. Ne? Schade. Und Korben und die anderen müssen jetzt auch angreifen über die Landzunge. Bleibt nichts übrig. Erik hier allein on the road. Geradeaus. Oh, Giggles ist an Pio dran und Boyle ist an AJ dran. Das heißt, die werden gerade verarztet. Es könnte sein, dass der Trupp dann wieder hochkommt. Ja, ich bin gespannt. Also, wenn dort ein Arzt bei ist, ne? Muss man auch sagen. Ja. Da unten. Selber, ich bin schon wieder ein bisschen verwirrt hier heute. Langsam zu viel. Ah, Ghostrunner, oh, Colin, Pio ist tot. Jojo und Feld. Pio ist schon verstorben. Alter. Ja, gut, direkter Treffer zweimal wahrscheinlich. Der hat einen halben Treffer und danach einen Direkttreffer, glaube ich, gekriegt, ja. Der zweite, der ging direkt rein neben ihm. Shit. Nehmt die Klamotten auf und weg. Ja. Ja, jetzt wird's gut, rest in peace. Pio heute erste jetzt auf der Rückrunde, würde ich sagen. Yep. Die stehen hier in gedeckter Stellung mit der Dishka. Ja, und jetzt ist TTT. Jetzt hat Gigaplex geantwortet, stark. Er hat es probiert, es hat funktioniert und... Oh. Die dritte Jäger schießt ja, auf? Auf ein Gebäude, wo keiner ist. Okay, na, immerhin. Ich fand schon mal gut. Und es ist auf jeden Fall hier der Trupp um Eisen. Donkel Octor, Jesus, Grubs, Basto und Henrik sind auf dem Weg. Und die schießen ja wirklich auf nichts, wo nichts ist. Das ist natürlich gut für die. Jetzt müssen wir gucken, wie sie sich bewegen. Wir gucken mal trotzdem weiter hier. Der Alfred Alfredsen und John of Gaunt, die sind hier noch fröhlich weiter am Feuern auf die, auf Pio. Und, also auf nicht mehr Pio, aber auf Reimchen und so weiter. Ja, und mal gucken, was Reimchen jetzt daraus macht. Und generell haben die dort, also Gruppe W hat den sehr starken Überblick. Von da aus können sie wahrscheinlich auch schnell überall hin. Die machen ja. Die Insel gerade zu einer echten Festung. Kann man nicht anders sagen. Ne? So, was haben wir hier noch? Wir haben die NTF, steht in Deckung. Dort wurden sehr viele Gräben auf jeden Fall gemacht, rings um das Fahrzeug. Und da rücken auch so ein paar aus mit dem anderen Dishka-Fahrzeug. Ja, weiter geht's. Ich bin gespannt. TTT muss jetzt kommen. Und zwar... zügig. 20%. Also da muss jetzt richtiger Push kommen jetzt. Ja, da muss jetzt ein Push kommen, nochmal ein ordentlicher. Und nicht erst gestern, sondern jetzt. Aber Plauze ist schon mit einer Panzerfaust bewaffnet. Ich bin gespannt, ob Plauze jetzt da drüben... Ui, der wird zurückgeschossen. Plauze hat nicht geschossen. Geht in Deckung lieber. Yoshi und Otter. Plauze ist auf der oberen rechten Seite, nordöstlich. Die wollten den Dishka-Jeep Umomi zerschießen. Aber die haben sie anscheinend aufgeklärt. Und nehmen sie unter Feuer. So, Erik da vorne immer noch alleine. Die stehen alle auf einer Spur hier noch. Onyx, Menom, G. Wagner, Maurice, ihr müsst jetzt was machen, Leute. Ihr müsst vor und ihr müsstet die Länder nutzen, soweit wie es geht. Guckt euch Erik an, der ist alleine zwar, aber der ist schon weit vorne und das geht. Man kommt dort gut hin. Ah, gut. Zu den Jungs. Bei Reimchen kommt jetzt Colin mit dem Fahrzeug. Ah, sehr gut. Springen wir doch direkt mal rüber nochmal. Fahrzeug muss natürlich immer schön unten bleiben. Die werden jetzt versuchen, AJ noch zu retten. Denke ich mal, mit dem Medic. Und dann... Jo, ist wieder da. Oh, nice. AJ hat es wieder überlebt. Sehr gut. Da wäre so ein Explosionsmeme eigentlich ganz geil gewesen eben, ne? Ah, egal.
Meinst du, so ein Explosionsmeme mit einem Jean-Claude Van Damme drin? Ja, das wäre mega nice geworden. Okay. Nomnisum und Odyssey laufen ganz entspannt, während auf die geschossen wird. Ist ja auch 6 Kilometer entfernt. Da kann nicht so viel passieren. So, Pio wurde jetzt wohl anstandslos bis zum Rest geplündert. Oh, Maurice und Wagner sind unter Beschuss. Wahrscheinlich nur Deckung, also Unterdrückung. Hm. Eisen und Dunkel Octa klären schön auf. Ja. Aber die dritte Jäger zieht sich zurück. Nein, verlegt zurück. Die reicht aus, ja. Ja, die gehen jetzt, die ziehen jetzt einfach den Kreis enger und werden einfach nur die Dings sichern. Wie gesagt, John und die Wähler stehen ja auch noch sehr gut in der Deckung. Also da müssen sie auch erstmal vorbei, ne? Mit dem BMP. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, Fabi. Fabi hat genau Eisen und Dunkel Octa im Visier. Die liegen da. Oh, oh, oh. Ich bin... Werden ganz genau betrachtet. Fichte auch. Ja, ich sehe es gerade. Fabi hat sie im Gesicht. Im Gesicht natürlich. So, die sind so nah, dass Fabi sie schon im Gesicht hat. Jo, die legen jetzt drauf an und holen sie dann wahrscheinlich weg. Apex guckt drauf. Die werden jetzt den Fahrzeug holen und die da beschießen wahrscheinlich. Ja, Chris Snyder wird dann wahrscheinlich gleich immer drauf anlegen und gut. Mensch. Feuer wird gerade eröffnet, glaube ich. Ja. Reicht ja, um die zu verlangsamen. Ja. Wurden vertrieben. Sehr gut positioniert, muss ich schon sagen. Also deckungstechnisch gut gemacht. Definitiv. Also hier sieht man auch einen ganz anderen, ein bisschen anderen Spielstil. Man hat ja gesehen, dass beides klappt. Ja, also TTT als Verteidiger in der ersten Runde sehr breite Kreise ringsherum um sich gezogen. Ja, Leute so fast reinkommen lassen und dann kämpft. Und dann viel gewartet und dann weitergezogen, bis sich das halt verschoben hat. Und hier genau andersrum wieder. Und auch weit gefahren denn beim letzten Mal. Hier jetzt genau anders. Wenig fahren. Sehr eng beieinander. Eng Verteidigungskreis. Ne? Hier hat sie, für mich hat hier so ein bisschen die Überlegenheit immer mal gewechselt. Avalon hat es erwischt. Wo ist er? Die kriegen richtig Beschuss rein aus zwei Stellen. Muss mal Avalon finden hier. Ja, der ist bei der dritten Jäger gegenüber auf dem Baum. Bei Karl Baker und Spolzi. Und Lalo. Da ist er. Oh, oben. Ja, das. Und das hat ihn jetzt, glaube ich, auch... Ui, da schießt auch der... Ich glaube, die Gruppe B schießt auf die mit dem Panzer. Ich glaube, den Avalon hat es jetzt zerlegt. Spolzi konnte noch wegkommen. Karl und Lalo auch. Aber ich glaube, Avalon. Wenn der nicht nochmal aufwacht... Ja. Nee, war die dritte Jäger mit dem Fahrzeug, glaube ich. Ja, das Fahrzeug genau. Hat ihn... Jäger, hat sich richtig schön mit Spotter... Ja, Gandhi, Spotter, Chris Snyder, anscheinend Schütze... dahin gestellt und... Präzises, genaues Einzelfeuer, sehr stark. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Wollen wir vielleicht mal Pio reinholen? Wenn er will. Ist jetzt die Frage. Ich frage mal. Ich frag ja, kann er gerne machen. In der Zeit, ui, die kommen da von beiden Seiten Schüsse rein. Ja, aber sie sind doch gut in Deckung. Ja, auf Henrik. Ja, da malt der Stift. Ja, nicht nur auf Henrik, auf alle. Da malt der Stift. Ah, shit.
Gut, Pio wird auf jeden Fall jetzt mal gleich vorbeischauen bei uns. Wir warten nur, bis er im Discord ist. Und dann werden wir gleich mal runterziehen. Mhm. Ich glaube, wir haben gerade nicht so viel zu tun, oder? Oh doch, Moment. Wir müssen erstmal noch was anderes machen. Hier stoßen mich Reimchen gerade vor. Haben den Angriff auf die Gruppe W jetzt eröffnet. Mit dem BMP. Da bleiben wir natürlich mal drauf. Beule und Giggles jetzt im Angriff. Oh, da geht's ab. Reimchen. Genau, Reimchen. Jetzt links extra. Hat der einen Panzerfaust? Nee. Aber der lenkt ab. Der lenkt gut ab. Und der trifft. Ui, da sieht. Ui, Reimchen hat den Kommandanten aus dem Fahrzeug geschossen. Oder ist der Schütze sogar? Einzeln und die anderen rücken jetzt von rechts an. Ich glaube, der Kommandant. Ich würde auch sagen, entweder Kommandant oder ich weiß halt nicht, womit sie es besetzt haben, ob der Schütze da rausgeguckt hat. So, und jetzt los. Jetzt kommt der Feuerkampf, der ein richtig wichtiger Feuerkampf kommt jetzt. Wenn sie diese Dings einnehmen, dann haben die den Kern, die Mitte gesprengt. Und dann ist nochmal, dann ist auf jeden Fall die Chance nochmal da, hier was zu machen. Das wird sehr knapp, aber ja, dann wäre noch eine Chance. Ja. Oh, Tank wurde getroffen, aber er ist wieder wach. Jetzt kommt der Schütze, ne? Wer trifft jetzt besser? Ich gehe mal hoch zu der Gruppe W, ob da schon einer getroffen wurde. Es wurde, ja, Wetzer wurde getroffen. Nielsen verbindet ihn. Charlie lebt noch, Conny auch. Mirko auch. So, Fahrzeug bewegt sich. Kommandant oben trotzdem getroffen. Und jetzt haben wir drei Mann gegen Reimchen. Oh, Reimchen getroffen. Liegt K.O. am Boden. Ja, wacht doch erstmal nicht auf. Wir gehen zu der größeren Masse. Leute, ihr müsst jetzt... Da ist Panzerfaust. Colin ist mit der Panzerfaust bereit. Aber hier leben wieder auf jeden Fall alle. Ja, Tank ist wieder aufgewacht. Fahrzeug bewegt sich nicht nach vorne. Bleibt defensiv. Sehr gut. Da fliegen rechts Granaten auf Reimchen. Reimchen hat's... Ui, Reimchen ist wieder aufgewacht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wow. Und jetzt kommt der Panzer. Jetzt kommt der Panzer. Wenn der jetzt pusht, Colin steht. Ah, wenn der pusht nicht weiter. Sehr gut, ne? Muss man sagen. Ist stark, stark gespielt. Der darf nicht weiter pushen. Die stehen nämlich mit der Panzerfaust dort. Und was jetzt natürlich gut ist, die dritte Jägerkompanie zieht sich komplett zurück. Die weicht aus und das gibt dem TTT jetzt die Chance, zügig weiter zu rücken. Um die Gruppe, um Lalor Kalbeck. RPG oben gekriegt von Spolzis Position aus. Kam wow, rein. Nice. Ich habe zwar explodieren gesehen, aber ich weiß nicht von wo. Starke Sache. Ich war von der anderen Seite. Auf jeden Fall Panzer, also sehr ein schön. Fahrer ist noch da. Und ja, ich weiß nicht, ob das der Schütze da oben ist, der da rausguckt, weil der Turm dreht sich nicht. Die steigen jetzt alle ein. Er holt jetzt die Jungs ab und dann ziehen sie sich die zurück. Die weichen aus. Und wenn jetzt einmal der Colin einen guten Blick auf ihn kriegt vielleicht, dann könnte es für alle vorbei sein. Da ist er, da ist er, da ist er. Schade. Ui, da fliegen Raketen in eine andere Richtung. Jetzt angreifen. Jetzt müsst ihr euch rappeln und angreifen. Reimchen ist wieder da. Oh, das war knapp. Wow. Es wurde auf jeden Fall... Charlie hat es auf jeden Fall schon mal zerlegt. Wetzer hat es auch noch zerlegt. Die oben... bei W herrscht jetzt auf jeden Fall ein bisschen Chaos, glaube ich. Mindestens drei Verletzte oder mehr. Und jetzt wird gepusht. Jetzt muss auch gepusht werden. Die Leute müssen sich jetzt beeilen. Colin genau hinter den gleich. Oh, da fliegt die Rakete zurück. Trifft aber den Stein davor. Kein Effekt bei der Infanterie. Colin immer noch Panzerfaust auf dem Rücken. Boah. So. Ja, jetzt können sie sich nur noch eingraben. Da kommen die so nicht mehr raus, so schnell. Beste Screenshot-Zeit. Mega. Mega, Leute. Yeah, Baby. Zeig's mir. Zeig mir deine Schokoladenseite für Screenshots. Nice. Richtig gut. Los, Leute. Pushen, pushen, pushen. Ihr müsst jetzt pushen. Eure Chance. Mir kurz ich aber gesucht. Es steht natürlich immer noch ein Panzer da, ne? Muss man aufpassen. Keine Frage. Da ist eine Rakete drüber geflogen. Ah, jetzt kommt Rauch von denen. Rauch heißt schon mal Bedrängnis. Rauch heißt Attacke. Rauch für den Angriff nutzen. Pyro.
Fate, Giggles, Ghost, ihr seid... und Beule, los, Beule hinterher. Beule macht genau das, was man machen muss. Attacke. Und Beule hat eine Light-Anti-Tank auf dem Rücken. Sehr gut. Also die Light-Anti-Tank kann hier schon bei diesem BMP reichen mit einem guten Schuss. Und die sind jetzt alle. Umso, ihr müsst jetzt angreifen von allen Seiten. Das ist richtig gefährlich, oh, was Gruppe W macht. Also, ich verstehe, ich verstehe es, aber trotzdem ist es irre gefährlich. Ja, mit einem mit Schuss. Mit einem Schuss, dann alle weg. Fahrzeug guckt, Beule, jetzt eine Beule, time to shine. Das ist jetzt richtig die Beule-Time. Weil, wenn die keine Infanterie in der Nähe haben, kann dieses Fahrzeug auch nicht beschützt werden. So, wir gehen nochmal hier hin. Colin mit der großen Karl Gustav. One-Shot wahrscheinlich für das Fahrzeug. Noch hier hinten. Keine Sicht. Aber die sind auch... Die können nichts machen. Die stehen dort. John ist verstorben. John war anscheinend der Kommandant oben. Ist verstorben. Jetzt fahren sie los. Charlie liegen auch gelassen. Wetzer auch liegen gelassen. Oh, jetzt fahren sie noch gegen einen Stein. Wenn jetzt der Schuss von Colin kommt... Schade. Aber Beule. Er sattelt sie. Aber, oh nein, schade. Sie geht, in dem Moment geht er unter die Sichtkante. Ist das ärgerlich. Spannend wie Sau. Aber sie haben dort Charlie und Wetzer da gelassen. Auf jeden Fall. Und John eh verstaubt. Ja. Alter, war das spannend. Das war ein richtig starker Angriff. Reimchen und KV-13, Tank, Ghostrunner, Fate, Beule, Jojo, Colin. Stark. Oh. Hobie und Dexter sind schwer unter Beschuss. Hobie und Dexter. Ich muss mal gucken. Ja, sind recht weit vorne. So, und in der Zeit übrigens hat die TTT einen Großangriff über die ganze Landzunge gemacht. Und die Leute rücken vor. Rechts jetzt Beschuss Naxor und Hobie und Dexter. Beschuss von rechts. Aber die können mit dem MG richtig stark M240B die Leute zurückhalten. Ah. Und Lobjay, Schattenkanzler, Mr. Green an der Baustelle. Alle hinüber. War ein guter Angriff, aber... Ah, scheiße. Schade. Die waren nah dran, aber Gruppe Adler hat sie anscheinend erwartet und ja, die sorgen dafür, dass er nicht mehr aufsteht. Mit dem Fahrzeug sehr stark rangepresst und da kommt die dritte Jägerkompanie mit dem Fahrzeug. Und das könnte jetzt das Ende für die restlichen Truppen im Feld sein. Yep. Aber wir richtig haben starker Angriff. Ein paar RPGs. Ja, hier, Hobie Dexter hat es jetzt auch erledigt. Wo haben wir Jim? Jim hat es auch erledigt. Wen haben wir unten? Maurice und Wagner, die sind auf jeden Fall noch on the road. Dann haben wir Onyx, verbindet sich. Menom, auch noch da. Golani, Korben, laufen noch. Führung ist noch da. Der Kopf ist noch da. Oh, was macht Kalli? Er fliegt sehr, sehr tief. Was ist da los? Kalli fliegt sehr tief, um die entweder abzulenken oder um selbst einfach mit reinzugehen und von hinten zu wirken. Um zu faken vielleicht auch einfach nur. So, die schießen jetzt Kalli. Kalli hat Befu abgesetzt. Und selbst er auch. Das Helikopter-Team jetzt auf dem Boden. Wir gucken mal ganz schnell zu der anderen Seite rüber. Chief, Buster und so kommen jetzt gerade an der Spawnpunkt von Rot an. Da sind die Fahrzeuge. Wenn sie die nehmen können, dann können sie es auf jeden Fall noch rechtzeitig schaffen, um zu unterstützen. Es sind noch 30%. Ja? Das heißt, Julian 10 Minuten. Okay. Giggles, aber oben noch da. Tank, die haben es jetzt eingenommen da oben, ne? Also, Wetzer, Charlie werden wohl nicht mehr aufwachen. Und die werden oben für beschossen. So. Kalli jetzt im Sturmangriff. Kalli und Befu. Befu, schieße um. Jawohl, Befu. Starker Schuss. Kurz. Handgranaten. Und schießen. Und da kommen die nächsten Schüsse. Jawohl. Die werden jetzt richtig unter Feuer genommen. Mann, ist das spannend. Kalli lebt auch noch, obwohl er nur einen Busch als Deckung hat. Kalli, der Buschmann. Und Befu, und das war Schweizer. Ausgeschaltet, mindestens ein sehe ich. Und zurückgedrängt ins Haus. BMP kommt. Julian lebt. Oh nein, BMP kommt. Julian lebt noch, ob Kalli den sieht und noch mitnimmt. Hat er nicht gesehen, scheiße. Aber hoffentlich wacht Apex jetzt nicht auf. Von Apex könnte er eine Panzerfaust nehmen. Muss das mal hier ausmachen. Da, BMP. Verlegt zurück. Wahnsinn. Die haben noch insgesamt jetzt weniger als 10 Minuten. Das heißt... Oh! Transmission interrupted. Warum? Nein! Die haben irgendwas aufs Fahrzeug geschossen. Die haben das Fahrzeug zerstört. Nein. Irgendwas hat das Fahrzeug zerstört und damit ist die Blue 4 hat verloren.
Ich weiß nicht, wie oder was. Ich dreh durch. Aber ich glaube... Irgendwas hat die zerstört. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir werden es eventuell nie rauskriegen und vielleicht schon. Also mit diesem schnellen Ende habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Fahrzeug noch hochgeht. Ich habe gerechnet, nur nicht damit. Das waren 25%? Ja, ja, ja. Die hätten noch Zeit gehabt. Und jetzt sehen wir erstmal, was hier passiert nochmal im Überblick. Alter, spannend. Spannend, wie verrückt. Leute, damit kommen wir aber auf jeden Fall zum Ende dieses Abends schon mal. Also wir werden... Ja, wir holen noch gleich ein paar Leute ins Interview. Bleibt kurz da noch dran, ja. Wir machen ganz kurz einen Break von 1-2 Minütchen. Ich weise die Leute ein und dann holen wir uns noch 1-2 Leute zum Interview. Ja, also nach diesem hier interessanten, warte, ich jetzt nochmal ein bisschen näher ranzoome. Hier geht es jetzt mir erst richtig los. Hier geht in Stellung. Am Anfang ist fast weniger passiert, aber länger dauert. Und hier kommt der Heli, da kommt der Angriff. War eine sehr geile Idee. Erstes Mal Heli sehen. Schade, dass er kaputt gegangen ist wahrscheinlich. Ansonsten sehr cool. Standort verlegt? Ja. Aber was ist dann passiert? Woher ich denke, die dachten, dass sie zerstören können, weil die einen Transmitter haben. Hatten sie aber nicht. Da haben sie gut gedacht. Die haben sie gedacht, lassen sie doch, stell's offen hin und gucken, was passiert. Wenn sie keinen Transmitter haben, ist der Wind für sie. So. Oh, da geht's richtig ab. Unten nochmal, hier wird in einer Tour geballert, von oben, von unten, von überall und bam, da war das Ende. Ich weiß nicht, woher es kam. Leute, bleibt dran. Damit haben wir für diesen Abend ein Unentschieden. Wir haben es 0.06 Uhr und wir haben immer noch im Teamspeak 84 armer Leute und mehr, die zusammen zocken. Richtig geil. Danke für den Abend schon mal hier vorne weg. Aber bleibt kurz dran. Ich hole ein paar Leute zum Interview. Hallo Leute. Und ich habe ja gesagt, wir sind ein paar Minuten zurück. Die Teams haben sich jetzt gerade, setzen jetzt in die Channels, machen eine kleine Eier, die wir uns dann nachher anhören, offstream natürlich. Und was wir dann noch fürs nächste Mal verbessern können oder was einfach geil war. Und ja, jetzt haben wir uns aber natürlich einen Interviewgast geholt. Und zwar der Pio, der ist heute in der zweiten Runde das erste Mal raus. Ich wollte ihn früher holen, aber dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag los. Und ja, deshalb aber jetzt noch. Pio, wie fandest du es overall, generell, beide Runden? Overall, beide Runden waren in meinem Gefühl sehr geil. Die zweite natürlich schade für mich. Aber ja, als einziger und erster da oben gestorben durch Fernfeuer, durch den BMP. Ich habe mich an drei Stellen gesetzt und der Hund hat mich überall gefunden scheinbar. Pech für mich. Insgesamt aber das Event super klasse. Es waren sehr viele Leute da. Das vielen Dank an die ganzen Communities, die mitgemacht haben, auch hier, dass sie der Einladung gefolgt sind und auch hoffentlich genauso viel Spaß hatten wie ich. Erste Runde, Panzerkommandant. Wir haben, glaube ich, die ein oder andere Sache ganz gut gemeistert, sind der einen oder anderen Situation gut entflohen. Vorgehen von beiden Seiten anders. Beide haben zum Ziel geführt. Es gab gute Gefechte. Ich habe jetzt am Ende nochmal dieses... ja, Armaporn will ich es nennen, was da abgelaufen ist. Ich war ganz froh, dass ihr mich nicht früher ins Interview geholt habt, damit ich das ganz in Ruhe hier zurückgelegt genießen könnte. Erzähl ruhig weiter. Ja. Jetzt alles gut. Kurze Unterbrechung. Dementsprechend, ja. Super klasse. Hat mir richtig. Wunderbar, also wir haben auf jeden Fall auch gesehen, dass du mit Panzer richtig gut performt hast. Und ja, das hat geiler richtig Scheiß gemacht. Dabei. Respekt. Ja, ich hatte eine Szene, die ich vielleicht hervorheben möchte. Wir waren ja hinterher mit dem BRDM, der war ja in unserer Nähe, als wir auf dem Weg waren zu der zweiten Stelle, haben wir aus der Situation heraus ein überschlagenes Hinterhaltlegen und Verzögerungsgefecht mit den nachziehenden Truppen von Bluefall geleistet. Und das ging perfekt auf. Das war... Hui! Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also war auch, wir hatten auch super Spaß beim Zusehen und weil halt auch mal ein paar andere Sachen passiert sind im Breaking Contic, als ich sie zum Beispiel kenne. Panzer auf weite Entfernung einsetzen war super, altes perfekt dafür. Ein Blackhawk, richtig cool. Mal was anderes und auch die verschiedenen Taktiken. Einerseits weiter Verteidigungskreis und im Gegenzug jetzt ein enger Verteidigungskreis, fand ich gut. Und ich denke, ihr habt alle super performt. Perfekt.
Ja, voll irre. Und auch die Gäste haben genial performt, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe. Ich denke auch. Ja. Gute Sache. Hohes Niveau. Super. Pio, ja. Danke dir. Wir holen uns noch den nächsten und wir hören uns gleich nach Eier, ne? Ja, natürlich. Perfekt. Danke dir. Ciao. Ja, ciao. Vielen Dank an euch beide auch. Und Grüße gehen raus. Tschüss. Ciao. So, Gigaplex. Commander von der einen Seite, von den Gästen. Bist du schon da? Ja, wunderbar. Ich bin da. Wie hat's dir heute gefallen, overall? Beide Seiten, beide Runden? Ja, für mich mein erstes Mal in diesem Spielmodus. Ich muss sagen, die erste Runde als Blue Four, das war für mich auch vieles erstmal reinkommen und sich anschauen, was denn da taktisch alles möglich ist, vor allem von der Gegenseite. Da war ich komplett unvoreingenommen, sagen wir es mal so. Hat man vielleicht auch dann im Stream sehen können, was unser Vorgehen anging. Die zweite Runde dann, den Plan, den ich mir gemacht hatte, nachdem ich das Spielprinzip ein bisschen verstanden habe, ist dann voll aufgegangen. Ja, als ich das dann mit den 4 Kilometer Spawn-Radius genau kapiert habe, dachte ich mir, okay, wenn ich genau mittig auf dieser Insel spawne, dann müssen die nördlich rauskommen. Und dadurch konnten wir dann im Norden die harte Verteidigung aufbauen, sodass dort nur leichte Kräfte uns in die Flanke oder in den Rücken fallen konnten. Ja, aber es wurde ja am Ende doch nochmal knapp. Also ich fand die zweite Runde sehr ein Hin und Her vom Positionswechsel, so ein bisschen Machtwechsel. Ja, also das sah so ein bisschen so aus, du warst natürlich erst in der Machtposition auf der Insel. So, dann hat sich das durch den Helikopter und durch die beiden durchbrechenden Autos natürlich wieder ein bisschen verschoben, ja, weil du dann doch eingeschränkt warst, gehe ich mal von aus. Und dann hat sich's wieder verschoben, weil du ja nur nach vorne bist so ein bisschen und gar nicht so viel Platz benutzt hast. Und ja, also ich denke mal, das war eine gut ausgeglichene Sache, fand ich gut. Dass natürlich am Ende so interrupted wurde, da werden wir nachher nochmal offstream klären, was da überhaupt passiert ist, war natürlich sehr überraschend, aber mir hat es sehr gut gefallen, beide Seiten, also... Da hattet ihr vielleicht als Streamer und als Zeuse eine deutlich bessere Übersicht. Also ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass wir den Gewinn aus der Hand gegeben haben, weil bis dahin alles, wie ich es mir vorgestellt habe, genau gelaufen ist, dass der Verteidigungskreis immer enger gezogen wird um das Auto herum, das Auto nicht gepanzert ist, relativ offen steht, in der Hoffnung, dass vielleicht mal so eine random Rakete es trifft, was dann auch passiert ist. Also, na gut, vielleicht hattet ihr eine bessere Übersicht und ich hatte das Lagebild nicht, weshalb es gefährlicher war, als es für mich den Anschein. Ja, kurzzeitig war es so. Wir haben es, denke ich. Wir haben es leider nicht genau gesehen, aber ich vermute mal, dass die Position, wo die dritten Jäger oben waren und richtig auf die Nase gekriegt haben, oder wer war da oben? Ich weiß nicht das mehr. Das war Gruppe W. Ah, das war ihr. Wo ihr dann runtergezogen seid, dass von da oben einer noch mit einer Karl Gustav oder so geschossen hat. Auf die weiter. Das kann sein. Soweit ich mich richtig habe, hat er versucht, den BMP zu treffen. Wahrscheinlich. Und hat halt eben stattdessen den Truck getroffen. Das ist korrekt. Genau das. Ah, wunderbar. Passiert. Da haben wir natürlich auch schon gleich den zweiten Commander aus der anderen Seite. Hallo Korben, wir nehmen dich einfach mit ins Interview. Da haben wir euch beide hier. Wie fandest du es denn, overall, beide Seiten? Spannend. Sehr spannend. Gibt tausend Dinge, die ich dem Modus nochmal, was ich Neues gelernt habe und was man nochmal ansprechen müsste. Aber insgesamt ist es toll, weil es taktisch ist, obwohl es ein TVT ist. Das finde ich halt klasse, weil klassischerweise ist ja PvP und TVT immer so ein müdes Rumgeballer. Das ist es hier halt eindeutig nicht. Man muss schauen, auf was man Wert legt, welche Taktik man macht. Es ist halt ein Zeitspiel, ganz eindeutig. Also Zeit ist hier alles. Deswegen hat unser Verzögerungsgefecht bei unserem Verteidigungsfall auch ziemlich gut funktioniert. Ja, wir haben verzögert, bis wir es hatten. Umgekehrt hat das auch funktioniert beim Gigaplex, Hut ab. Das war super schwierig einzunehmen. Schade, dass der Heli zerstört wurde, ohne dass er auch nur einen Kratzer hatte. Das hat uns natürlich ein bisschen unsere Geschwindigkeit genommen. Der ist einfach normal aufgesetzt und war schlagartig komplett zerstört. Aber es hat alles in allem total Spaß gemacht. Abschnittsweise hatte ich einen Puls von 180. Da freut sich mein Kardiologe. Liebe Grüße. Ja, und gut, der zweite Part, da war jetzt für die Führung nicht mehr so viel zu tun, hat unseren Plan halt ein bisschen durchkreuzt. Wir wären beinahe mit den Booten gefahren, waren dann froh, als wir den BMP aufgeklärt hatten.
dass wir das nicht gemacht haben, dann wären nämlich alle versenkt worden. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir das Ganze nochmal auf Livonia machen, denn wie ihr wisst, hatten wir ursprünglich mit Livonia geplant und mussten jetzt ein bisschen improvisieren. Das ist immer ein bisschen, ich liebe ja Pläne schmieden und freue mich dann, wenn sie aufgehen. Das ist natürlich ein bisschen, das ist eine Klasse schwerer, wenn man das halt von jetzt auf eben machen muss. Das war dann einen Tacken schwerer als angedacht, aber insgesamt hat mir das riesig Spaß Wunderbar. Gemacht. Und ich glaube allen anderen. Ich denke auch, also wir hatten Piokatz noch im Interview und das war auch, obwohl der ja bei der zweiten Runde sehr früh gestorben ist, hatte der auch super Spaß. Und wir werden den Tenor gleich aus dem Eier abholen. Und ja, ich würde mich bedanken bei euch. Ihr könnt ja schon mal rübergehen zu euren Jungs und sagen, dass es gleich mit der Eier losgeht. Wir moderieren jetzt noch in Ruhe ab. Und dann danke ich mich erstmal bei dir, Korb, und bei Gigaplex für die Führung der Gäste. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Mein Puls ist von erst planlos, wie das geht, zu richtig hochgegangen und jetzt geht er langsam wieder runter. Fand ich gut. Wunderbärchen. Dann euch einen schönen Abend und wir sehen uns gleich noch. Danke. Tschüss. Dankeschön. Bis dann. So, puh. Ich würde sagen, vielen Dank. Wir sind jetzt bei der Zeit des Dankens wieder mal angekommen. Ja? Wir danken erst Alter. Einmal natürlich der ARMA-Community, dass alle da waren und so viel Spaß da waren zum Spielen, weil nur so geht's ja logischerweise, ja, wenn keiner kommt. Warte. Ich warte. Genau. Applaus. Kleiner Applaus für alle dafür. Leute, die einfach vielen, da sind und zocken Dank. Mit uns, weil davon sind wir da und nur deshalb funktioniert's, ja. Wenn nur 10 Leute kommen, ja, dann können wir es vergessen. Zweiter Dank geht für die an ein Mix, an Gruppe Adler, natürlich für den Entwurf und für das, dass wir das hosten dürfen. Und natürlich an die Organisatoren hier, die auch das alles so gut mit den Stream zum Beispiel gemacht haben, Monklefu, die ganze PR, die hinter Monklefu steht, die Bilder gemacht hat, die alle da vorbereitet hat, die uns Texte geschrieben hat, die ganze Technik, Korben, jetzt der eine Kommandant und Bad Destiny bei uns, die Technik, die Server super vorbereiten und Schmittler, der alles organisiert für mich, dem ich nur sagen will, muss lad die ein und dann, ne, also ihr hört schon, ja, ich bin irgendwie der das ein bisschen macht, aber eigentlich gebe ich auch nur alt ab und deshalb danke an alle, die das machen. Und? Ohne die wäre es überhaupt nicht möglich und ohne die würde es auch überhaupt keinen Spaß machen, ganz eben, ehrlich. Genau. Und aus dem Grund daher danke, dass ich das einfach nur die Fäden ziehen darf und ihr machtet. Und ja, ein dritter Danke geht natürlich nochmal explizit natürlich auch an unser TTT, die auch da uns mit der Community den Rücken stärken und einfach da sind. Und als viertes an euch Zuschauer, weil für euch machen wir auch das hier jetzt, dieses Übertragen und blöde Labere und einfach einen geilen Abend zu haben, dass auch ihr einen geilen Abend habt, ne? Um uns zu supporten, um euch zu supporten, um die ganze ARMA-Community zu supporten, dass wir einfach noch lange da haben, Spaß haben. Coole Sache. Ja, und ich glaube, damit bin ich fertig mit meinem Pamphlet und mit meinem Selbstgespräch. Ah, oh, das war schön. Schöner Monolog. Vielen Dank dir fürs Machen. Ja, du, ich danke dir auch ganz herzlich für das viele Reden, Kommentieren, das gute Abwechseln. Es hat megamäßig Bock gemacht mit dir. Mein Dank geht halt auch an alle Leute raus, wie du schon gesagt hast, die Techniker im Hintergrund, aber hauptsächlich wirklich an die Zuschauer, die Communities, die dabei sind, die mitmachen, an alle Leute, die so viel Zeit, Energie und Herzblut in diese ganzen Projekte, in der ganzen ARMA-Welt stecken. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass mehr als 80 Leute nach so vielen Jahren, die das Spiel alt ist, noch auf dem Server zusammenkommen, zusammen Spaß haben und einfach ein geiles Spiel spielen zusammen. Das ist einfach unglaublich und dafür danke an euch, die da draußen noch ARMA spielen. So sieht's aus. Und das war's von mir. So was, ja, dann war's das von uns. Leute, habt eine schöne Zeit. Nächste Breaking Contact kommt auf jeden Fall, hundertprozentig. Und ja, mal gucken, 2-3 Monate werden wir wieder eine Pause machen, weil es soll ja was Besonderes bleiben. Ne? Und ja, stay tuned und danke, schönen Abend. Ja. Macht's gut. Tschüss, ciao. Bis dahin und tschüss.